Hallo Freunde marktradikaler Unterhaltung und herzlich willkommen zu einer weiteren Reaction mit mir, der libertären deutschen Jugend, dem Herr Nägel und dem Heimatloser. Wir reagieren heute auf ein Interview mit Andreas Kemper und dem radikalen Demokraten. Der Titel des Videos lautet Privatstädte, Björn Höcke und organische Marktwirtschaft. Bernd Höcke, am I right? Ha. Ja, unsere Freunde, die sehr gerne Heute-Show gucken, haben sich jetzt einen totgelacht. Normale Menschen nicht. Ich werde dann das Video mal direkt starten. Wir haben ein bisschen was übersprungen, weil da nur unnötiges Geplänkel ist. Ja, unnötig einfach. Demokrat und mach einfach ein bisschen Politik hier auf Twitch. Sonst, du möchtest vor allem über Privatstädte aufklären. Das Interessante ist ja dabei, auf der einen Seite kann man diese ganze Anarcho-Kapitalismus-Bubble, nenne ich sie jetzt mal, belächeln, weil die besteht aus ein paar YouTube-Accounts, online oder ein paar Twitter-Accounts, Menschen mit, die sich Laseraugen ins Profilbild packen und ja, irgendwelche Memes posten und GIFs und dann halt eben sehr einfache Lösungen für komplexe Probleme immer bei sämtlichen politischen Diskussionen haben. Und dann gibt es aber noch die andere Seite. Und diese andere Seite, mit der hast du dich sehr ordentlich befasst. Das wären dann die Thinks von der Welt, genauso die Think Tanks, genauso wie andere wirklich relevante Organisationen, teilweise mit sehr viel Geld dahinter, die auch wirklich in der Realität sehr stark versuchen, ihre politischen Ambitionen auch umzusetzen. Beispielsweise die dann auch in der AfD organisiert sind. Was ist denn da wirklich, ich sag mal, eine signifikante Organisation oder worauf sollte man da vor allem ein Augenmerk haben? Also erstmal muss man natürlich sagen, mit diesem hier einfache Lösungen zu komplexen Problemen ist natürlich, ja, wenn man so will, ist ja jede Lösung für ein komplexes Problem sehr einfach. Also auch irgendein Politiker, der irgendwas sagt, ja, der sagt, der Staat soll das irgendwas machen, der sagt ja dann, ist ja dann auch eine einfache Lösung, dass der Staat irgendwas machen muss. Und unsere Lösung ist halt dann im Endeffekt, dass der Staat nichts machen soll. Und das ist dann, je nachdem, wie man so will, dann eine einfache Lösung. Aber es ist ja einfach, ja, es ist ja auch noch was dahinter. Und der komplexe Teil daran ist ja eigentlich, dass wir auch noch Hintergründe haben, warum das denn so sein muss, die eben sehr komplex sind und oder etwas komplexer sind, die aber auch jedem normalen Menschen eigentlich ersichtlich sein sollten, außer vielleicht einem radikalen Demokraten oder dem Herrn Kemper. Also. Ja, die Wunschlösung von ihm, weswegen er jetzt halt die libertären Lösungen in Anführungszeichen als einfache Lösung versucht abzuqualifizieren, ist halt, dass seine Lösungen auf Zwang und Gewalt immer fußen und die Komplexität, die dann seine Lösungen haben, in der, ich sag mal, Gradierung der Gewaltanwendung und der Zwangsmaßnahmen besteht. Also wem nehme ich wie viel weg, welche Gewalt darf ich gegen wen anwenden? Und unsere Lösung ist dahingehend einfach, dass wir einfach sagen, dass Zwang und Gewalt abzulehnen sind. Und deswegen sind unsere Lösungen für ihn einfach, weil wir nicht diese etatistische Brutalitätsarithmetik machen müssen, um zu einem Ergebnis zu kommen. Ja, ist jetzt ja nicht nur auf Deutschland bezogen. Also in Deutschland sind die Libertarians tatsächlich eher bislang noch marginal, aber in den Vereinigten Staaten, wenn man da hinschaut, dann mit Trump, mit der Unterstützung von Trump, oder wenn man sich anschaut, wer. Ja, ich meine, ist natürlich auch wieder Schwachsinn. Er will direkt Kontakt holen mit Trump und so. Also. Trump ist kein Libertärer. Also der ist vom Libertarismus ist Trump so unglaublich weit weg. Das hat mit Libertarismus hat das überhaupt nichts zu tun. Ja, definitiv. Aber gut, er Also muss. Libertarismus ist nicht, ich mache die Grenzen zu und verhänge Schutzzölle und verbiete Freihandel und dieser ganze andere etatistische Quatsch, den der gemacht hat. Das ist nicht Libertarismus. Ja, so libertär ist er definitiv nicht. Also kann man überhaupt nicht so sagen, sehen oder sonst was. Also ich meine, es gibt tatsächlich Libertäre, die sagen, er ist mir lieber, als die Hillary Clinton es gewesen wäre. Es war vor allem aufgrund von außenpolitischen Überlegungen, aber sonst findet man überhaupt nichts. Also. Ja, also klar, der hatte im Einzelfall hat der natürlich den Libertären ein Angebot gemacht, also den libertär neigenden Wählern, also den reformistischen Libertären, die nur noch zur Wahl gehen, dahingehend, dass er natürlich diesen Non-Interventionism, also den Nicht-Interventionismus global
propagiert hat. Und dann natürlich so der Abbau von Regulatorik, Steuern und so weiter. Damit hat er einige dann einfangen können. Aber auf der anderen Seite, er hat das Haushaltsdefizit in ungekannte Höhen getrieben. Er hat Helikoptermoney verteilt. Also da war auch ganz viel Rahmen bei, wo eigentlich bei jedem Libertären alle Alarmglocken angehen sollten. Ja, Politik ist nicht die Lösung, sondern das Problem. Und Donald Trump war auch nicht die Lösung. Er hat da eigentlich das Kapitol gestürmt. Ne? Da hat man diese Gadsden-Fahnen gesehen, also diese gelben Fahnen mit Don't Tread on Me. Das ist ein typisches Erkennungsmerkmal von den sogenannten Libertarians. Also die waren damit dabei. Also ich meine, ich lasse noch kurz weiterlaufen. Und da ist das halt. Also er versucht hier wieder, so Libertarians waren da mit dabei mit dem Kapitol und so. January 6 natürlich schlimmer als 9/11, ganz klar. Aber ich meine, es ist natürlich in den USA, hat dieses Symbol eine ganz andere historische Bedeutung, weswegen die natürlich auch von Rechten und so weiter benutzt wird und nicht unbedingt nur von Libertären, wobei in Deutschland zum Beispiel gibt es eigentlich absolut keinen Grund für irgendeinen Nationalisten oder so, so eine libertäre Flagge zu nutzen. Oder halt irgend so einen Rechtsradikalen, ja. Super, wichtiger Hinweis. Ja, dennoch wird das natürlich gern benutzt, weil's ja, weil die Message der Flagge natürlich cool ist, ja. So, damit schmücken die Leute sich ja so oder so gerne. Deswegen siehst du das in den USA ja auch gern auf hier, ne, als der Bumper-Sticker direkt neben dem hier diesem Punisher-Skull in der Blue Lives Matter-Variante klebt direkt daneben hinten. Und die Leute sind nicht schizophren, die finden einfach halt die Message dahinter cool, hinter dem, okay, hier, greif mich mal nicht an. So, das heißt, die sind dort wirklich eigentlich in einem Bezug, den man so ziemlich überall findet, auch im Libertarismus, aber den rein libertären Gedanken, der steht da überhaupt nicht im Fokus, ja, der spielt da überhaupt keine Rolle. Und wenn man die Flagge eben sieht, außer, also wenn man diese Gadsden-Flagge eben sieht, muss man sich mal fragen, okay, in welchem Kontext wird sie genutzt, weil der libertäre Kontext fällt eben manchmal hinten rüber. Genau. Ja, als so seriöser Soziologe, um das vielleicht abzubinden, hätte Kemper einfach wissen müssen, dass im US-Kontext die Gadsden-Flag eben kein valider Indikator für eine libertäre Gesinnung ist. Was er da jetzt macht, ist im Prinzip, er misst das Körpergewicht mit dem Fieberthermometer. Ja, da kommt dann auch irgendwas raus vielleicht, wenn man sich da drauf stellt, aber halt nicht das Gewicht, sondern irgendwas anderes. Und genauso ist es mit der Gadsden-Flag in den USA bei diesen Ausschreitungen am 6. Januar. Es hat absoluter Nonsens. Schon auch eine starke Macht. So, ne? Und in Deutschland, denke ich, da sind die auch, werden die auch mal stärker. Und wie du gerade angesprochen hast, da hast du gerade Think Tank gesagt. Think Tank. Also die Think Tanks, da gibt es in Deutschland auch inzwischen Think Tanks von diesen Libertarians bei August von Fink. August von Fink ist da gestorben, aber die von dem ging das sehr stark aus, Unterstützung, also mit dem Mises-Institut. Das ist halt ein Projekt, kann man auch sagen, das ist ein Projekt letztlich von der Fink-Gruppe über die Gusser Goldhandel, also einer Firma halt von Fink. Und das wurde vor über zehn Jahren alles eingerichtet. Ne? Eine ganz zentrale Figur war da ein Geschäftsführer, Stefan Ring hieß der selber auch als Libertarian auftritt. Und die haben bei Fink, und das ist einer der reichsten Deutschen gewesen, sein Vater hieß auch August von Fink, der war nach dem Zweiten Weltkrieg der reichste Deutsche und sein Sohn hat das alles geerbt und hat dann da weitergemacht. Und die haben innerhalb des Fink-Imperiums dann quasi angefangen, ein eigenes Medium-Imperium aufzubauen. Aber das hat nicht so ganz funktioniert. Ne? Ich muss schon kurz was sagen, ja. Also meine Fresse, halt doch mal dein Maul mit deinem scheiß Fink-Imperium. So, ich meine, es ist vor allem auch dieser Begriff, ne? Also ich meine, es ist die Fink-Gruppe. Existiert halt einfach nicht. Also ja. Das, welches Imperium? Wo ist das? Was ich da vor allem ganz lustig fand, oder eben nicht lustig, sondern eher störend, ist, wie er den Bezug, oder korrigiert mich, dann habe ich das Wort im Zweifel überhört, das kann auch sein. Aber so wie ich das jetzt gerade rausgehört habe, zieht er von der Linie Trump ein, und Trump, Mises-Institut, Fink-Imperium, ne, hier reichste Familie nach dem Zweiten Weltkrieg, spricht da die Konnotation, okay, scheinbar, warum sind die reich nach dem Zweiten Weltkrieg? Naja, die haben ja wahrscheinlich Business mit den Nazis gemacht oder sind selber welche und all das. Und hat er eine Abgrenzung geschaffen zwischen
Trump, dem Mises-Institut der USA und dem Mises-Institut Deutschland, weil diese Fink-Gruppe steht doch meines Erachtens gar nicht in Bezug zu dem Mises-Institut in den USA, sondern wenn überhaupt, das, was er ja schon mal beim Proletopia sagte, zu dem in Deutschland, oder nicht? Ja, genau so ist es. Das Mises-Institut in den USA ist viel, viel älter als das deutsche und wurde von ehemaligen Freunden und Weggefährten von Ludwig von Mises gegründet, unter anderem von seiner Witwe, die da, glaube ich, den Ehrenvorsitz dann übernommen hat. Das ist irgendwann in den 80ern gegründet worden und da hat die Fink-Gruppe schlicht und ergreifend nichts mehr zu tun. Und das Mises-Institut in den USA, das ist halt auch das Maßgebliche, wenn man ehrlich ist. Also da sind die entsprechenden Publikationen zu finden und deswegen genau. Ist diese, also dieser ganze Schlag von ihm, der geht halt gerade grandios nebens Ziel. Ja, es ist eben so das Mises-Institut und er redet jetzt über das Mises-Institut, als wäre das ein gesamtes Ding, redet aber im Prinzip über einen minimalen Ableger oder einen marginalen. Ja. Und das ist wieder so eine, das ist dasselbe Ding wie beim Antifa, Herr Nägel. Es gibt nicht die Antifa. Es gibt nicht das Mises-Institut. Aber, ja, also nein, es gibt nicht das Mises. Es sind verschiedenste Institute. Ich meine, klar, sie machen alle mehr oder weniger das Gleiche, aber es sind halt verschiedene, wenn man über die Finanziers dahinter spricht. Und vor allem ist dieses sein Kontaktschuld-Ding natürlich wieder mal großartig, weil er die Details weglässt und gerade von im Prinzip einem Nazi-Profiteur, weil also oder Profiteuren des Nationalsozialismus. Ja, das ist das Mindeste, was man daraus lesen kann. Hin zu Mises-Institut und Trump-Förderung. So diese direkte Linie im Prinzip von den Nazis über die Libertären zu Trump. Und das ist schon wieder eine Konnotation, die finde ich einfach bekloppt. Also Das ist der Kempersche Aluhut, der da am Glühen ist. Ja, er Verbindungen gezogen, wo keine sind. Er muss immer die Nazis reinbringen. Und wenn Trump geht, also ich meine, ja, was halt geht, wird irgendwie reingebracht, ja. Das ist eigentlich eine Unverschämtheit, was der da treibt. Das ist dann irgendwie abgebrochen worden. Aber mit eigenem Fernsehsender, mit eigenem Verlag, mit diesem Mises-Institut und so weiter. Genau, und dann eben die Anfangsfinanzierung ist auch bekannt. Die Anfangsfinanzierung der AfD lief auch über Fink. Und vorher war es die FDP, interessanterweise, oder? Ja, breit gestreut. Also auch CSU natürlich, Gauweiler. Gauweiler hat auch 11 Millionen bekommen von Fink. Ne? 11 Millionen, also vierteljährlich 400.000 Euro Beraterhonorar, ohne dass jetzt er nachweisen musste, wo er jetzt konkret beraten hat. Also einfach also jetzt auf die gerade die Binsenweisheit, getrieben, dass Politiker korrupt sind. Danke, dass es nochmal in seiner Gänze dann belegt wurde. Man muss aber hier dahingehend die Lanze brechen für Fink, dass die AfD in der Gründungsphase eine andere war als jetzt. Also die AfD unter Lucke, wie sie damals als Anti-Euro-Partei gegründet wurde, also eher eine fiskalpolitischer orientierte Version der FDP, die gibt es ja schon lange nicht mehr. Also ganz, ganz lange nicht mehr. Ja, und ich meine, das ist also auch wieder ein total haltlos, was er da sagt. Und auch noch bei der Petri war ja auch komplett was anderes, ist das, ja, was es heute ist. Genau, und das war halt breit gestreut, ne? CSU, ne? FDP mit Möwen, die Mövenpick-Affäre und vorher halt Bundfreier Bürger, ne? Der ist auch massiv finanziert worden in den 90er Jahren und viele, die dann später bei der AfD aufgetaucht sind, die waren ja vorher auch schon bei den Bundfreier Bürger, ne? Das heißt, da gibt es halt da gibt es halt auch Verbindungen, ne? So, das heißt, da wurde er sieht aber überall Verbindungen, wo auch eben auch keine sind, ne? Und ich meine, es gibt auch überall Verbindungen, also ob das jetzt über Verwandtschaft ist oder sonst was, also irgendwie, es gibt doch diese Regel, dass man mit über 7 Ecken mit jedem Menschen auf diesem Planeten verbunden ist. Und ich meine, ja, wenn du halt eben diese Verbindung suchst, dann wirst du sie auch finden. Und er findet sie halt toll. Also, sorry, aber. Ja, also er hat jetzt halt diese überragende Erkenntnis gewonnen, dass in Deutschland wohlhabende Menschen versuchen, mit Geld Einfluss auf Politik zu nehmen. Und das ist kein Argument gegen die Menschen mit Geld, sondern ein Argument gegen die Politik in meinen Augen. Ja. Ganz breit halt im rechten Milieu gestreut und auch beim Bund Freier Bürger. Auch da, das war nicht einfach nur völkisch nationalistisch, sondern auch da gab es halt schon so libertäre Tendenzen und das ist halt nicht ungefährlich. Ja, das, was auch auffällig war, wie du schon angesprochen hattest, waren eben, dass man
bei dem Capitol Riots in den USA hattest du die Libertarians neben christlichen Fundamentalisten, neben Neonazis, neben den Trump-Anhängerinnen, Anhängern, Republikanern und so weiter. Und ja, wie passen die zusammen? So, und ich würde sagen, das, was die vereint, ist am Ende, sie wollen eine hierarchische, nicht demokratische Gesellschaft. Demokratie wird abgelehnt aus verschiedenen Rechtfertigungen heraus. Und bei den einen, da geht es dann eben darum, dass es der starke Führer sein soll an der Spitze. Den anderen sagen, ja, die Demokratie stört eben den freien Markt. Die anderen wollen den Gottesstaat. Und die können irgendwie alle sehr gut miteinander, was auf. Also würde ich so eigentlich nicht unterschreiben, dass Libertäre jetzt mit christlichen Fundamentalisten oder irgendwelchen Nazis sonderlich gut könnten. Also das ist einfach eine Falschaussage. Und es ist auch eine absolute Falschaussage zu glauben, dass eine Demokratie keine hierarchische Gesellschaft wäre. Also das ist absoluter Nonsens. Er hat bis heute nicht verstanden, wofür eigentlich die Endsilbe Kratie in Demokratie steht. Da geht es nämlich genau um Macht und Herrschaft. Und das ist ja das, was Libertäre eigentlich ablehnen. Und insofern macht es halt auch keinen Sinn, als Libertärer bei den Capital Rights mitzumachen. Und ich würde auch bezweifeln, dass das irgendwie Event-Tourismus oder dieser Riot-Tourism ist, den es da manchmal gibt. Ja, ich meine, es gibt ja schon diese Libertäre, die nur sehr kurze Zeit libertär sind, weil sie eigentlich eher so Contrarians sind eher. Ja. Von der, also eben, ja, weil Libertarismus eben gegen das aktuelle Narrativ, sage ich jetzt mal so, sind. Aber sie sind libertär, solange eine Partei an der Macht ist, die ihnen nicht gefällt. Ja. Sonst sind sie sofort, ja. Also auf Staatslinie. Ja. Staat muss sein für den durchschnittlichen Etatisten. Geht halt nicht anders. Sorry für Fehler. Auffällig ist. Also auch die Republikanische Partei ist ja wie die AfD aufgeteilt in christlich-fundamentalistischen Flügel, in einen ja, sozusagen völkisch-rassistischen Flügel und eben so einen Libertarian-Flügel. Und da kann man ja schon eindeutig sagen, es ist eine rechtsextreme Strömung, ein Ableger davon, ein neues Gewand. Was also ich meine, wenn du alleine anfängst mit Frédéric Bastiat, der saß ja in der Nationalversammlung, saß er ganz links. Und die Definition von links und rechts kommt aus der Nationalversammlung. Und Frédéric Bastiat war sehr nahe, also einem Anarchokapitalismus, und er war libertär. Also er hat sich nicht als solches bezeichnet. Die Bezeichnung kam erst später, aber er war einer nach dem heutigen Verständnis davon, zu dem wir auch noch kommen werden, weil der Kemper und der glaubt ja irgendwie, dass das eigentlich eine sehr linksextreme Strömung oder ein linker Begriff ist, libertär. Aber ich meine, Wörter ändern sich. Cope and Seeth. Was sie sich geben, und die gucken eben, welches Marketing am Ende am besten funktioniert. Was denkst du denn, sind die vielleicht die Zukunft des Rechtsextremismus? Weil die haben ja Andockungspunkte. Ich würde behaupten, in den USA ist es immer noch der christliche Fundamentalismus. Er redet die ganze Zeit von der Republikanischen Partei, ne? Er redet die ganze Zeit von der Republikanischen Partei. Das sind 50% ungefähr der Wählerstimmen in den USA, die er hier pauschal als rechtsextrem diffamiert, weil sie nur eine andere Politik wollen als die Demokraten wollen, die sogenannten Democrats. Ja, also das ist wirklich eine Frechheit. Das stimmt einfach nicht. Die Republikaner und auch die Demokraten, das sind beides so große Volksparteien, dass das schlicht und ergreifend Sammlungsbewegungen sind. Es gibt auch unter den Republikanern, ich sag mal, gesellschaftspolitisch Linke und Progressive. Das sind nicht alles nur irgendwelche Leute, die sich mit der US-Flagge umwickeln und dann mit Kreuz und Bibel durch die Straßen ziehen, sondern das sind halt sehr breite Sammlungsparteien, wo auch von Bundesstaat zu Bundesstaat sehr, sehr unterschiedlich ist, wie da jetzt die Ausrichtung der einzelnen Partei ist. Und das zeigt halt, er kennt sich halt einfach nicht aus mit dem amerikanischen politischen System und hat hier so ein Verschwörungsweltbild sich zusammengezimmert, wo alle, die nicht seiner Meinung sind, rechtsextrem sind, und das muss jetzt irgendwie passend gemacht werden, damit die Libertären da auch integriert werden. Der am stärksten ist. In Deutschland tendieren die meisten Rechtsextremen dann wahrscheinlich auch eher zum völkischen Denken und auch, weil die damit auch Anschluss haben, eher, glaube ich, als alles Geld den Reichen, freier Markt und so weiter. Aber ich habe das Gefühl, gerade junge Menschen, die lassen sich davon recht schnell catchen. Also ich weiß nicht, ob du dich auch mal mit der Bitcoin-Szene auseinandergesetzt hast. Bitcoin, dadurch, dass es, ich sag mal, Mainstream-fähig, dadurch, dass es ein Spekulationsobjekt ist, dadurch, dass auch Menschen, die gar nicht so viel mit Politik am Hut haben, sich halt denken, ich habe auch Freunde, die sind alle linksgrün versifft, so, die sind aber nicht politisch, die sind von mir beeinflusst, aber die haben halt auch ihre Trading-Apps und da handeln die dann auch Bitcoin. Und darüber kann man selbstverständlich auch schnell wer Bitcoin als Spekulationsobjekt sieht
und mit Bitcoin tradet. Der hat natürlich nichts verstanden und der hat auch die politischen Implikationen und gesellschaftlichen Implikationen von Bitcoin nicht verstanden. Der Fiat-Bitcoin-Preis ist genau einmal interessant eigentlich, nämlich dann, wenn man kauft. Da achtet man auf einen möglichst niedrigen Preis, um möglichst viele Satoshis für seinen Euro oder für seinen Dollar zu bekommen. Und ansonsten ist das eigentlich egal, weil die politischen Implikationen von Bitcoin erst zum Tragen kommen, wenn möglichst viele Leute Bitcoin halten und verstanden haben. Ja, und ich meine, es ist, also er wird das ja auch noch sagen, dass man da dann in die Richtung Libertarismus kommen kann. Das ist natürlich eine riesen White Pill. Vielen Dank dafür wieder. Also es ist sehr oft so, dass so Linksradikale die besten White Pills droppen. Ist eigentlich immer gut. Das auf jeden Fall. Also auch aus so einem Unverständnis heraus. Ne? Also für ihn ist wahrscheinlich auch jeder, der irgendwie Aktien besitzt oder Aktien handelt, im Prinzip libertär und damit quasi rechtsextrem. Ja. Also gleich Timothy McVeigh. Bitcoin, die politische Bewegung um Bitcoin rutschen und da ist man auch ganz schnell bei der österreichischen Schule oder eben dann auch ja, dem Anarcho-Kapitalismus. White Pill. Ja, halt freies Geld und dann halt freie Gesellschaft ohne Staat. Ne? Das ist dann quasi die Verbindungslinie. So zu den Horrorvorstellung für diese beiden. Freie Gesellschaft und freies Geld. Absolute Horrorvorstellung. Das hast du richtig gesehen, als der Kämpfer das gerade gesagt hat. Oh no, anyway. Ganz ähnlich wie in der Trump-Bewegung und eine Gemeinsamkeit, die haben, ist, dass sie eben nicht allzu großen Wert auf Demokratie legen, vorsichtig ausgedrückt. Das ist ja nicht deren zentrales Ding. Und diese Trennung, die sonst immer gemacht wird zwischen kollektivistisch und individualistisch, die trägt da nicht so sehr. Ne? Das ist halt klar, das kann man so unterteilen. Ne? Die Libertarians sind ultra-individualistisch und die Völkischen sind ultra-kollektivistisch und das kann man so als Grundwiderspruch aufmachen und dann sagt man eben die Sozialisten, also die Linken sind auch kollektivistisch, von daher auch Nationalsozialismus. Ne? Das ist so diese gängige Argumentation. Aber das ist eigentlich, also ich habe diese Argumentation nicht so wirklich jetzt, dass das, also zumindest nicht, dass sie so sozialistisch sind, ne? Also die Argumentation dafür, dass Nazis Sozialisten sind, ist ein bisschen eine andere. Aber ich meine, es stimmt schon, dass dieser Kollektivismus durchaus bei beiden da ist. Ja, also mit eben bei Marx, eben mit seiner Klassentheorie, ja, da ist die Klasse als Kollektiv und bei den Nazis sind das halt eben, ist es halt eben die Rasse, ja. Also bei den Sozialisten, die wollen die Reichen essen und was die Nazis machen wollen, weiß man ja. Ja, mich hat er ehrlich gesagt gerade ein bisschen verloren, wie man jetzt von Bitcoin zu, aber die Nazis waren so auch Sozialisten kommt. Aber ja, die Argumentation, warum Nazis jetzt Sozialisten sind, ergibt sich einfach aus der Politik und aus der Realität und auch aus der ideengeschichtlichen Abfolge. Man muss in meinen Augen klar sagen, ohne Karl Marx kein Adolf Hitler ideologisch. Und das bedingt sich einander. Und dass die Bitcoiner einfach sagen, nee, mit dem ganzen Scheiß wollen wir nichts mehr zu tun haben, mit dem ganzen System wollen wir nichts mehr zu tun haben. Wir steigen jetzt aus und packen unser Vermögen in ein Asset, sage ich mal, auf das der Staat keinen Zugriff hat. Das ist ja die Absage an dieses System. Und insofern absolute White Pill und sehr zu begrüßen. Based. Ist ja gar nicht das Wesentliche. Das Wesentliche ist halt eher, wie steht man zur Demokratie? Wie steht man zu Menschenrechten? Wie steht man halt dazu, dass es halt keine Diskriminierung geben soll aufgrund von Geschlecht? Die Einstellung zu Demokratie, Menschenrechten und Antidiskriminierung zwischen KPD, NSDAP und der damaligen KPDSU ist identisch. Die haben alle Demokratie gehasst, die haben alle sich für Diskriminierung eingesetzt und Menschenrechte haben die auch nicht interessiert. Das ist also eine Gemeinsamkeit und kein Widerspruch. Also sowohl die extrem Linken als auch die extrem Rechten hassen Privatbesitz, hassen individuelle Freiheiten, hassen Menschenrechte und hassen Diskriminierungsfreiheit. Ja, und ich meine, es, also seine Verbindungen auch, ja. Also ich meine, er sagt einfach so, dass Demokratie das Entscheidende ist. Aber er erklärt nie, warum. Also ich meine, ja, Demokratie ist gut. Und das stelle ich jetzt als a priori gut ist es. Wenn du halt dagegen bist, hast du Pech gehabt. Mit Demokratiefeinden spreche ich nicht. Das ist Andreas Kemper-Denken, dass er sich damit auch nicht auseinandersetzen muss mit anderen Ideen,
Und ich dann, ja, das ist undemokratisch, das mag ich nicht. Das ist Andreas Kemper und so macht er sich sehr einfach. Und was halt demokratisch gemacht wird, ist halt auch gut, ne? Also wenn es eine Mehrheitsentscheidung für einen Krieg gibt, dann ist das okay. Dann ist das gut, weil es ist ja demokratisch zustande gekommen. Aber das Problem ist nur, dass Kemper über diese Defizite der Demokratie, also diese systemischen Defizite der Demokratie, überhaupt nicht redet. Er framet das dann so um, dass das dann irgendwelche subversiven kapitalistischen Mächte sind, die da im Hintergrund dann die Demokratie korrumpieren würden. Und als wäre das nicht die Demokratie an und für sich, die sowas ermöglicht. Ja, also ich meine zum Beispiel auch über die Verfassungsänderung in Chile, die ja vom Volk demokratisch abgewählt wurde. Also ich habe nicht viel Begeisterung von dem Herrn Kemper dabei wahrgenommen. Müsste er ja eigentlich sein, ja, super, das Volk hat sich durchgesetzt. Diese Entscheidung wurde, also ich meine, das wurde halt demokratisch entschieden, also ist es gut. Kam da irgendwie leider nicht. Nee, das Volk wurde doch in seinen Augen von neoliberalen Agitatoren mit mächtigen Medien und Pressekampagnen getäuscht. Also, das ist aber auch kein Argument gegen Demokratie, dass man das Volk so einfach täuschen kann, sondern es sind halt einfach nur nicht die Richtigen gefragt worden. Die richtigen TM. Was weiß ich, Gesundheit und so weiter. Das sind ja die wesentlichen Fragen. Und dann ist halt da die Frage, glaubt man halt eher an demokratische Entscheidungen, dass das halt wichtig ist, dass man denkt, okay, es gibt halt sowas wie eine Schwarmintelligenz, es gibt halt sowas wie, dass wenn alle mitreden, dass sich dann halt auch was Gutes ergibt, ne? Das ist so eine Grundsatzfrage. Oder denkt man? Also ich meine, das Prinzip, es ist ja nicht unbedingt so falsch, was er sagt, ja, aber so Demokratie ist nicht unbedingt das, ja. Also ich meine, in der Demokratie ist es ja auch so, dass es eigentlich hauptsächlich von oben nach unten die Meinungsbildung gemacht wird. Also ich meine, die Meinungen kommen im Endeffekt alle irgendwann aus den Universitäten und dann kommen sie über die Journalisten, die eben durch die Universitäten gehen und irgendwie irgendeine Scheiße mit Gender Studies oder so hinter sich hatten, ja, und dann bringen die das eben so ins Volk, ja. Also ich meine, und auch das mit dieser Mitsprache, das kannst du auch im Anarchokapitalismus machen. Also. Ja, es gibt halt vor allen Dingen keine richtige Schwarmintelligenz. Die Schwarmintelligenz wird ja eben durch die Demokratie ausgeschaltet, weil du deine Verantwortung über dich selber ja abdelegierst. Also gerade in der repräsentativen Demokratie oder so wie Rousseau das ja sieht mit dieser Wahlaristokratie, in der wir leben, hast du ja eine relativ gemessen an der Bevölkerungszahl kleine Elite, aus denen du dir deine Herrscher wählen kannst. Und da ist nichts mit Schwarmintelligenz. Die 700 Leute, die da im Bundestag sitzen, die haben keine Schwarmintelligenz. Im Gegenteil, die denken nur daran, wie sie wiedergewählt werden können. Und das ist also wo soll diese Schwarmintelligenz sein? Und wenn wir über Basisdemokratie reden, ich glaube, das möchte der Herr Kemper auch nicht haben. Weil da könnten ein paar Entscheidungen fallen, die ihm nicht gefallen. So wie zum Beispiel in Liechtenstein. Wo ja auch sehr viel zum mit. Beispiel. Oder auch in der Schweiz. Ist ja auch. In der Schweiz kommt da auch das eine, oder? Also man sieht es ja in der Basisdemokratie auch in Chile. Also ich glaube nicht, dass ihm das gefallen hat. Und das ist dann auch der Respekt vor demokratischen Entscheidungen, die dann so jemand wie Herr Kemper hat. Wobei die Sozialisten dann eher hingehen und dann daraus nicht lernen, dass das Volk sowas nicht möchte, sondern sie müssen ihre Propaganda-Anstrengungen hochfahren. Ja? Also die Leute wurden noch nicht genug Dauerbeschallt und auf Linie gebracht vor der Abstimmung. Okay, wir brauchen halt einen Führer, ne? Und der Führer sagt dann, wo es lang gehen soll. Und das haben halt diese drei rechten Strömungen, die sagen halt eher, wir brauchen also Führerstrukturen. Ja, das ist dann halt bei den christlichen Fundamentalistinnen, ist es dann halt der religiöse Führer, der direkten Draht zu Gott hat. Dann gibt es eben die bei den Völkischen, der Führer halt, der aus dem Volk geboren ist. Es gibt so Hitler-Gedichte, da ist ganz lustig, das zu lesen, wie der halt aus dem Granit der Erde erwachsen ist und das Volk mit sich zieht und so weiter. Ja, und bei den Libertarians ist es dann halt der Unternehmer, der weiß, wo es lang geht. Ne? Und gleichzeitig dann noch kommt zum Erbschaft. Also ich meine, das ist halt schon so, erinnert mich an ein Zitat vom Drachenlord. Jetzt sind's nicht mehr die Juden, jetzt bin's ich. Zitat der Drachenlord, ja. Und dann kommt halt eben Andreas Kemper.
dass er halt irgendwie diese dämliche Verbindung macht zwischen dem Führer und und dem Unternehmer. Also ich meine, du kannst ja da sagen, was du willst, aber es ist halt einfach Bullshit. Also ja, der Unterschied. Mach du. Okay, also der Unterschied zwischen Unternehmer und Führer ist halt, dass der Unternehmer privatrechtlich eingeschränkten Herrschaftsbereich hat und auch Herrschaftsgegenstand hat und dass du dieses Hierarchieverhältnis freiwillig vertraglich eingegangen bist und auch jederzeit wieder beenden kannst, halt nach den vertraglichen Richtlinien, während der Führer oder Diktator oder was auch immer seine Macht eben nicht auf Freiwilligkeit, also nicht von dem Konsens der Regierten quasi kommt und man da auch nicht aussteigen kann. Warum jetzt hier so unisono behauptet wird, nur diese Rechtsextremen hätten diese Führungspersonen und diese auf eine Person zugeschnittenen Herrschaftsstrukturen, verstehe ich jetzt auch nicht, weil ich jetzt schon stark nachdenken müsste, um ein sozialistisches Land zu finden, was kein Führerstaat ist. Also ob das jetzt China ist, ob das, also egal zu welchem Zeitpunkt seit der sozialistischen Revolution, Vietnam, Kambodscha, DDR, Sowjetunion, Venezuela, Kuba, das sind alles im Prinzip Führerstaaten. Du hast einen starken Mann, der vorne steht und der den Ton angibt und der Rest, der hat zu gehorchen. Also das ist entweder sind das auch alles Rechtsextreme, also die Sowjetunion und der selbsterklärte antifaschistische Staat DDR waren in Wirklichkeit rechtsextreme Diktaturen. Herr Kemper redet hier Bullshit. Das Ding rein, dass alle drei auch so ein Erbschaftsding haben von Vererbung von von Intelligenz oder Vererbung von von irgendwas von den Vorfahren, was dann ganz wichtig ist. Ja, auch da dann wieder halt bei den christlichen Fundamentalisten in Deutschland sitzt vor allem die Aristokratie, die da sehr stark ist. Der Antifeminismus ist halt sehr stark geprägt in Deutschland von diesen Hedwig von Beverförde oder von Westfalen in der CDU, die vor kurzem verstorben ist, oder von Beatrix von Storch und so weiter. Das sind halt vor allen Dingen halt auch aristokratische Kräfte halt im katholischen oder überhaupt im christlichen Antifeminismus. Bei dem völkischen auch, klar, auch da gibt es eben dieses Erbschaft, ne, das ist dann halt, auch da ist es halt wichtig, ne, dass der Begriff Rasse bezieht sich ursprünglich tatsächlich auf Familienherkunft. Ne, das heißt, auch da ist das Erbschaft wichtig. Und dann natürlich halt bei diesen Libertarians spielt auch Erbschaft eine ganz große Rolle. Deswegen sind die auch immer gegen Erbschaftssteuer, obwohl es ja eigentlich eine Erbschaftssteuer dürfte es ja eigentlich im freien Markt nicht geben. Umgekehrt. Im freien Markt ist es eine 100%. Also ist jetzt vom biologischen Rassismus auf Erbschaftssteuer gekommen. Also biologisch-genetische Vererbung hin zu Erbschaftssteuer. Das ist schon, also diese Gedankenakrobatik, die der Kemper an den Tag legt, die ist schon wieder atemberaubend. Weil beides hat nichts miteinander zu tun. Ich verstehe auch nicht, wie er jetzt darauf kommt, dass es in einem freien Markt eine Steuer geben muss. In diesem Fall die Erbschaftssteuer. Aber bitte erklär mir das bitte jetzt einer, warum das eine Erbschaftssteuer geben muss. Das habe ich auch nicht verstanden, was er damit meint. Sag das jetzt gleich, weil er sagt, Erbe ist leistungsfeindlich. Also er sagt, Erben ist leistungsloses Einkommen und der freie Markt würde ja immer dieses Leistungsprinzip so nach oben stellen und da wäre das dann quasi konträr, also widersprüchlich zu diesem Leistungsgedanken, wenn es dann keine Erbschaftssteuer gibt. Dass der freie Markt keine Aussage zum Thema Leistung stellt, also per se, weiß er scheinbar nicht. Sollte man vielleicht mal sagen. Das heißt, in einem freien Markt kann es auch kein Unternehmen geben, das zum Beispiel Geld verschenkt, also sozusagen ein Unternehmen, welches Spenden sammelt, um sie dann gezielt weiterzugeben. Eben das, was man zum Beispiel eine Hilfsorganisation nennen würde. Gibt es dann im freien Markt nicht, weil es ja im Prinzip leistungsloses Einkommen beim Endverbraucher ist, ne? Ja. Genau, also, das Geld müsstest du dann vorher dem Kemperschen Verteilungskomitee zuleiten und die entscheiden dann, was damit gemacht wird. Ja, gibt's dann, ja. Total, ja. Ja, ich meine, ist er im Endeffekt mit diesem hundertprozentiger Erbschaftssteuer, ist er ja im Endeffekt indirekt für eine für das Verbot jedweder freiwilligen Hilfeleistung. Also sagt er, glaube ich, nicht explizit, aber ich würde vermuten, dass er, also wenn er das konsequent anwenden würde und jemand sagt, so, ich habe jetzt hier an eine Hilfsorganisation gespendet, dann müsste er das eigentlich irgendwie moralisch verwerflich finden und da eine hundertprozentige Steuer drauf wollen, ja. Also
mit dieser Argumentation. Der Typ ist komplett plemplem. Jedes Mal, wenn der irgendwas über irgendwelche rechtlichen Dinge redet, tut er ja auch gerne, um damit seine, oh, ich habe Recht und oh mein Gott, die bösen Verfassungsfeinde auf der anderen Seite, da wird es immer so geil wirr und man merkt einfach, dass der Typ keine 10 Minuten sich mit dem Thema beschäftigt hat, weil das absoluter Quatsch ist, besonders wenn es dann, und das ist ja auch immer sein Fokus, ne, dass er so, ja, diese demokratiefeindlichen Verfassungsfeinde, er setzt den Fokus ja immer nur auf die Demokratiefeinde, weil er mit seinen Aussagen sowas von verfassungsfeindlich ist, da müsste er sich selber ja im Prinzip immer diskreditieren. Und deswegen macht er den Fokus auf die Demokratiefeinde. Ja, also Leute, die im Prinzip, ja, das haben wir beim Proletopia schon gemerkt, Leute, die einfach so etwas wie Grundrechte nicht einer demokratischen Verhandlungsbasis aussetzen. So, ja, wie das, was weiß ich, Recht auf körperliche Unversehrtheit und sowas. Das sind ja Demokratiefeinde, Leute, die darauf beharren. Ja, ich bin Demokratiefeind, was der Bestes. Weil ja Erbschaft verzehrt ja halt Leistung. Ne? Man kriegt Geld, ohne dass man was leistet. Und das ist ja dann quasi eine Verzehrung halt von dem Markt. Leistung ist so nicht weg. Also das ist halt Bullshit. Das ist absoluter ökonomischer Bullshit. Die Leistung ist nicht verzehrt. Wenn der Vater seine Firma an den Sohn vererbt, wurde genau 0 Leistung verzehrt. Die Leistung ist verzehrt, wenn es eine Erbschaftssteuer gibt. Das heißt, wenn es Kapitalabflüsse aus dem Unternehmen gibt, hin zum Staat, der das dann für irgendwie so grüne Müll-NGOs ausgibt, dann ist Leistung verzehrt worden. Aber wenn jetzt einfach ein Unternehmen vererbt wird oder ein Goldbarren vererbt wird, dann ist die Leistung die gleiche. Und das Leistungspotenzial des Erben ist dadurch auch nicht geschmälert. Im Gegenteil, er hat plötzlich Kapital und damit kann er über Produktionsmittel verfügen und den Einsatz von Produktionsmitteln verfügen und hat dadurch einen viel größeren Einfluss auf seinen Output als vorher. Und da ist dann halt auch so eine Vererbung von Intelligenz. Ne? Thilo Sarrazin hat das ja auch sehr stark zum Thema gemacht, ne? Dass eben dass es eine Erbintelligenz gibt und da sind dann eben die Familienunternehmer auch ganz, ganz stark und genau. Und die Leute, die dann auch gefährlich werden, das sind dann eben auch Erben. Ne? Das sind dann eben Erben wie Fink. Das sind ja, irgendein Fink hat das vor 120 Jahren aufgebaut und der erste Erbe hat dann direkt auch schon dann mit Hitler kooperiert. Der zweite Erbe hat dann die AfD mit aufgebaut, jetzt kommt die nächste Generation. Ne? Und ja, ah, da gibt es aber so einige Familien, die mit Hitler kooperiert haben. Also die Familie Reinsma, die hat es bis zum, was war das, SS-Oberstandartenführer oder so einen hohen Offiziersrang gebracht und hat sich von denen Zwangsarbeiter in der Ukraine zuliefern lassen von den Nazis. Und nach einem Bericht, glaube ich, im Cicero stand, dass die sich so gut verstanden haben, dass Göring bei den Reinsmas zu Besuch war und dann nackig im Pool schwimmen gegangen ist. Also das ist jetzt eher ein Merkmal dafür, wie in Deutschland Geld primär mit der Kollaboration mit der Staatsgewalt und nicht mit der mit dem Angebot von Dienstleistungen und Gütern für deine Mitmenschen erwirtschaftet wird. Trump ist ja auch ein Erbe. Der hat auch selber nichts geschaffen. Der hat einfach viel Geld geerbt und dann ist es halt einfach, damit umzugehen. Das heißt, diese ganzen. Also ich meine, die Sache ist aber ist ja natürlich auch, dass die Eltern es geschafft haben und dann das Recht haben, ihren Besitz weiterzugeben. Aber okay, das rafft der Mann halt nicht. Ich meine, er ist Sozialist. Das Geilste ist ja auch hier, der hat ja nur geerbt, der hat nichts geschafft. Immer so, okay, pass auf, wir haben genug Gegenbeispiele, wo Leute eine Menge Geld bekommen haben aus dem Nichts, ob jetzt zum Beispiel Lottogewinne oder sonst was, die, ich meine, manche Lottogewinne sind ja auch 100 Millionen oder was, ne? Also das ist ja, sind ja schon zuweilen echt krasse Summen. Und diese Leute sind heutzutage arm wieder, weil sie mit dem Geld nicht umgehen können, weil sie es verprasst haben, weil sie das eben nicht weil sie es nicht investiert haben. Und jemand wie Trump zu sagen, ja, der hat nichts erreicht, weil er hat's ja alles geerbt, ist einfach eine Panne. So, der Typ war nicht umsonst bis zu seiner Kandidatur damals einer der gehyptesten Typen in den USA, weil er eben dieser Unternehmer ist. Ja, klar, hatte der Pleiten und all sowas, aber naja, er hat dazu diese Pleiten aus dem Weg geräumt und hat eben auch wieder Erfolg gehabt. Und das ist eben der Unterschied zwischen, ja, du bekommst das Geld und kannst halt nichts und ja, du bekommst halt Geld und du machst aus dem Geld mehr Geld und am Ende des Tages hat er mehr Geld. So. Das ist genau
genau der Punkt, glaube ich, also der wirklich ins Schwarze trifft. Ich glaube, wenn man Camper 1 Million Euro in bar geben würde und eine gut geführte, gut finanziell gut ausgestattete Firma geben würde mit, sage ich mal, 100 Mitarbeitern, Camper würde es schaffen und die Firma wäre in 2 Jahren bankrott. Also den Wohlstand zu bewahren und im Idealfall sogar noch zu steigern, das ist keine triviale Aufgabe und das versteht Camper hier nicht. Der glaubt, dass wenn einmal jemand reich war in der Familie, dann wird das von Generation zu Generation weiter vererbt und dann wird das automatisch mehr und ist kein Risiko mehr ausgesetzt und ist deswegen dann leistungslos. Das Geilste ist ja dann auch noch, was man viel ja in diesem, ich nenne es mal, in dem Spektrum, in dem Rahmen, in dem Camper sich so verhält, ja, also in dem sozialistischen, ja, ich fasse es mal grob. Er redet ja hier von dieser Erbungleichheit. Also im Prinzip der Ungleichheit, die daraus resultiert, dass jemand von den Eltern ein höheres finanzielles Mitgift bekommen hat, ja, oder das, was weiß ich, ich glaube, einer seiner Punkte ist ja auch dieses Thema mit, oder was man, ich weiß nicht, ob es einer seiner Punkte ist, aber ein typischer Punkt ist ja auch, hier Akademikerkinder machen häufiger Abschlüsse an Universitäten und all das, oder ne, Kinder aus reichen Haushalten müssen sich eben während des Studiums zum Beispiel nicht um Miete kümmern, weil es die Eltern übernehmen, ja, und haben insofern mehr Zeit zum Studieren und können deshalb mehr Erfolg dort haben. Die Frage ist jetzt aber, okay, angenommen, man macht eine Erbschaftssteuer von 100%, die Kinder müssen sich eh alles selbst erarbeiten, im Prinzip haben sie keine Unterstützung. Was ja schon absurd ist, weil allein man sagen könnte, okay, je nachdem, was deine Eltern dir als Essen mitgeben, ja, oder als Essen gemacht haben, als kleines Kind oder was, hat ja auch schon ein Impact auf deine Entwicklung. Und ganz zu schweigen, und das ist der nächste Punkt, was ist mit der Genetik? So, wenn man davon ausgeht, dass jeder Mensch ein Individuum ist, rein genetisch betrachtet, gibt es ja keine Gleichheit. So, das heißt, selbst wenn du eine irgendwie geartete Erbschaftssteuer und all diese finanziellen, diese monetären Mittel unterbindest, diese Vererbung dort, dann hast du immer noch eine Vererbung und dann hast du immer noch Leute, die zuweilen eventuell Basketballer werden, weil sie eben 2,20 Meter groß sind und jemand anders ist das eben nicht, weil er nur 1,50 Meter groß ist. Ja, ja, scheiße. So, aber ein Basketballer wirst du nicht, also wird er auch nicht das Gehalt vom Basketballer bekommen und du wirst erneut Klassen haben, weil Menschen einfach unterschiedlich sind und unterschiedliche Anforderungen, unterschiedlich viel verdienen, je nachdem. Und wie will er das lösen? Und das sind immer die geilen Punkte, wo er zum Beispiel drauf eingeht, weil und da schließt sich dann der Kreis, da werden dann nämlich die Sozialisten wieder zu den übelsten Rassisten, weil sie dann nämlich ankommen müssen und wirklich sagen müssen, na, guck mal, du bist größer als ich, das ist ein Vorteil für dich, ich säg dir jetzt die Beine ab, damit wir auf einem Niveau miteinander reden, ja? Weil irgendwie bist du nicht, also, ne, du bist irgendwie gleicher als ich oder andersrum. So ein Schwachsinn, überall dieser Schwachsinn. Ich möchte noch zu dem, mit dem Herrn, mit Trump und so weiter und den Reichen und dem Vererben hinzufügen, dass ja der Vorteil, der dadurch gebracht wird, dass das Geld eben nicht verkonsumiert wird direkt, ja, also sie halten eben den Konsum zurück, um den eben, damit eben, ja, mehr in Kapitalgütern ist, ja, sodass mehr produziert werden kann, sodass auch insgesamt nicht nur für die Reichen, sondern eben auch für die Armen mehr Wohlstand da ist und auch, ja, jeder mehr Essen hat und so weiter, aber sowas versteht natürlich ein Herr Camper nicht, aber weil, ja, er ist ein Sozialist. Und Erbschaftsgeschichten und Führergeschichten und so weiter, die sind halt bei diesen rechten Gruppen tragend und nicht Demokratie. Ja, es ist meiner Meinung nach auch sehr viel selbstverständlich dieser Naturglaube, dieses Esoterische, auch was du gerade gesagt hast, der Führer, der erwächst aus der Erde, hat natürlich auch dieses, okay, der Führer ist Teil der Natur, ich sag mal, Trope in generell, das sind ja Narrative, das sind ja diese Geschichten, die Rechtsextreme erzählen, jetzt lassen sich ja lesen, teilweise wie Herr der Ringe oder so. Witzigerweise habe ich letztens noch mal die Geschichte von Tolkien und seinen politischen Ansichten nachgeschaut und der hat sich selber als Anarcho-Monarchist bezeichnet, was vielleicht zu der Zeit Tolkien absolut based, übertriebener Staatsfeind, macht ihn nur noch großartiger in meinen Augen. Also da gibt es nichts dran zu rütteln, nur dass der radikale Demokrat leider das Tolkien'sche Machwerk nicht verstanden hat, weil er tatsächlich glaubt, dass das nur ein Fantasy-Roman ist, der irgendwelche Narrative transportieren soll. Das ist natürlich absoluter Nonsens. Aber Tolkien, die Person, lohnt sich für jeden Libertären, sich damit mal zu befassen, in meinen Augen. Also dicke Empfehlung. Da gibt es übrigens einen sehr guten Brief, ja, wo er im Endeffekt sagt, dass jeder, der
praktisch gut vom Staat spricht, dass der eingesperrt gehört und nach einer gewissen Zeit, wenn er nicht gesagt hat, dass er Bullshit gelabert hat, dann wird er geköpft. Also ab, so, ab in die Irrenanstalt für Etatisten. So weit würde ich tatsächlich auch nicht gehen, aber... Nee, das regelt der Markt, aber das zeigt halt, dass Tolkien, man muss ja auch immer sagen, zu welcher Zeit er solche Aussagen getätigt hat. Also das ist schon absolut bemerkenswert, was das für ein Freigeist am Ende war. Ja, also von Tolkien lernen heißt siegen lernen in meinen Augen. Sehr basiertes Individuum. Anarcho-Kapitalist war. Und er dachte auch eben, dass einfach von Natur aus müsste die Gesellschaft auf eine bestimmte Art und Weise sein. Aber da kommt halt eben die dunkle Macht von außen, Sauron in seiner Geschichte, und die stört das Ganze. Und dementsprechend sind wir dann auch ganz gar nicht mal so weit entfernt von Verschwörungsdenken. Das meine ich. Das meine ich halt, dass er das Tolkien'sche Werk halt nicht verstanden hat. Also wenn wir jetzt mal uns Herr der Ringe konkret angucken, dann ist es eben nicht so, dass da die Gesellschaft auf eine bestimmte Art und Weise organisiert ist, sondern du hast ja diese die Hobbits und die Elben und die Menschen und so weiter, und jeder hat da seinen Bereich und kann da tun und lassen, was er möchte. Und die haben in der Geschichte haben die keine wirklichen Berührungspunkte. Erst als diese umstürzlerische, zentralistische Macht aus Mordor eben kommt in die Welt von den Elben, Zwergen und so weiter. Erst dann schließen die sich sehr, sehr, sehr widerwillig zusammen, um ihre freiwillig gewählte Art und Weise, wie sie leben, eben zu bewahren. Also das ist mitnichten irgendwie so eine naturesoterische Führergeschichte, die da erzählt wird, sondern im Gegenteil, eigentlich ist es eine emanzipatorische Geschichte. Und das hat er halt null verstanden. Wir haben beide eigentlich überhaupt nichts verstanden. Also ich meine, ja, sie labern halt, aber wirklich was verstanden haben sie leider überhaupt nicht, außer eben ihrem marxistischen Unsinn, ja. Also was die Anarcho-Kapitalisten auch antreibt, sehr häufig. Auch Hans-Hermann Hoppe hat an eine natürliche Ordnung geglaubt, ja. Und in dieser Also erstmal lebt Hans-Hermann Hoppe natürlich noch. Also kann man nicht davon sprechen, dass er mal daran geglaubt hat, sondern er tut das auch jetzt noch. Erstens und zweitens ist es natürlich, also mit der natürlichen Ordnung meint Hans-Hermann Hoppe im Endeffekt ja den Anarchokapitalismus selbst. Also er benutzt das im Endeffekt synonym, dass dann Leute eben zu natürlichen Autoritäten hingehen, und diese natürlichen Autoritäten sind einfach Menschen, die Leute eben einfach anerkennen, weil sie eben irgendwas wissen. Also nicht wie der Andreas Kemper, der irgendwas studiert hat und bei irgendwas Magister geworden ist, nach 50 Jahren oder so, sondern eben jemand, der wirklich was kann. Und zum Beispiel, wenn es jetzt um Gerichte oder sowas geht, dass diese Menschen dann sehr gut auch gerechte Urteile fällen und so weiter, und man deswegen zu diesen Menschen geht, damit die Entscheidungen treffen können, weil die eben gerechte Entscheidungen fällen und nicht, weil die nur demokratisch gewählt wurden. Da existieren nun mal Eliten, die sind von Natur aus einfach elitär und besser als alle anderen, und an die hält man sich dann auch einfach. Und also ich meine, dass es halt Leute gibt, die besser als andere sind, das ist halt nun mal ja Fakt einfach. Ja, also zumindest im Mindesten, wenn man jetzt sagt, dass sie in einem bestimmten Bereich besser sind. Ja. Im gibt Prinzip ist das nichts anderes als zu sagen, guck mal, Wissenschaftler sind eine dieser Eliten. Man sagt, guck mal, da ist jemand, der ist Experte auf diesem Fachgebiet, ja, der kann das auch schlüssig darlegen, dass er dort eine Ahnung hat, ne? Und dann hörst du auf den, weil der eine dieser natürlichen Hierarchien ist. Ja, oh mein Gott, und haben wir diese auch derzeit? Ja, haben wir auch. Aber hier versucht man wieder diese Ummünzung auf diese natürliche Elite also das zumindest schwingt bei mir damit, weil das der Kontext ist, in dem es ja hier steht, immer von diesem Übermenschen-Aria-Führerkult-Scheiß. Und genau das gibt es halt bei Herr der Ringe eben nicht, ne? Also um da nochmal kurz drauf zu kommen, die Eliten in Herr der Ringe, das heißt die Könige, die Fürsten, die Machthaber, die versagen systematisch bei der Lösungsfindung für die Krise. Das sind eben nicht die Erretter, im Gegenteil, sondern das sind die diese Rettung fast verhindern, fast den katastrophalen Niedergang herbeiführen.
und erst zum Ende der Bücher hin dann ja fast über eine Revolution, also eine Ablösung der alten Eliten, dann einen produktiven Beitrag leisten. Aber die eigentlichen Helden, das sind relativ kleine Charaktere am Ende. Also jetzt mal gemessen an der gesellschaftlichen Struktur, die Tolkien da aufzieht. Also auch wieder nichts verstanden an der Stelle. Ich glaube, er hat das nicht gelesen. Also der hat da, glaube ich, irgendwie so ein Malbuch von irgendwie mal durchgeblättert, aber ich glaube nicht, dass er es wirklich gelesen hat. Also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass er es schon gelesen hat, aber einfach nicht verstanden hat. Meinst du, der hat einfach auf die Buchstaben gestarrt? Ja, okay. Es ist, glaube ich, so ein Phänomen, dass so Sozialisten sich praktisch so ein Buch angucken können und dann eben schon mit der ihren eigenen Vorurteilen da praktisch schon reinkommen und dann versuchen eben diese Vorurteile ja irgendwie da rein zu hämmern, egal ob die da reinpassen oder nicht. Und dass sie dann eben ihre Meinung nicht ändern, obwohl sie halt einfach, ja, ihre Vorurteile einfach falsch sind. Bei dem guten Plan, den sie haben. Ja. Und das, so wie ich das immer verstanden habe, ist, dass Demokratie für diese Menschen einfach von Grund auf gar nicht funktionieren kann. Also Demokratie ist eh immer verlogen und dementsprechend soll man das Ganze dem freien Markt überlassen. Dass der freie Markt selber auch autoritär und hierarchisch und so weiter ist und diktatorisch, interessiert die Leute gar nicht, weil es ist halt eben, dann ist es ja, halt eben freie einfach so. Der freie Markt ist per Definition nicht diktatorisch und auch nicht autoritär. Im Gegenteil, wenn auf freiwilliger Basis Wert gegen Wert getauscht wird, gibt es keine Hierarchie. Das ist absoluter Nonsens. Das konnte er auch bis jetzt kein einziges Mal schlüssig darlegen, was er damit überhaupt meint. Absoluter Kokolores. Also wirklich, das ist schon, das sagt er immer wieder, Er wird auch auf Twitter immer wieder darauf hingewiesen, dass das ein Widerspruch ist und dass er das auch mal darlegen soll, und er schafft es einfach nicht. Das sind einfach so Talking Points, die er sich irgendwie aufgeschrieben hat auf seine Handfläche, und die werden immer und immer wieder von ihm wiederholt. Und der Beste wird sich da schon durchsetzen. Also diese verschiedenen Narrative, die sind manchmal ein bisschen, ich sag mal, durcheinander, aber am Ende habe ich das Gefühl, dieser Kern ist eben, auf der einen Seite gibt es eben so eine gottähnliche, naturgemachte Ordnung dahin wollen diese Leute zurück. Romantisieren ja auch ganz oft eine Vergangenheit, behaupten dann zum Beispiel in den USA, da gab es früher einen freien Markt, das war früher die glorreiche Zeit, und jeder, der sich ein bisschen mit den USA befasst, stellt sehr schnell fest, okay, es gab früher Sklaverei, die war nicht so natürlich gegeben, die wurde sehr krass rigoros durchgesetzt mit sehr viel Gewalt, es gab den Staat, der die Wirtschaft sehr stark angetrieben hat, damit sie auch zu dem wurde, zu dem sie heute ist. Sklaverei war immer ein staatliches Phänomen. Die Sklaverei war immer ein staatliches Phänomen, weil Sklaverei ökonomisch gesehen eigentlich Nonsens ist. Das ist immer ein etatistisches Phänomen gewesen. Das hat nichts mit freien Märkten zu tun, überhaupt nichts. Das ist Quatsch. Also ich meine auch zum Beispiel IG Farben, die ja in der Nazi-Zeit sehr groß geworden sind. Die waren ja auch ursprünglich mal sehr, die haben ja eben auch mit dem den KZs Arbeitssklaven und so gehabt. Und da kam eben auch raus, dass die sehr ineffektiv gearbeitet haben. Also 50 bis 80% weniger effektiv oder produktiv, als sie anderweitig gewesen wären. Also ich meine, es macht halt keinen Sinn, wenn du eben wenn du dir einen Sklaven kaufst, es macht im Allgemeinen keinen Sinn, dir einen Sklaven zu kaufen, weil das einfach auch viel zu teuer ist eigentlich. Nur weil es eben in den USA und so weiter eben Gesetze gab, dass eben, wenn ein ehemaliger Sklave eingefangen wurde, dass der dann eben zum seinem Besitzer zurückkehren muss. Nur weil es diese Gesetze gab, konnte man sich das überhaupt leisten, oder hat es irgendwie Sinn gemacht. Gab natürlich auch noch andere Gesetze. Ich finde das einfach krass, weil das einfach diese ganze Geschichte der Sklaverei halt einfach völlig simplifiziert und auch bagatellisiert in meinen Augen, weil es einfach, also so war es nicht, so war es schlicht und ergreifend nicht. Das ist eine geschichtliche Lüge in meinen Augen, die er hier auftischt. Die Sklaven, zum Beispiel in den USA, die Sklaverei, die hat ja dazu geführt, dass der Süden bis heute, also der sklavenhaltende Süden bis heute ökonomisch absolut unterentwickelt ist, weil es halt einfach wirtschaftlich gesehen ein Totalausfall ist, der
der Sohn der freien Wirtschaft nicht passieren könnte, zumal er ja auch den Libertären vorwirft, sie würden hier auf das Naturrecht immer pochen und auf das Naturrecht zeigen. Da muss man auch kurz sagen, das, was er hier als Naturrecht bezeichnet, das ist nicht das Naturrecht. Das Naturrecht ist ein bisschen komplizierter. Im Wesentlichen sagt es ja aus, dass sich eine Rechtsordnung aus der Natur der Menschen ergibt und dass Gesetze nicht gemacht, sondern gefunden werden, weil das eben die Regeln sind, die notwendig sind, um nach der Natur der Menschen eine friedliche Koexistenz zu ermöglichen. Und dass es halt Menschenrechte gibt, die der Mensch nicht hat, weil sie ihm von irgendwem gegeben wurden, sondern die der Mensch hat, weil er ein Mensch ist. Und im Naturrecht gibt es keine Sklaverei. Darauf möchte ich eigentlich hinaus. Im Naturrecht gibt es keine Sklaverei, weil das Selbsteigentum, was jeder Mensch durch das eigene Menschsein hat, nicht veräußerlich ist. Übrigens auch seine Behauptung über, ja, dass der Staat notwendig war, oder dass es so wichtig war, dass der Staat eben den Markt praktisch getrieben hat, das stimmt zum Beispiel auch nicht. Also es ist eine vollkommen antihistorische Behauptung. Ich meine, der Staat hat auch ab und zu mal eingegriffen, das ist klar, macht ja jeder Staat. Aber vor allem am Anfang, zu Beginn der USA, war der Staat relativ wenig Macht. Neben auch praktisch vor 1776, also vor der Declaration of Independence, hatten war das ja deutlich anders aufgebaut und so weiter. Und da hatten die auch deutlich sehr wenig Macht und es ging den Leuten praktisch gut, ja. Also weil die Leute sind ja freiwillig dahin gegangen. Also sie sind aus Europa raus und freiwillig in die USA hin. Das bedeutet, da war irgendwas besser. Und was besser war, war eben, dass sie Freiheit hatten, ja, dass es ihnen da, den Menschen da gut geht, dass sie was zu fressen hatten. Und ich meine, es ist halt die Behauptung, dass der Staat notwendig war, dass in den USA irgendwie Wirtschaftswachstum oder sowas gekommen ist, ist einfach falsch. Also es ist auch eine Hennerei-Problematik. Ne? Also der Staat, der braucht Staatsfinanzierung und die Staatsfinanzierung wird auf den Märkten erwirtschaftet. Das heißt, erst muss der Markt da sein, bevor man einen Staat finanzieren kann. Ein Staat, der keine Finanzierungsquelle hat, kann nicht existieren. Also von daher ist, was hier wem vorausgegangen ist, klar zu beantworten. Und vielleicht nochmal in Ergänzung zu deinem Punkt. Die Menschen sind ja vor allen Dingen die ersten Siedler in den USA, sind ja vor der staatlichen Verfolgung im alten Europa geflohen. Also das waren ja Staatsflüchtlinge. Und daher kommt auch jetzt dieses Selbstverständnis der Amerikaner zustande. Sie sind vor autoritären Staaten geflohen in die USA und haben sich da ein Leben aufgebaut. Und das hat man unter anderem durch diese Gadsden Flag bis heute tradiert. Und verstehen deutsche Linke nicht. Es gab unfassbare Ungleichheit, es gab die Gilded Age, die Menschen haben 16 Stunden am Tag gearbeitet, 7 Tage die Woche, gut ging es denen da nicht. Aber es das gab war halt immer diese Glorie. Das war in Deutschland übrigens genauso, exakt so, also dass heute nur noch 40 Stunden die Woche gearbeitet werden muss oder noch weniger, und zwar nur 5 Tage die Woche, nicht 7 Tage die Woche. Das ist ein Ergebnis des Kapitalismus. Das ist ein Ergebnis der Effizienzsteigerung, der Produktivitätssteigerung der kapitalistischen Wirtschaftsweise. Es gab, ich glaube, mein Urgroßvater, der hat noch 7 Tage die Woche und dann insgesamt 50 Stunden die Woche gearbeitet. So, das ist, trotz Staat. Ja, also trotz Staat. Der Staat hat damit nichts zu tun. Das ist ein Ergebnis technologischer Entwicklungen, die der Kapitalismus ermöglicht hat und nichts anderes. Also der redet. Also wirklich, der soll einfach mal ein Geschichtsbuch aufschlagen. 4. Klasse von mir aus. In einem Geschichtsbuch für die 4. Klasse wird es besser erklärt. Ja, ich meine, ja. Also er will im Endeffekt seine sozialistische Kackscheiße rüberbringen und nicht wirklich seine die Zuhörer informieren, leider. Müssen dann ja eben wir übernehmen. Marktradikale im Dienste der Gemeinschaft. Ja. Altruismus. Was würde Ayn Rand dazu sagen? Reiche, uralte. Natürlich weiß ich, dass das Roman von Ayn Rand ist.
Zeit, zu der man zurück muss. Und da gab es einen freien Markt. Und wir bewegen uns immer mehr in eine Richtung, wo wir immer zentralistischer werden, immer kollektivistischer. Der Staat wird immer totalitärer. Ja, es gibt ja, wenn man zurückgeht, gab es ja nicht nur die Sklaverei, sondern es gab ja auch die ganzen Morde halt an der indigenen Bevölkerung. Ne? Ursprünglich gab es eben da die Irokesen, die der Staat begangen hat. Die Indianerkriege hat der Staat geführt. Die Reservate hat der Staat eingeführt. Die Indianergesetze hat der Staat sich ausgedacht. Die freie Beziehung zwischen den Siedlern und den Indianern war ursprünglich eine Handelsbeziehung. Und das hat der Staat korrumpiert. Und nichts anderes ist da passiert. Das kann man sich. Es hatte also die Auseinandersetzung mit den Indianern waren nicht das Ergebnis von einem schwachen Staat, sondern das Ergebnis von einem erstarkenden Staat. Das war, kann man unter anderem auch sehen, dass die Schlachten zwischen eben den Siedlern und den Indianern vor allem in der Zeit des Bürgerkriegs und eben danach sehr stark angestiegen sind, weil es dann eben eine stehende Armee gab, die dann eben immer auf der Seite der Siedler stand. Und dann konnten sie sich das auch im ökonomischen Sinne eben praktisch ja leisten, dass sie eben Schlachten führen, weil sie praktisch die Kosten dafür, den Indianern eins überzuziehen, praktisch sozialisiert hatten. Also der Staat hat das demokratisch dann für sie entschieden und deswegen die Gewinne hatten sie praktisch privat, also hatten sie für sich selber. Und da sieht man wieder, dass der Staat das Problem ist und nicht die Lösung. Er hat das Problem geschaffen. Ja, er hat die Bürger korrumpiert am Ende. Die Bürger hatten plötzlich einen starken ökonomischen Anreiz, sogar Konflikte aktiv zu schüren mit den Indianern, weil sie wussten, dass dann die staatliche Armee daherkommt, die Indianer massakriert und das Land der Indianer dann den Bürgern anheimfällt. Also wirklich, das ist kein Marktprozess. Das ist kein Marktprozess, eine Ethnie auszulöschen und sich das Land anzueignen. Sagt, die Demokratie, die Idee der Demokratie, die wurde sehr stark auch von Irokesen übernommen. Ne? Als damals in New York die ersten Siedler waren, da wurde halt der Gedanke der Demokratie auch von dort mit übernommen. Das war halt ursprünglich so. Ne? Ursprünglich war da nicht der freie Markt. Nee, das war nicht halt ursprünglich. Die Siedler in den USA waren klassisch humanistisch ausgebildet aus Europa und haben den Demokratiegedanken aus der europäischen Tradition angenommen. Die haben die Indianer als Wilde angesehen. Zivilisatorisch jetzt gesprochen, gehandelt hat man mit denen gerne, aber die wurden als Wilde angesehen und von denen hat man garantiert nichts Politisches übernommen. Die Natives, die konnten mit Eigentum oder diesen nicht viel anfangen. Eigentum ist ja wirklich nicht juristisch. Das stimmt übrigens auch nicht. Also die hatten schon ein Konzept von Eigentum, nicht unbedingt in jedem Stand, so wie wir das jetzt so wie wir das jetzt haben, sondern eben auch unter den Stämmen, ja. Also dieser Bereich ist mein Jagdbereich. Ja, sowas gab es schon. Also ich meine, allein schon die Aussage ist falsch. So wie eigentlich die meisten Aussagen in diesem Video. Kategorie, also es gibt einen Staat, der ähnlich wie YouTube das macht, also bei YouTube kannst du einen YouTube-Account haben, der Staat, der richtet dir die Möglichkeit ein, Eigentum zu besitzen, aber das verträgt sich nicht so gut mit der Idee, dass der Staat uns ja auch alle enteignen möchte. Also ich meine, das ist auch absoluter Blödsinn, der Staat gibt dir kein Eigentum, das Eigentum geht dem Staat voraus. Das ist ein Apfelbaum, den ich pflanze, das ist mein Eigentum, da brauche ich keinen Staat für, der mir das garantiert. Das ist, also wirklich, die Menschen, die hatten Eigentum, bevor es Staaten gibt und die hatten auch in Abwesenheit von Staaten Eigentum. Also die, weiß ich nicht, wie viel tausend Jahre Irland, wo Irland staatenlos war historisch, da hatten die Menschen auch Privateigentum. Und da gab es keinen Staat, der ihnen das zugesprochen oder abgesprochen hat. Und by the way, ist Libertarismus im Kern auch eine Legalphilosophie. Ja? Also es ist eine Legalphilosophie mit dem NAP und so weiter. Es geht um Rechte, also um das Recht, um das NAP praktisch, ja, also um Rechte, um eine Legalphilosophie. Und da zu sagen, ja, das ist ja eine juristische Kategorie, also ich meine, aktuell hat der Staat das Recht für sich monopolisiert, aber das muss er eben nicht. Und ich meine, das kann man zum Beispiel auch alleine, wenn man sich Wikipedia die Seite Recht durchliest, kann man wissen, dass das einfach, ja, nicht der Staat machen muss, sondern eben etwas anderes ist. So, ne, auf der einen Seite, also irgendwie macht der Staat ja beides und dementsprechend sagt man dann, nee, der Staat und Eigentum stehen sich fundamental gegenüber, Eigentum existiert auch so in der Natur. Noch wichtig halt auch bei diesen ganzen Naturalisierungen ist auch ein zentrales
strategisches Manöver, was die Rechten gemeinsam auch als Klammer auch haben, das, was in den sogenannten Campus Wars in den 90er Jahren oder Ende der 80er Jahre in den Vereinigten Staaten entstanden ist. Und zwar ist das der Begriff der Political Correctness. Das war ursprünglich mal ein linker Begriff, der wurde dann aber später innerhalb kürzester Zeit von den Rechten übernommen und dann halt neu geframed. Und beim Begriff Political Correctness hört man ja eigentlich raus, okay, die Linken, ja, die wollen halt korrigieren. Ja, die wollen, und da gibt es dann eben auch diese Bilder halt von mit Umerziehung und so weiter. Da hängt da ganz viel dran, aber der zentrale Begriff ist Political Correctness. Und das ist ein Trick, ja, weil die Rechten sind ja diejenigen, die halt korrigieren wollen. Ja, die Linken sagen ja eher, die Umerziehungslager der Sozialisten waren ein rechter Trick, ganz sicher, Herr Kemper, so wird es gewesen sein. Also wir haben hier unironisch einen Vertreter von einer Ideologie, die, wenn man sie nicht, wenn man ihnen nicht Einhalt gebietet, Umerziehungslager baut, wo Menschen mit Gewalt auf Parteilinie gebracht werden, der unterstellt jetzt, dass Menschen, die gegen diese Umerziehung sind, in Wirklichkeit für Umerziehung sind. Das muss man sich mal vorstellen. Wie sie sind und es wird schon alles irgendwie und die Rechten wollen korrigieren. Entweder halt mit der Bibel, mit Beichte und was weiß ich oder die Völkischen halt, die Faschos wollen natürlich auch korrigieren ohne Ende. Und bei den kapitalistisch Orientierten ist es dann das Geld, das dann halt korrigieren soll. Ne? Das, die Geld immer in die Korrekturfunktion. Also ich meine, das ist irgendwie eine sehr seltsame Einordnung, würde ich behaupten. Also ich meine, Geld mit Korrekturfunktion ist, also ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also es ist halt einfach. Geld hat keine gesellschaftspolitische Korrekturfunktion. Die einzige Aufgabe von Geld ist Ressourcenallokation in einer Volkswirtschaft oder in einer Wirtschaft. Das ist die zentrale Funktion von Geld. Zu entscheiden, für was werden Ressourcen und Produktionsmittel eingesetzt. Und das ist nicht das Gleiche wie Umerziehungslager bauen oder Gendervorschriften zu erlassen oder Leute zu canceln, weil sie falsche Wörter benutzen, die politisch nicht mehr erwünscht sind. Das ist was anderes. Das wirft ihr hier ziemlich geschickt durcheinander, sodass es bei dem verständlicherweise leicht desinteressiert gelangweilten Zuhörer durchrutscht. Aber das ist ein ziemlich ekelhafter rhetorischer Move, den er hier abzieht. Und wesentlich beim Begriff Political Correctness ist aber das, der Begriff Political. Ja, die wollen halt nicht, die sind nicht gegen Correctness, sondern die sind gegen Political Correctness. Und anstelle der Political Correctness setzen die eben diese biologische Korrektheit. Ne? Die sagen, von Natur aus ist es so und so. Und wie die Natur ist, das sagt dann eben der Führer. Das sagt der Unternehmensführer, das sagt dann der religiöse Führer. Von Natur aus hat der Mensch Selbsteigentum. Von Natur aus hat er Meinungsfreiheit, Vertragsfreiheit, Handlungsfreiheit. Das sind alles naturrechtliche Begriffe, die der Mensch von seiner Natur aus hat. Und ich brauche keinen Kemper und auch nicht die politischen Spießgesinnten von Herrn Kemper, die mir diese Rechte zugestehen, weil dann könnten sie mir diese Rechte auch wegnehmen. Wer etwas gibt, der kann das auch wieder wegnehmen. Und das ist das, worauf die eigentlich aus sind. Die wollen das Naturrecht dahingehend zurückdrängen, dass nur noch Rechte sind, die gegeben werden von einem Staat, von einer Behörde, von einem Kollektiv. Und die haben natürlich auch die Möglichkeit, diese Rechte wieder zu entziehen. Das ist genau das, was die Nazis gemacht haben. Und dagegen wehrt sich der Libertarismus und eigentlich auch das ist Naturrecht als Legalphilosophie. Oder das sagt dann eben der völkische Führer. Das, und dann, das ist halt dieses zentrale Motiv, diese zentrale Strategie, mit der Political Correctness halt gegen Linke vorzugehen, wo dann alle hören, Correctness, die wollen mich korrigieren, oh, Hilfe, so, ne? Aber in Wirklichkeit geht es darum, Politik abzuschaffen. Beziehungsweise Politik wird ja nicht abgeschafft, sondern Politik im Sinne von Demokratie, dass alle mitreden können. Dass auch, Politik abschaffen wäre ziemlich based. Ja, und ich meine auch das mit diesem Politik abschaffen im Sinne von Demokratie, dass jeder mitreden kann. Also ich meine, es kann auch im Anarchokapitalismus noch jeder mitreden, aber halt es geht, du kannst halt nicht mehr mitreden, wenn es darum geht, meine Rechte zu verletzen. Ja, also ich meine, fünf Leute schlagen ein zusammen, demokratisch ist es einwandfrei, aber halt eben nicht im libertären Sinne oder im Sinne eines Menschen, der ein anständiges Menschenbild hat. Aber beim Sozialisten geht das natürlich. Minderheiten mit Spracherecht haben, dass Frauen mit Spracherecht haben, dass People of Color mit Spracherecht haben. Darum geht es, um dieses Mitspracherecht. Und anstelle dieses Mitspracherechts wird dann eben dieses Naturrecht gesetzt. Statt Menschenrecht, Naturrecht. Ja,
Genau, das Naturrecht, das soll einfach. Die also, wollen das Mitspracherecht von Minderheiten bei Sozialisten. Das ist jetzt großes Thema im Moment im Neomarxismus. Dieses Mitspracherecht von People of Color, von anderen irgendwie auch, wie auch immer definierten Minderheiten, nach arbiträren Merkmalen definierten Minderheiten, haben die nur, solange sie diese Minderheiten, Gruppen, wie auch immer, vor ihren politischen Karren spannen können. Das hört sofort auf, wenn die sich politisch emanzipieren und eigene Gedanken haben. Und dann wirst du niemanden sehen, der so einen rassistischen Furor aufbringen kann wie die Neomarxisten. Also ich meine, das hat man, oder sowas in der Art hat man auch gesehen bei den Krankenschwestern oder, ich weiß nicht, Krankenhausfachangestellten, weiß ich nicht, wie er wollte, dass ich die bezeichne. Er will mich ja nicht umerziehen. Ja, die kranken Brudis, Digga. Ja, nicht, da war, ja, das sind die Guten, hier die erste Linie und so weiter, wichtig und richtig, was die machen. Und dann kam die Impfung, ja. Und dann hat der, zum Beispiel der Lauterbach, war ein Protest von eben diesen Krankenhausfachangestellten, die dann gegen ihn protestiert haben. Und er hat gesagt, ja, ihre Arbeit war nichts wert. Nicht, also das war dann plötzlich egal, was die gemacht haben. Also es geht ihnen nur darum, ihre eigene Macht auszuweiten und um nichts anderes. Wenn sie eben ja, also ganz prägnant auf den Punkt gebracht hat es auch Joe Biden im Wahlkampf, im letzten US-Wahlkampf, wo er sinngemäß gesagt hat an seine potenziellen schwarzen Wähler gerichtet, wenn ihr schwarz seid und nicht für mich stimmt, dann seid ihr nicht wirklich schwarz. Und damit ist alles gesagt. Also die Sklavenhaltermentalität haben die Democrats nie abgelegt. Es braucht kein Justizsystem zum Beispiel mehr, sondern das Naturrecht wird immer dafür sorgen, dass du deine gerechte Strafe erhältst. Das ist nicht, was das Naturrecht macht. Ja, ne? Das Naturrecht sagt halt praktisch, du hast dieses Recht. Aber das ist nicht der Durchsetzungsmechanismus selbst. Also es ja. Geisteskrank. Das ist eine Legalphilosophie. Das ist was völlig, also er glaubt halt wirklich, dass Naturrecht irgendwas mit irgendwelchen Naturgeistern zu tun hat. Ja, irgendwie mit Schicksal oder sowas. Also der hat das ganze Begriff, der hat es noch nicht mal geschafft, die ersten drei Zeilen im Wikipedia-Artikel zum Naturrecht zu lesen. Er hat das nicht kapiert, was Naturrecht ist und benutzt das Wort so, als würde er wissen, was es bedeutet. Also meine Theorie ist natürlich wieder, dass er den Wikipedia-Artikel schon durchgelesen hat, aber halt einfach mit dieser Linse drüber. Du kannst bei ihm nicht axiomatisch voraussetzen, dass er lesen kann. Naja, okay, ich meine, er ist auf Twitter unterwegs. Und einen Chat hat er auch, auf den er manchmal reagiert. Ja, sein Handy hat aber auch eine Vorlesefunktion. Hm. Ja, aber okay, kann man nicht wissen. Es ist eben auch ein häufiges Narrativ eben in dieser ganzen Idee dieser natürlichen Ordnung, dass sozusagen, sobald irgendwie die dunkle Macht auftaucht, dass sich dann immer auch eine Gegenseite dagegen erhebt. Das kennen wir auch aus Star Wars. Also ich meine, das stimmt halt nicht, ne? Also. Und dass das unbedingt so sein muss. Also ich meine, es ist klar, dass es nicht unbedingt sein muss, dass es nicht so ist. Aber dass das unbedingt so sein muss, das hat, glaube ich, niemand gesagt. Kannst du mal 10 Sekunden gesagt? Also, und in Star Wars ist es halt auch so, dass es die Demokratie ist, die zu einem Faschostaat degeneriert und freiheitssuchende Menschen dann gegen den Staat rebellieren. Also wie kann man Star Wars so falsch verstehen? Das Geilste ist ja sogar, in der Star Wars-Referenz sollte man als Demokrat vorsichtig sein. Einerseits wegen dem, was du sagst, und zweitens wegen natürlich auch dem Ganzen, was noch mehr dahinter steckt. Also wenn man nicht nur die Filme nimmt, sondern sämtliches Zusatzmaterial, dann ist das ja unglaublich geil, wie dann ja zum Beispiel auch die andere Seite, also nicht nur die Republik, sondern auch die Separatisten aufgeheizt wurden, alle von denselben Akteuren. Also Star Wars ist im Prinzip, wenn man da Referenzen macht, dann muss man sich gefallen lassen, dass man von im Prinzip einer universellen Weltverschwörung redet, wo eine Partei im Prinzip alle Seiten gegeneinander ausspielt. Und so weiter mit guter Seite, mit der hellen Seite und der dunklen Seite. Das ist selbstverständlich, wenn dann, weiß nicht was, die jüdische Weltverschwörung die Arier unterdrückt, dann wird der Führer sozusagen als Auserwählter dann auch erscheinen, um die Deutschen dann wieder zum Sieg zu führen. Und da kommt. Ich wüsste noch nicht mal, dass es wirklich
so Nazis der Meinung sind, dass es unbedingt so sein muss, dass unbedingt der Führer kommt. Also ich hätte vermutet, dass der durchschnittliche Nazi eigentlich ja sehr glücklich darüber war praktisch, dass der gekommen ist, aber das jetzt nicht als eine Notwendigkeit gesehen hat. Also ich meine, ich bin jetzt nicht so im Nazi-Lore drin, sage ich jetzt mal, aber kommt natürlich dann auch wieder dieses, okay, da ist dieser bessere Mensch, da ist dieser höhere Mensch. Aber das war jetzt nicht an irgendwas, an die Person Hitler gekoppelt. Also die hätten auch jeden anderen Führer genommen, der die entsprechenden, in Anführungszeichen, also der das entsprechende, in Anführungszeichen, Kompetenzprofil ausfüllt. Und das Gleiche hat man ja auch in den sozialistischen Diktaturen gesehen. Also das ist jetzt nicht auf die eine Person gemünzt. Und mit der Political Correctness ist das ja interessant, weil ich habe auch mal vor Ewigkeiten diesen Begriff, recherchiert. Ne? Ich will mich da nicht mit dir vergleichen, der das ganze wissenschaftlich an der Uni macht, aber konnte dann zum Beispiel herausfinden, dass dieser Begriff in auch Anführungszeichen wissenschaftlich. Ja, wollte ich auch gerade darauf hinweisen. Das ist kein, also die Arbeit, die genügt keinen wissenschaftlichen Standards, die man so von ihm öffentlich rezipieren kann. Das ist Schmarrn. Das ist nur Tarn. Es auch beispielsweise den Stalinismus und auch Nazi-Deutschland, dass damals gab es dann eben eine politisch korrekte Wahrheit und eine faktisch korrekte Wahrheit. Und die faktisch korrekte Wahrheit, die konnte dann zum Beispiel im stalinistischen Russland so lauten, der Staat hat halt die Landwirtschaft doof geplant und dementsprechend sind ein paar tausend Menschen verhungert, weil sie nicht genug zu essen hatten. Die politisch korrekte Wahrheit war aber dagegen dann ja Trotzkis Schuld, der Erzfeind von Stalin, der kam und hat alles sabotiert. In Nazi-Deutschland ähnlich, da gab es dann die faktisch korrekte Wahrheit, die Wehrmacht... Das ist auch Geschichtsrevisionismus. Der Holodomor, ich vermute mal, dass er darauf anspricht, also das Verhungern lassen der ukrainischen Bevölkerung, lag nicht daran, dass der Staat die Landwirtschaft schlecht geplant hat, was ja auch impliziert, dass er es schafft, die gut zu planen, was er nicht tut, sondern der Holodomor war absichtlich so geplant. Da saßen Leute in Moskau, die sich überlegt haben, wir lassen jetzt mal die Ukrainer verhungern. Und dann haben die die Landwirtschaft so geplant, dass es dort zu einer großen, gigantischen Hungersnot kam, die tausenden Menschen das Leben gekostet hat. Das war der Sozialismus in Reinkultur. Das war die faktische Wahrheit. Das ist nicht irgendwie, dass da was schiefgelaufen ist. Also das verliert an der Front. Die politisch korrekte Wahrheit war dann euphemistischer Sprech, der dann immer durchgegangen ist, die Männer kämpfen tapfer. Das wurde dann immer damals kommuniziert und war sozusagen der Codebegriff dafür, dass die Nazis gerade am Verlieren sind. Und das wurde verändert. Also das wurde dann übertragen auf oder von den Rechten dann umgewandelt in, wenn wir nicht mehr das N-Wort benutzen oder so, sondern wir sagen dann Afrodeutsch zum Beispiel. Das ist dann Political Correctness und ein Einschnitt in die Meinungsfreiheit. Und also ich meine, vielleicht ja gerade Nazi-Kriegspropaganda mit den Kulturkämpfen und den amerikanischen. Wenn man sich beispielsweise eine Presseerklärung anschaut von einem großen privaten Konzern, dann ist der ja so durchzogen von dieser ursprünglichen Political Correctness. Da haben wir dann ganz viel verschiedene Euphemismen, die dann bestimmte Sachen ausdrücken. Konzern entschuldigt sich ja zum Beispiel auch nie. Also der drückt das immer so ganz verquer aus. Aber diese Political Correctness interessiert die Leute auch nicht. Die Anarcho-Kapitalisten. Und auch bei der Staat, der Konzern Gott. Entschuldigt sich nicht, oder das, was er als Entschuldigung versteht, ist wegen Haftungsansprüchen. Ja. Da geht es nur um Haftung. Das hat nichts mit politischer Political Correctness oder sowas zu tun. Da geht es nur um Haftungsansprüche. Die sind immer noch dabei, irgendwie diesen Führerkult aufzubauen, ne? Das Unternehmen, der Führer, der seine eigene Korrektheit besitzt oder so eine Scheiße, ne? Ja, die vergleichen hier so einen Tante-Emma-Laden oder so einen kleinen Mittelständler mit 20 Mitarbeitern mit dem nationalsozialistischen deutschen Staat. So, das ist für die irgendwie so im Wesentlichen das Gleiche. Ja. Ja. Klar. Komm an. Warum nicht? Wenn du mir einen Apfel verkaufst. Aber man kann ihn machen, ja? Ja, wenn du mir einen Apfel verkaufst, dann bist du halt Nazi. Also, sorry, kann man nichts machen. Literally Hitler, weil mir gehört auch der Apfelbaum. Oi, oi. Titus Gebel, der sehr, sehr stark ist, wenn es um Privatstädte geht. Warte, nur ganz kurz dazu. Die haben doch auch gesagt, der Führer kommt ja im Prinzip aus der Erde gewachsen. Ist der Apfelbaum jetzt der Führer dann in dem Beispiel? Yep. Wenn du einen naturrechtlichen Baumkult etablieren möchtest, dann ja.
Also sind diese ganzen Baumkuschler-Ökos eigentlich die Ultrafaschos? Oder sind das Libertäre? Die glauben ganz fest an das Naturrecht und das macht sie zu Libertären, was sie dann wiederum zu Nationalsozialisten macht. Definitiv. So funktioniert das, Leute. Jetzt habt ihr das auch verstanden. Die Zusammenhänge sind glasklar. Also wenn man sich einmal in diese radikale Demokrat-Schwurbelwelt reindenkt, dann ergibt auch plötzlich ganz viel Sinn, was er sagt. Super. Scheiße, Mann. In seinem Buch, dass innerhalb von Privatstädten wird es keinen politischen Aktivismus mehr geben. Weil alle Menschen sind so glücklich sozusagen. Schlimm. Also ich meine, hallo, das ist doch nicht schlimm. Also sorry. Also wirklich jetzt. Leute, kommt in meine Privatstadt. Hier klebt sich keiner auf die Straßen. Hier kommt zur Arbeit und das pünktlich. Ja, oder hier ist jeder happy. Wie schlimm. Also, what? Ja, also auch dieses politische Aktivismus ist nur, wenn die Leute unglücklich sind. Nee, dieser ganze politische Aktivismus speist sich nur daraus mit, ich möchte, dass du mit deinem Eigentum was anderes machst, als du machen möchtest. Weißt du, es geht dieser politische Aktivismus, da geht es immer um Zwang, den man ausüben möchte, der eigentlich nicht legitimiert ist, wo man eigentlich kein Recht so hat. Das ist politischer Aktivismus an der Stelle oder in seinem Konzept. Und natürlich gibt es das nicht bei der Privatstadt, wie Titus Gebel sie beschreibt, weil die Menschen da freiwillig sind und sie können jederzeit gehen. Es gibt keine Notwendigkeit zu politischem Aktivismus. Wasserbased ist das. Also ich meine, es ist ja auch, also wenn es dir gut geht, dann willst du ja auch nichts ändern. Also wieso solltest du? Oder ja, wenn du nicht wirklich was deutlich Besseres hast, keine bessere Option hast. Und wenn du eben in so eine Privatstadt gehst, dann hast du praktisch per Definition keine bessere Option, weil du bist ja da freiwillig hingegangen. Der zwingt dich nicht dazu, dahin zu gehen, der die Privatstadt leitet. Oder wie auch immer die organisiert ist. Also. Es wird keine Verteilungskämpfe mehr geben. Es wird kein Umweltaktivismus und so weiter mehr geben. Das sind alles Dinge, die existieren jetzt, weil wir nun mal eben den Staat haben. Und das ist halt so das Irre. Also auf der einen Seite will er die Meinungsfreiheit, auf der anderen Seite träumt er von einer Gesellschaft, in der sich keiner mehr beschweren wird. Ja, also ich meine, hallo, das ist ja gut, wenn sich keiner mehr beschwert, weil alles gut läuft. Oder weil es irgendwie nichts Unmoralisches oder sonst was passiert, so wie er jetzt. Es gibt keinen Umweltaktivismus, weil alle Sachen Privateigentum sind. Wenn du irgendwas verseuchst, dann hast du gegen den Verseucher, gegen den Verursacher einen Schadensersatzanspruch. Und deswegen ist Umweltaktivismus dann auch Nonsens. Dass es sowas wie Umweltaktivismus gibt, das ist halt tatsächlich ein staatliches Phänomen. Gleichzeitig gibt es auch keinen größeren Umweltschädling, sage ich mal, keinen größeren Umweltvernichter als den Staat. Also, dass es heute so wenig Wade zum Beispiel gibt, da gibt es einen ganz tollen Artikel, ist ein Ergebnis der sozialistischen Planwirtschaft der Sowjetunion. Die haben im Prinzip aufgrund von bürokratischer Zentralplanung die Meere von den Walen befreit. Und das jetzt so hinzustellen, als wäre es jetzt ein Problem, wenn es anders wäre, wenn es das eben nicht passiert, ist schon ein starkes Stück. Das ist schon ein starkes Stück. Und da fällt mir auch so ein gewisser See ein, der mal etwas größer war als heute. Und ein gewisser Staat, der da verantwortlich ist, nämlich die Sowjetunion. Also Umweltschutz und Sozialismus vertragen sich nicht. Oder muss gar nicht so weit gehen. Du kannst ja mal die Aufnahmen von Bitterfeld nach der Wende angucken, wo eine meterdicke Giftschlammschicht auf dem Boden lag. Oder die Elbe, die damals komplett fischfrei und tot war. Da hat nichts mehr drin gelebt. Keine Pflanze, kein Fisch, weil der Sozialismus so super toll im Umweltschutz ist. Du meinst diese super nachhaltige Planung mit dem Aralsee? Ja, die auch. Oder man könnte auch mal darüber reden, dass die einzelne Einheit Bruttoinlandsprodukt in der DDR mit einer viel, viel höheren Emission von Schadstoffen in die Luft einhergegangen ist. Sei es jetzt CO2 oder ich glaube Schwefeldioxid oder sowas, als in der kapitalistischen, in Anführungszeichen, Bundesrepublik. Also Sozialismus, also wer die Umwelt schützen möchte, der muss Antisozialist sein, schlicht und ergreifend. Ja, das hat er häufiger gesagt, ne? Es geht darum, die Politik abzuschaffen. Es geht darum, Gesellschaft als Marktgesellschaft. Ne? Das heißt, Gesellschaft ist nur noch ein Markt. Es gibt keine politischen Auseinandersetzungen mehr. Und politische Auseinandersetzungen sind ja Interessensdifferenzen. Und es geht darum, halt Interessensunterschiede halt
auszugleichen. Durch Verhandlungen, durch Abstimmungen, durch möglichst gewaltfrei. So, ne? Das, und da kommt jetzt der Begriff der Justiz. Möglichst gewaltfrei. Das ist die Relativierung. Wenn es nicht anders geht, dann ist Gewalt halt auch schon okay, seiner Meinung nach. Er hatte sich ja mal auch so massiv dagegen geziert, als von einem hier das Auto abgefackelt wurde, von einem Libertären, glaube ich, das zu verurteilen. Da konnte er ja keine klare Antwort drauf geben, weil er Gewalt im Prinzip, solange es die richtigen trifft oder aus den richtigen Motiven geführt wird, lehnt er Gewalt nicht wirklich ab. Ja, das war das Auto von Polleit. Ja, das war ein also Gewalt ist schon okay. Ja, er hat nichts gegen politische Gewalt, ne? Also er ist die richtigen trifft. Ja, die richtigen TM, ja. Und das entscheidet natürlich wieder eher, wer die richtigen sind. Ja, natürlich, ganz demokratisch mit Leuten, die ausschließlich so denken wie er. Ja, super. Begriff der Justiz angesprochen. Die wollen auch Justiz, ne? Ohne Justiz kommt man da nicht aus. Und ein ganz wichtiger Begriff bei denen, bei diesen Privatstädten, ist der Begriff der Jurisdiktion. Den habe ich jetzt auch erst neu gelernt. Jurisdiktion. Also ich meine. Das ist ein Offenbarungseid. Also wer als Soziologe den Begriff Jurisdiktion in dem Alter neu erlernt, also das ist ein intellektueller Offenbarungseid. Also entweder hat der Soziologie nicht studiert oder der hat die Vorlesung geschwänzt. Also das muss man wissen, was der Begriff Jurisdiktion sagt. Das ist fast Allgemeinbildung, also. Das wusste ich. Wie viele Vorlesungen hat man denn dann geschwänzt, wenn man seit 40 Jahren studiert? Schon. Alle. Zwei oder drei. Ja, wahrscheinlich, ne? Alle. Also, ich meine, auch als Maschinenbaustudenten, hey, da weiß ich das, ja. Also. Jurisdiktion, das ist halt ein, auf Deutsch übersetzt Gerichtsbarkeit, ne? Und es gibt halt bestimmte gesellschaftliche Strukturen, die noch nicht wirklich Staat sind, ne, die aber auch viel mehr sind als einfach nur irgendwelche politischen Gruppen. Und das sind dann der Vatikan zum Beispiel. Ne, das ist halt quasi auch eine Art von Staat und mit einer eigenen Jurisdiktion, mit einer eigenen Gerichtsbarkeit. Und diese Gerichtsbarkeit, die soll dann aber nicht mehr so laufen, wie das heute läuft. Das quasi läuft ja heute nicht gut. Ne? Das kann man ja durchaus auch kritisieren. Es gibt ja in Deutschland tatsächlich auch eine Klassenjustiz. Ne? Das ist halt, wenn du viel Geld hast, kommst du leichter durch, als wenn du wenig Geld hast. Oder wenn du aber ohne Staat, wer führt dann die Klassenjustiz ein? Ja, ich meine. Also das ist doch, also, hä? Man hat immer, wenn Staaten, also wenn das Rechtssystem monopolisiert ist und politischen Mechanismen ausgeliefert ist, dann hast du immer eine Form von Kollektiv- oder Klassenjustiz. Also entweder hast du reich in Anführungszeichen gegen arm, du hast parteipolitisch auf Linie stehende versus Dissidenten, die benachteiligt werden. Also die einzige Möglichkeit, überhaupt sowas wie Gerechtigkeit in einem Rechtssystem zu etablieren, ist eben das Privatrecht, sind private Schiedsgerichte. Das ist die einzige Möglichkeit. Ansonsten hast du da immer irgendwelche, ich sag mal, Gerechtigkeitsdefizite. Das wird man bestraft. Bei Steuerhinterziehung im Millionenbereich kriegt man wahrscheinlich eine geringere Strafe, als wenn man dreimal aneinander schwarz fährt. Ne? Dann kommt sofort Knast. So, ja, weil Steuerhinterziehung ist ja auch Notwehr ist. Ja, Steuerhinterziehung ist halt Notwehr. Wichtig und richtig, wer Steuerhinterziehung macht. Was auch absoluter Blödsinn ist, was er gerade redet. Aber zudem kommt hinzu, dass man bei Steuerhinterziehung, der Witz ist ja, dass du bei Steuerhinterziehung, ja, was auch immer er jetzt als Steuerhinterziehung alles schon ansieht oder was man darunter fassen will, hast du die Möglichkeit der Nachzahlung. Ja, wenn man darauf aufmerksam gemacht wird, ey, du hast nicht genug Steuern gezahlt, dann kannst du nachzahlen und kommst deshalb nicht in den Knast zuweilen. Wenn du dreimal hintereinander schwarz fährst, dann hast du irgendwie dreimal Nutzung bezogen oder so Dienstleistung bezogen, für die du nicht gezahlt hast. Dreimal, nachweislich dreimal. Ja, was glaubst du, was das ist? Steuerhinterziehung machst du ersten Mal in dem Fall, oder nicht? Aber egal, das ist hier wieder. Wobei man da den Case aufmachen kann, dass der Staat halt doppelt abzockt. Ne? Also wenn die ÖPNV-Infrastruktur ist komplett in staatlicher Hand, jetzt mal die Fernbusse abgesehen und so ein paar private Subcontractor vom Staat ausgenommen im Regioverkehr. Ansonsten ist das komplett kommunal oder halt bei der DB organisiert, die ja schon zu fast, also gerade der kommunale, regionale ÖPNV zu 100% steuerfinanziert ist. Dass da zusätzlich jetzt noch Fahrgebühren erhoben werden,
und man eingeknastet wird bzw. bestraft wird, wenn man die nicht bezahlt, obwohl man ja die Steuern bezahlt, aus denen das Ganze finanziert wird, das ist, könnte man schon den Case machen, dass das Nonsens ist. Aber das meint Kemper halt nicht. Wobei es ja übrigens trotzdem Leute gibt, die ernsthaft behaupten wollen, dass es wichtig oder dass die Deutsche Bahn privat ist. Also das stimmt halt nicht, ja. Sie ist zu 100% in Staatshand. Ja, 100% staatlicher Organisation. Ob da jetzt AG oder Amt hintersteht, das ist völlig egal. Der Staat schwingt da das Zepter. Da gibt es keine Marktmechanismen, weil der Steuerzahler jedes Bilanzloch zuschüttet und die ganze Infrastruktur vom Steuerzahler, ich glaube, pro Jahr mit 12 Milliarden Euro subventioniert wird. Das ist ein Staatskonzern par excellence. Der ist staatlicher übrigens, was die Quote angeht, als Gazprom. Nicht alles gut hier. Aber was die wollen, ist, dass es noch viel schlimmer wird. Dass, dass eben der Geldbeutel entscheidet. Das sagen die auch ganz deutlich. Also Demokratie heißt für die Leute dann Abstimmung mit dem Geldbeutel. Die sagen dann auch Abstimmung mit den Füßen, aber Abstimmung mit den Füßen. Also ich meine, das mit dem Abstimmung mit dem Geldbeutel ist natürlich auch ein Konzept. Da geht es ja im Endeffekt eigentlich nur darum, dass der Staat, wie entschieden wird, was produziert wird. Ja, und das wird halt eben mit dem Geldbeutel entschieden. Also ich kann zu dem einen hingehen, der mir was Gutes produziert, oder ich kann zu dem gehen, der mir was Schlechtes produziert, zu einem hohen Preis. Ja, werde ich mich natürlich für den ersten entscheiden. Und das ist Abstimmung mit dem Geldbeutel. Und das hat auch nicht unbedingt was mit Demokratie zu tun. Es ist keine Demokratie und das ist auch gut so. Man kann letztlich auch Abstimmung mit dem Geldbeutel. Und dann kommt halt wieder so ein religiöses Moment rein, oder so ein esoterisches Moment. Wer halt viel Geld hat, ne, der hat dann auch mehr Rechte. Der ist dann quasi auch. Das stimmt halt nicht. Also. Die Naturrechte gelten für alle gleich. Also, ich meine, du hast exakt die gleichen Besitzrechte, ob du 1 Euro besitzt oder 1000 Euro besitzt. Das macht keinen Unterschied. Der 1 Euro gehört dir genauso, wie dir 1000 Euro gehören. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass, wenn man jetzt Recht als. Recht auf eine bestimmte Sache, also jetzt praktisch eben auf Geld praktisch, also man hat Recht auf mehr Geld sozusagen, wenn man reich ist, aber ja. Hat mehr zu sagen letztlich, so, und das ist auch gut so. Ja, das, genau. Also ich meine, man hat auch nicht unbedingt mehr zu sagen, also man hat höchstens, also nicht in dem Sinne, in dem er das jetzt vielleicht sagen will, ja, man hat nicht mehr zu sagen eben über andere sozusagen, so wie man das jetzt hat. Man hat mehr zu sagen über sich selber und sein rechtmäßig erworbenes Eigentum. Also du hast mehr Eigentum, über das du verfügen kannst, aber du hast genauso wenig Verfügungsrechte über das Eigentum fremder Menschen wie ein Armer in Anführungszeichen auch. Also über dein Eigentum kannst du frei herrschen und es macht keinen Unterschied, ob das eine Firma, ein Auto, eine Yacht und ein Haus ist oder ob es eine Hundehütte ist. Und du hast null Recht, über das Eigentum anderer Menschen zu verfügen. Und das ist tatsächlich gerecht. Also das ist Gerechtigkeit. Aber das wollen die halt nicht, ne? Die wollen das halt nicht. Die wollen entscheiden über anderer Leute Eigentum, über anderer Leute Dinge, über anderer Leute Leben. Und deswegen haben die kein Interesse an Gerechtigkeit, sondern die haben ein Interesse an irgendwelchen herbeigeschwurbelten Mechanismen, anhand denen sie das Recht so drehen können, wie es für sie politisch passt. Also sonst wäre er nicht reich. Genau, und dann kommt wieder, wenn man dann sagt, ja, aber guck dir doch mal Erbschaften an, dann sagen die, aber Eltern haben das ja verdient. Ne? Da kommt ja noch so ein Familismus rein. Ne? Und von daher ist auch diese ganzen Libertarians, die sind überhaupt nicht individualistisch. Ne? Die sind familistisch. Im Sinne von, wenn die halt gegen Erbschaftssteuer sind, dann sind die gegen Individualismus und dann sind die für Familismus. Weil die sagen, die Familie hat sich das über Generationen erarbeitet, ne? Und das muss Vermögen, dann auch weitergehen. Vermögen wird immer, also seitdem es die Menschheit gibt, wird Vermögen transgenerational aufgebaut und nicht innerhalb einer Generation, sondern durch Kapitalakkumulation über verschiedene Generationen einer Familie, eines Stammes, einer Sippe, wie auch immer man das definieren möchte, hinweg. Und das ist das, was tatsächlich zu einer Steigerung der Lebensqualität und zu zivilisatorischem Fortschritt führt. Genau das. Und wird, also wenn tatsächlich eine hundertprozentige Erbschaftssteuer kommen würde, wenn also alles an den Staat gehen wird, wenn jemand stirbt, dann ist das der
wird es unweigerlich zu einem zivilisatorischen Niedergang führen, weil es eben nicht mehr diese transgenerationale Kapitalakkumulation gibt. Gut gesagt. Ja. Und dann kommen auch Argumentationsmuster von wegen Vererbung von Intelligenz. Ne? Damit wird das dann legitimiert. Und das ist dann, hat überhaupt nichts mehr mit Individualismus zu tun, sondern das ist dann halt familistisch. Und wenn man dann dieses Familistische halt größer denkt, dann ist man auch schon wieder beim Nationalismus, ne? Wo dann halt Ich meine, ich möchte nur noch mal ganz kurz was zu dem Erben sagen. Ne? Da geht es natürlich eben auch darum, dass man das sich selbst erarbeitet hat oder praktisch sich selbst das rechtmäßig dieses Eigentum erworben hat und dann natürlich auch das Recht hat, das weiterzugeben. Und wieder hier diese, wirklich, also ich meine, immer diese Kontaktschuld. Was anderes kann der nicht, dass er jetzt sagt, ja, wenn ich was von der Familie was halte, dann habe ich natürlich auch was von der Nation, das ist ja im Endeffekt das Gleiche. Und wenn ich die Nation so gern habe, dann bin ich ja im Endeffekt wieder Nazi. Also. Dabei haben alle nationalistischen Bewegungen, alle, also sowohl die nationalsozialistischen als auch die internationalsozialistischen Bewegungen, alles daran gesetzt, den Familienverband zu zerstören. Sowohl die Nazis haben versucht, den Familienverband zu zerstören, als auch die Sozialisten in DDR, Sowjetunion und so weiter. Weil die Familie als, wie soll ich sagen, als auf Freiwilligkeit basierendes Versorgungs- und Sicherheitsobjekt dem Staat im Kleinen Konkurrenz macht. Und das toleriert der Staat nicht. Der Staat möchte den Menschen vereinzeln und dann vereinzelt auch vernichten, im Zweifelsfall. Wenn Familienverbände dann irgendwie dann auch eine eigene Population bilden und so weiter. Das ist halt, geht ganz schnell ineinander über. Aber das Wesentliche ist da dann halt, dass es nicht darum geht bei diesen Jurisdiktionen, dass tatsächlich alle Menschen die gleichen Rechte haben, die gleichen Möglichkeiten haben, ihre Rechte durchzusetzen, sondern dass da eben das Geld entscheidend ist. So. Was? Also, es ist das halt ist eine einfach unbelegte falsch. Behauptung. Da kann man fast nicht drauf eingehen, außer zu sagen, das ist falsch, da soll sich mal informieren, weil da einfach kein Argument hintersteckt. Also das ist eine völlig unbelegte Behauptung, die man mit 30 Sekunden Nachdenken auch durchschaut eigentlich. Ja, ist eigentlich bei den meisten, was er so sagt, so, ja. Also, Junge. Ja, individuelle Freiheit existiert ja auch nur in demokratischen Verhältnissen. Also, ich meine, auch das stimmt nicht. Also. Das ist wieder so ein absoluter Mülltake von dem. Mein Gott. Postet der auf Twitter eigentlich auch so eine Scheiße? Ich bin ja bei dem blockiert. Nur. Ich bin mittlerweile auch blockiert, aber der postet nur so eine Scheiße. Ich hatte mal den Verdacht, dass das eine sehr ausgeklügelte PR-Strategie ist, dass der versucht, über so übertriebene Nonsens-Shit-Takes irgendwie Traction irgendwie zu gewinnen. Aber ich glaube mittlerweile, er meint es ernst. Also der glaubt das wirklich, was er da postet. Das ist nicht nur irgendwie ein Troll-Account, der versucht, Aufmerksamkeit zu bekommen, sondern er meint das schon ernst. Weil das Ding ist ja auch, was der auch hier sagt, ne, ja, hier Freiheit kann nur mit Demokratie. Das ist, ich meine, auf jeder Ebene ist das absoluter Müll. Was diese Leute aber, was er garantiert meint damit, und das unterstelle ich ihm jetzt, ja, wohlwollend, wobei, gut, damit nenne ich ihn wiederum doof, aber das würde ich andersrum ja auch, also was soll's, weil das viele andere auch tun, ja, das ist ja, was am häufig begegnet ist, dass Demokratie immer gleichgesetzt wird mit der dazugehörigen Staatsordnung der Demokratie und damit einhergehenden Grundrechten. Was ja auch nicht zwingend ist, ja, da gibt es auch unterschiedliche und Formulierungen und bla. Aber im Prinzip diese Äquivalenz zwischen Demokratie, Staat und Grundrechten, sodass im Prinzip demokratischer Staat deine Freiheit durch irgendwelche Grundrechte schützt. So, aber sie nennen das dann Demokratie oder was? Oder meint er das unironisch so, dass er sagt, Demokratie ist, kann, also nur Demokratie kann Freiheit haben? Weil das ist ja, dann muss er es mir jetzt entweder folgend erklären oder ihr erklärt mir das, weil, ey, sonst, keine Ahnung, raucht man hier noch ab. Du bist nur frei, wenn du in einer Demokratie lebst und dabei ist es fast unerheblich, wie die Demokratie tatsächlich ausgestaltet ist oder entscheidet. Demokratie gleich Freiheit, dass Demokratie einfach nur eine Organisationsform von staatlicher Gewalt und Herrschaftsstrukturen ist, hat er nicht verstanden.
Er hat auch nicht verstanden, dass der einzelne Wähler genau null Einfluss auf die Politik hat. Du hast genau als Individuum, als Wähler hast du keinen Einfluss auf die Regierungspolitik. Gerade in Deutschland ist das super offensichtlich. Wenn man sich mal anguckt, was die Politik alles umsetzt, wo die Punkte in keinem Wahlprogramm standen, wo es keine richtige Bundestagsdebatte drüber gab, wo es nie drüber abgestimmt wurde am Ende. Also das ist absoluter Quatsch, was er redet. Er hat einfach nicht verstanden, was Demokratie ist. So, also er nennt sich der radikale Demokrat, wahrscheinlich auch, weil er nicht verstanden hat, was Demokratie eigentlich ist. Und zwar ein schlechtes System, ein Gott, der keiner ist. Das ist eben das, was dann übersehen wird oder nicht wahrgenommen wird. Ich kann halt Menschen nicht aus, also entweder ich organisiere Menschen autoritär hierarchisch oder ich organisiere sie demokratisch oder ich habe ein Mischsystem. Also Demokratie ist hierarchisch. Kratia, die Endsilbe, heißt wortwörtlich übersetzt Herrschaft oder Gewalt. Es geht um Herrschaft, immer. Und es ist völlig egal, ob das Volk alle 4 Jahre aus einer gesellschaftlichen Elite selektieren darf, wer sie jetzt die nächsten 4 Jahre beherrscht, oder ob das irgendwie anderweitig organisiert ist, ob es ein Diktator ist. Also am Ende macht es keinen Unterschied für dich als Individuum. Also ich glaube, wenn du in der Pinochet-Diktatur gelebt hast und wenn du ein paar Jahre in Deutschland gelebt hast, merkst du eigentlich keinen Unterschied politisch. Also ich glaube, du merkst politisch keinen Unterschied, was deine Möglichkeiten der Einflussnahme auf politische Prozesse angeht und an der Gestaltung der Gesellschaft. Das macht für dich keinen Unterschied, weil du jetzt nur vorgegaukelt bekommst, du hättest die Möglichkeit, irgendwas abzustimmen oder irgendwas zu beeinflussen. Das wird dir nur vorgegaukelt. Etatismus beenden, ja, also aus den verschiedenen, aus eigentlich diesen beiden Möglichkeiten. Da gibt es ein breites Spektrum sozusagen zwischen den Polen. Entweder wir stimmen alles gemeinsam ab oder wir haben einen Führer, der uns beherrscht, und dazwischen gibt es dann eben verschiedenste Möglichkeiten. Wir wählen einen Führer, wir wählen einen Vorstand. Jeder, wenn ja, oder du lässt mich verdammt noch mal in Ruhe, Alter. Also ja, lass mich einfach meinen Scheiß machen. So, lass mich einfach in Ruhe mit deinen, also der hat halt auch so ein, der hat so einen Obrigkeits- und Gewaltfetisch irgendwie, ne? Also der ist da schon so obsessiv drauf fixiert, dass es irgendwie, es muss eine Gewalt geben und die Gewalt, die muss irgendwie auch durchgesetzt werden. Und auch wenn das jemand nicht möchte und nicht machen, gilt nicht. Und also das ist schon irgendwie ein bisschen ungesund, was er da zum Teil von sich gibt. Kannst du einmal irgendwie so 10, 15 Sekunden zurückspulen? Ich will wissen, auf was, oder ihr sagt mir das kurz, auf was war sein, man wählt einen Herrscher? Ist das seine Demokratievorstellung? Das ist eine Möglichkeit, die er quasi skizziert. Also er skizziert die Möglichkeit, dass du halt einen autoritären Herrscher hast, wie auch immer der an die Macht gekommen ist. Ja. Oder du hast halt eine Basisdemokratie, das ist für ihn das andere Ende dieser Skala. Und dazwischen gibt es halt Abstufungen, wie zum Beispiel so ein Wahlkönigtum, vermute ich jetzt mal, dass er das meint. Aber wie würde er denn dann den Status quo in Deutschland jetzt einstufen? Ja, als Mischsystem. Weil alles, was die Grünen und Linken machen, ist supi. Und nee, aber alles, was der Rest macht, ist antidemokratisch. Ja, klar. Gut, aber unabhängig, also die reine Wahlform, weil wir wählen unsere Repräsentanten, aber die Repräsentanten sind nicht weisungsgebunden. Die sind rein ihrem Gewissen verpflichtet, genau. Und können prinzipiell tun und lassen, was sie wollen. Ne? Hier mit, wie auch Herbock, ja, mit ihrem, ja, der deutsche Wähler ist mir da, was er mit gesagt hat, ne? Das ist mir egal. Und hier ihr, ich werde die Ukraine weiter unterstützen. Ne? Was auch immer mit dem Zitat dann los war. Ne? Aber sozusagen diese Sache, dass sie dort die Wähler hinten anstellt, ist ja völlig legal. So, das ist, sie ist ihrem Gewissen verpflichtet. Und ja. Was ist denn das dann? Also kann er da noch für sich von der Demokratie reden, oder ist das schon was anderes? Weil mit der Demokratie, also der Umsetzung des Willen des Volkes oder dieser Warmintelligenz oder wie auch immer, ist ja nicht. Du hast im Prinzip nur eine Person gewählt oder Personen gewählt, die dann irgendwie im Bundestag, innerhalb der Regierung, innerhalb der Ministerien, wie auch immer man den Kreis ziehen will, ihre eigenen Entscheidungen treffen, und naja, das mehr oder weniger
so tun, wie sie Bock haben, mit dem Hintergedanken wahrscheinlich, ja, gut, was muss ich tun, damit ich wiedergewählt werde? Ne? Ja, aber sie sind ja nicht auftragsgebunden oder weisungsgebunden. Für ihn ist das ein Mischsystem. Also es ist praktisch das, ja, also praktisch auf der einen Seite ist das ein Extrem und auf der anderen, also eben mit Demokratie und Basisdemokratie und so weiter. Und auf der anderen Seite ist eben halt hier der Diktator und Herrschaft und so weiter. Auch wenn das, ja, also es gibt nicht nur diese zwei Enden, die er da versucht darzustellen. Ja, also er versucht irgendwie die Debatte sozusagen einzuschränken auf praktisch, ja, du wirst hier beherrscht von irgendwem, ja, ob Pinochet oder Hitler oder sonst wem. Und auf der anderen Seite hast du Friede, Freude, Eierkuchen, Demokratie und so weiter. Aber das, ja, diese, das ist viel zu beschränkt, als was in der Realität es noch für Möglichkeiten gibt. Ja, also ja, das ist, ja, also faktisch politikwissenschaftlich haben wir eine Wahlaristokratie in Deutschland ohne Erbbarkeit jetzt in dem Sinne im Einzelfall der Machtstellung. Sondern mit anderen Zuweisungsmechanismen, aber im Prinzip hast du eine Wahlaristokratie, die auch relativ starr und nicht permeabel ist für dich als beherrschtes Subjekt. Wenn du ihnen jetzt tatsächlich diese Frage stellen würdest, Ernägel, dann würdest du einen Schwall von Geschwurbel von ihm hören, der dann darauf hinausläuft, zusammengefasst, it's a bug, it's not a bug, it's a feature. Das ist was Positives. Also er wird der Frage ausweichen, irgendwas schwurbeln. Und vor sich selber rechtfertigt er das dann halt damit, dass man halt nie ein perfektes System hat und noch weiter an der Demokratisierung, also der noch mehr sozialistisch Machung des Landes arbeiten muss. Okay, ja, danke. Treffen uns ab und zu mal für Abstimmung. Wir wählen aber bestimmte Leute, die manche Entscheidungen treffen. Viele verschiedene Möglichkeiten gibt es dazwischen. Aber bei denen gibt es dann ja eine Möglichkeit ohne das eine und das andere. Also du hast, also in deren Kopf haben sie dann in ihrer Utopie einfach ihren Platz für sich und da redet denen auch keiner mehr rein. Da müssen sie auch gar keine Sorgen mehr machen, da können sie machen, was sie wollen. Sie sind da frei von dem König oder aber auch frei von der Demokratie. Sie werden da nicht reguliert. Und das existiert aber in der Realität so nicht. Und ich habe dort auch. Ich meine halt, es geht halt. Das hat in der Realität jahrtausende lang existiert. Das hat 400 Jahre lang in der Republik Cospaia in Italien existiert. Das hat, glaube ich, 3000 Jahre lang in Irland existiert, 600 Jahre lang in Island. Und es hat immer fabelhaft funktioniert, das zum einen. Und zum anderen muss der Mensch nicht reguliert werden, außer er reguliert sich selber. Und deswegen sein ganzer Punkt halt, geht auch wieder ins Leere in meinen Augen. Und der, vielleicht auch noch ein Hinweis, der Libertarismus ist keine utopische Ideologie. Weil es nicht darum geht, den Menschen zu verändern, was er beim Sozialismus und auch beim Klempner selber, wie er auch später, glaube ich, noch zugeben wird, ja, schon so ist. Ja. Also er ist der Meinung, dass der Mensch verändert werden muss, psychologisch, sonst was, ja, damit der Idealzustand kommen kann. Ja, das ist diese marxistische, dieses marxistische Gesellschaftsingenieurwesen. Du hast so eine erlesene, ausgewählte, besonders kompetente marxistische Elite, die weiß, wie der Mensch sein sollte in Wirklichkeit und die dann entsprechende Maßnahmen ergreift, um den Menschen in diese Form zu pressen. Und wenn diese Maßnahme Todeslager heißt, dann heißt diese Maßnahme halt Todeslager, wo gehobelt wird, da fallen halt auch Späne. Auch schon in meinem Stream, ich hatte Rahim Tagizadegan zu Gast, das ist ein Mitarbeiter von Titus Gebel, mit dem habe ich dann auch diskutiert und der wollte zum Beispiel partout nicht akzeptieren, dass er in seiner Privatstadt beispielsweise eine Polizei braucht. Also während manche andere Anarcho-Kapitalisten sagen, ja, private Sicherheitsdienste gibt es, gab es das bei ihm nicht. Also bei ihm. Also das stimmt übrigens auch nicht, ja. Also, oder worum es genau ging, war, dass es staatliche Polizei irgendwie braucht. Also ich meine, so Polizei, wie wir sie heute kennen, so mit irgendwie LAPD und so weiter, die gibt's, also ich weiß nicht, wann die ersten errichtet wurden, aber die gibt's keine 400 Jahre. Also es ist eine ziemlich neue Erfindung und es funktioniert auch gut ohne. Also Leute haben sich freiwillig irgendwie, haben sie ja Leute gefunden, die das irgendwie für Sicherheit gesorgt haben. Dafür braucht es keinen Staat. War das dann so, er hat sich dann auf irgendwelche Beispiele aus der Historie berufen, dass die Menschen das
die werden das schon so auswechseln. Also die werden das friedlich miteinander lösen. Die werden dann einfach das Eigentumsrecht des anderen akzeptieren. Wenn die eine Streitigkeit haben, gehen die vor ein Schiedsgericht, diskutieren das dort aus. Aber es braucht niemals irgendwie die Polizei. Die Internetverbindung ist gerade wieder. Oder die Gewalt der Justiz, um Menschen zu sanktionieren oder zu kontrollieren in irgendeiner Form, das regeln die Menschen dann schon. Und er hat dann mir eben reaktionäres Denken vorgeworfen, weil ich ja der Meinung bin, dass die Menschen das irgendwo brauchen. Aber ich habe mich in der Situation in einen Investor hineinversetzt, der vielleicht interessiert ist an so einer Privatstadt und gerne sein Geld dort lassen möchte. Und der muss sich dann anhören, ja, einen privaten Sicherheitsdienst wird es aber nicht geben. Aber das ist ja sehr vielfältig. Pause. Also es ist ja spannend, dass er sich in einen Investor erstens hineindenken kann und zweitens dann auch schon ganz genau weiß, dass das für Investoren nicht so interessant ist. Warum kämpfen die dann aktiv gegen Privatstädte? Ich meine, wenn das Geschäftsmodell eh zum Scheitern verurteilt ist, weil es ja so unattraktiv für Investoren ist, also für Reiche, dann hat sich das Problem noch von alleine gelöst. Dann muss man dagegen doch nicht so ankämpfen. Dann ist das ja eine Idee, die zum Scheitern verurteilt ist und die könnten sich entspannt zurücklegen. Also in meinen Augen lügt er hier an der Stelle mit dieser Aussage. Und zum anderen empfehle ich grundsätzlich mal, sich das Video mit Tagi Zaligan anzugucken. Dort wird zum einen deutlich dieses enorme intellektuelle Niveaugefälle zwischen Tagi Zaligan und dem radikalen Demokrat. Der radikale Demokrat ist völlig überfordert mit seinem Interviewgast intellektuell. Und im letzten Drittel ist es, glaube ich, fallen dann auch die Masken, wo dann der radikale Demokrat dann auch mal seine wirkliche Meinung zu in seinen Augen unterentwickelten afrikanischen Ländern und woran das eigentlich liegt, zum Besten gibt. Da wird es dann nämlich so, kommt das in so eine subtil proto-rassistische Schiene rein, was Tagi Zaligan dann auch gnadenlos outcalled. Also es ist ein Fest. Also und man sieht dann auch direkt in einem, wie hier die Wahrheit von ihm zurechtgedreht wird über den Gesprächsverlauf. Das war so nämlich nicht. Ja, also es ist wirklich gelogen. Also es ist ja fantastisch, wie der das hier reinbringt. Also ich habe mir das nochmal angeguckt und also ich muss wirklich sagen, ich glaube, er hat einfach nicht verstanden, was der Rahim gesagt hat. Also ich glaube nicht, dass er das irgendwie greifen kann überhaupt. Die Ideen dort, oder? Also ja, also wenn man in so Long Run, ich gehe von mir aus, ne? Und ich denke halt, wenn ich halt, ich habe Fehler so und die Fehler versuche ich dann auch mal zu erklären, mir selber auch gut zu reden und so weiter. Und wenn ich mir selber diese Fehler zugestehe und sage, aber eigentlich wäre ich ja ein besserer Mensch, wenn das und das besser gelaufen wäre, dann muss ich das ja auch allen anderen Menschen zugestehen. Und das heißt, in so Long Run kann es tatsächlich irgendwann eine Gesellschaft geben, wo man eine Polizei nicht mehr braucht, wo die Menschen so vernünftig sind, wo halt so viele Regelungen gefunden wurden und so weiter, dass letztlich eine Polizei nicht mehr nötig ist. Ne? Aber das ist halt Utopie. Ist das, was du eben meintest, diese Umerziehung, also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Hier spielt er ganz hart auf dieses marxistische Gesellschaftsingenieurwesen an und vor 20 Minuten in dem Video hat er noch behauptet, dass Umerziehung ein rein rechtsextremes Phänomen ist. Und jetzt sagt er, man muss die Menschen nur umerziehen und dann hat man eine Gesellschaft, wo man keine Polizei mehr braucht. Und dass er das halt auch glaubt. Das ist also dieses Doppeldenk, was der Camper hinbekommt, das ist wirklich sprachlos. Ich hätte schon längst einen Hirnschlag bekommen, wenn ich so sich im Widerspruch stehende Aussagen gleichzeitig mehr oder weniger zeitgleich im Kopf hätte haben müssen. Wirklich, aber das ist... dann gäbe es aber auch kein Geld mehr. Dann bräuchte man auch überhaupt keinen Kapitalismus mehr. Also ich meine, auch das stimmt nicht, weil eben für Wirtschaftskalkulationen brauchst du eben auch Geld oder eben Kapitalismus, um eben die Ressourcenallokation, dass die vonstatten gehen, korrekt. Egal, ob das Engel sind oder nicht, sie werden es in einem sozialistischen System nicht hinbekommen, weil einfach die Marktpreise nicht existieren und du auch nicht die Ressourcen richtig anordnen kannst. Also das ist klassisch das miesische Kalkulationsproblem. Du kannst in einer sozialistischen Wirtschaft, kannst du nicht, oder wenn man es dann als solches bezeichnen will, als Wirtschaft, kannst du nicht kalkulieren und auch nicht rational die Ressourcen anordnen, sondern du musst einfach irgendwie chaotisch das irgendwie, willkürlich irgendwie zusammenwürfeln im Endeffekt. Genau, und in aller Kürze gesagt, fehlen dir einfach die Informationen, die du brauchst, um zu wissen, wie du deine Zeit und deine Arbeitskraft am besten einsetzt. Und das führt dann immer zu Fehlallokationen und das führt dann unweigerlich in das sozialistische Elend mit Knappheiten, mit Hungersnöten, mit Kriegen und so weiter. Also selbst wenn es diesen neuen Menschen gibt, ändert das nichts daran, dass wir in einer endlichen Welt leben,
mit knappen Ressourcen, mit knapper Zeit und eben nicht im Garten Eden, wo es jedes Gut, jede Ressource unbegrenzt zur Verfügung steht. Ja, und sobald eine Ressource eben nicht mehr im Endeffekt unbegrenzt zur Verfügung steht, also Luft zum Beispiel, dann gibt es darauf auch keinen Marktpreis. Also, aber wenn eben was produziert werden muss. Außer du bist bei der FDP. Ja, geisteskranke. Balla-Balla-Typen. Unsinn. So, ne? Jeder nach seinen Möglichkeiten, nach seinen Bedürfnissen. Das wäre quasi so das Fernziel, wo ich auch denke, da müssen wir eigentlich mal irgendwann hinkommen, aber das wird nicht so schnell passieren. Und das geht ja über eine demokratische Gesellschaftsordnung. Genau. Also das ist ja, also gerade Hierarchien. Das geht über den Kapitalismus. Das geht nur über den Kapitalismus. Das hat nichts mit Demokratie oder der Herrschaftsform zu tun. Du müsstest dann nämlich begründen, warum das ausgerechnet bei Demokratie geht und nicht bei einer, weiß ich nicht, Diktatur. Bei einer Diktatur kann das doch genauso funktionieren. Also was ist an Demokratie anders? Also ne, das ist halt einfach Nonsens, was er hier sagt. Das hat mit Demokratie nichts zu tun. Dieses Versprechen, jeder nach seinen Möglichkeiten, jeder nach seinem Bedarf, das ist ein Versprechen, was die Sozialisten geben und die Kapitalisten halten. Und die halten das nicht nur, die Kapitalisten, sondern die übertreffen das sogar, sondern sie heben den Lebensstandard. Du bekommst nicht nur das, was du gerade brauchst, sondern du bekommst sogar mehr als das. Und das ist das, was wir jetzt zivilisatorischen Fortschritt nennen. Das hat doch sogar Marx erkannt, dass der Kapitalismus notwendig ist, um eben Wohlstand zu erschaffen, bis man dann irgendwann zu einer also praktisch in eine Welt kommt, in der es keine knappen Güter mehr gibt. Ja, dass man dafür den Kapitalismus braucht. Das hat auch Marx erkannt, aber er halt leider nicht. Marx lesen und Marx verstehen sind zwei verschiedene Dinge häufig. Um sie durchzusetzen. Also jede aggressive Gewalt, die irgendwo auf der Welt stattfindet, passiert ja, weil man in irgendeiner Form eine Hierarchie durchsetzen möchte, also Menschen kontrollieren möchte. Das wundert mich auch, dass er überhaupt so argumentiert hat. Nein, Konflikte existieren. Konflikte sind in aller Regel entweder politisch oder ökonomisch determiniert. Und am Ende sind sie alle ökonomisch determiniert, denn es geht immer darum, dass mindestens zwei Personen, entweder reale Personen oder juristische Personen, zeitgleich auf ein Gut, auf eine Ressource zugreifen wollen, wo sich eine gleichzeitige Nutzung des Gutes oder der Ressource ausschließt. Das kann ein Apfel sein, das kann eine Banane sein, das kann eine Fabrik sein, das kann eine Volkswirtschaft sein, das kann aber auch der menschliche Körper sein. Wenn ich gerade etwas machen möchte mit meinem Körper, während gleichzeitig jemand Drittes etwas anderes mit meinem Körper machen möchte, dann habe ich einen Konflikt. Und so entstehen dann am Ende auch Kriege und Auseinandersetzungen. Und die einzige Möglichkeit, diese Konflikte, diese ökonomischen Konflikte zu befrieden, ist halt Privateigentum und Kapitalismus. Die einzige Möglichkeit. Das ist auch der einzige Sinn und Zweck von dem Eigentumskonzept, was die Libertären haben. Die Prävention bzw. Auflösung von ökonomischen Konflikten. Argumentation von diesen Privatstädten. Die haben Sicherheitsfirmen. Die sind auch in Prospera, gibt es halt eine Sicherheitsfirma. So, ne? Die haben eigene Sicherheitsfirmen. Die werden auch eigene Knäste haben. Ne? Die werden eigene, also wenn das so läuft, wie die sich das vorstellen, gibt es halt Privatunternehmen, die halt für die Polizei zuständig sind, für die Knäste zuständig sind. Und es gibt ja inzwischen auch Privatknäste. Es gibt auch in Großbritannien die erste privat geführte Polizeistation für den Staat in Großbritannien. Das ist keine private, das ist nicht privat. Die Polizeistation ist nicht privat, wenn der Auftraggeber der Staat ist. Die hat keinen Wettbewerb, die setzt einfach nur das Gewaltmonopol des Staates durch und ist de facto staatlich. Das hat nichts mit Privatisierung zu tun. Tut mir leid, Herr Kämpfer, da muss ich dich leider enttäuschen. Ich glaube auch nicht, dass es dass Gefängnisse das Mittel der Wahl sind in einer Privatstadt, sage ich mal, zur Justizdurchsetzung. Ich glaube, dass die regelmäßige Konsequenz aus Vertragsbrüchigkeit des Kunden schlicht und ergreifend die Verbannung sein wird. So, und da gibt es natürlich auch Probleme. Ne? Bei diesen Privatknästen in Südafrika zum Beispiel gab es auch sofort Foltervorwürfe, die auch nicht unberechtigt waren. Und die Frage ist, wie wird das kontrolliert? Wer kontrolliert das? Und auch diese Knäste sind übrigens auch nicht privat. Also auch wie in den USA, wer nur einen Auftraggeber haben kann und dieser Auftraggeber ist der Staat, der ist nicht privat, der ist staatlich. Es macht keinen Unterschied, ob der Staat eine Behörde finanziert und beauftragt oder ob der Staat eine Firma finanziert und beauftragt. Es macht keinen Unterschied. Das sind ja dann auch, Privatgerichte, ne? Das heißt, das ist auch ein Unternehmen. So, diese Unternehmen, letztlich geht es auch darum, wer hat die meiste Gewalt und wer setzt sich durch. Ja, und dann wird von diesen Privatstadtmenschen dann argumentiert,
ja, okay, es kann natürlich sein, dass irgendjemand sich dann halt mit Gewalt durchsetzt, aber dann kommt wieder halt diese Abstimmung mit den Füßen, dann gehen die Leute weg und der ist dann unten durch, wenn er so viel Gewalt anwendet. Und da bin ich halt skeptisch, ne? Weil es gibt eben auch, Monopole. Hat gerade die Gründungsgeschichte der USA nacherzählt. Ja, ist genau das. Die Menschen sind vor der staatlichen Gewalt geflohen in die USA. So, Feierabend, haben mit den Füßen abgestimmt. Ja, ja, und ich meine auch, aus der DDR sind die Leute geflohen oder aus China nach Hongkong. Ja, das hat er, glaube ich, auch noch nicht verdaut, dass die DDR gescheitert ist. Halt die Tendenz, sich dann mit den Mächtigen gut zu stellen und so weiter, statt wegzugehen und da bin ich halt sehr skeptisch. Und das beste Mittel dagegen ist eben Demokratie. Ne? So, dass man sagt, hier, wir gestehen tatsächlich jeder Person zu, dass sie halt genauso viel Abstimmungsrecht hat wie jede andere Person, unabhängig davon, wie viel Geld sie hat. Und das wollen die eben nicht. Die wollen, dass es halt unterschiedliche Macht gibt. So, und das also ich meine, das stimmt halt auch nein. nicht. Also er hat nein, schon mal er darf gesagt, so ne? viel Abstimmungsrecht haben, wie er möchte, nur nicht über die Dinge anderer Leute. Ja, aber das Demokratiegeld Sülze, also ich meine, es nervt irgendwie, muss ich sagen. Ja? Also demokratisch muss es sein. Also wenn Demokratie so eine tolle Idee ist, warum demokratisieren wir dann nicht das Sexualleben? Ja. Dann stimmen wir jetzt gesellschaftlich darüber. Oh nein, ab, wem das schläft. Das war die Scheiße. Warum? Warum der Radkal demokratisch blockiert hat? Weil ich ihn das gefragt habe. Und er sagt, ja, sollten wir tun. Und als ich dann sagte, ja gut, du bist also für eine Vergewaltigung, dann habe ich blockiert. Ja, ne, ja, das gut, ist, es gibt das, ja den Sexkommunismus, ne? Den gibt es ja ideologisch. Das war auch meine einzige Interaktion, die ich mit dem Typen, glaube ich, je hatte. Das war die Frage, ja, du bist doch also für die Demokratisierung der sexuellen Selbstbestimmung. Ja, und genau. Was für ein Schmarrn, ey. Frag mich übrigens, was schädlicher für Hirnzellen ist. 3 Tage Vollrausch mit Alkohol und Heroin oder ein Stream vom radikalen Demokraten gucken? Oi, wei. Scheiße, hey, zum Glück habe ich ja euch da. Ja, ich bin auch wieder der Einzige, der das Ding wahrscheinlich nicht vorher geguckt hat, habe ich recht? Ich hab's geguckt. Ich hab's zu 3/4 geguckt und dann muss ich irgendwann ausmachen. Ich hab's schon komplett durch. Ich schaue mir gerade auch wieder zum ersten Mal an. Also ich schaue mir diesen Müll nicht ohne Betreuung an. Das tue ich mir nicht an. Ohne geistige und psychologische Unterstützung. Ja, ja. Haben dann auch eine Gruppensitzung beim Psychotherapeuten, einfach um das zu verarbeiten, was wir hier gesehen haben. Wir werden es hoffentlich überleben. Das ist abhängig vom Geldbeutel. So, und von daher, das war dann rausreden. Natürlich haben die Sicherheitsfirmen. Ja, das, also ich könnte auch was erzählen zu den Familien von diesen Privatstadtunternehmen. Da weiß ich eben auch, dass halt die nächste Generation von Privatstadtgründern halt eine eigene Sicherheitsfirma aufgemacht haben. Ne? Das ist halt alles schon eingetütet quasi so. Ja, die wissen halt. Der Sicherheit wird doch auch nachgefragt. Die denken eben ökonomisch nachgefragt. Ja, die denken Sicherheit ökonomisch wird nachgefragt. Hör mal, ich war jetzt in Spanien im Urlaub. Da steht an jedem einzelnen Haus eine Plakette von der Sicherheitsfirma, die dieses Haus bewacht. Da ja. steht da, weil Sicherheit nachgefragt wird. Ja, the market provideth, ja. Der Markt gibt. Also ich meine, wenn nachgefragt wird, und Sicherheit ist halt ein nachgefragtes Gut, ja. Und wenn ich Geld verdienen will, dann biete ich halt etwas an, was Leute wollen. So einfach funktioniert anders, als der Staat es macht. Der Staat suggeriert dir ja, er würde für Sicherheit sorgen, knöpft dir dafür Geld ab, aber kommt dann seinem Leistungsversprechen nicht nach. Ja. Und du kannst nicht zur Konkurrenz gehen. Ja, ja, das ist ja der Punkt des Staates, dass er eben ein Monopol hat. Ja. Oder er ein Monopol ist. Oder Staat zusammenbricht, dann sind es erstmal meistens die Leute, die irgendwo im Militär vorher saßen, die dort Generäle waren, die loyale Anhänger haben, die kämpfen können, die dann die Macht an sich reißen und dann eben Warlords werden. Also das ist ja schon ja immer passiert, auch der Adel früher im Feudalismus, der hat sich ja vor allem dadurch ausgezeichnet, dass sie dass sich streiten. Also übrigens das mit den Warlords, da haben wir kürzlich einen Artikel veröffentlicht drüber von Robert P. Murphy, ja, der Ursprungstitel ist But Wouldn't Warlords Take Over? Der beantwortet das sehr schön. Und zwar ist ja sein Punkt im Endeffekt, dass wenn ich praktisch eine bestimmte Gesellschaft habe, dann ist
die mit Anarchie zwar nicht unbedingt besser als eine andere Gesellschaft mit einem Staat, aber sie ist besser als die gleiche Gesellschaft mit Staat. Ja, also praktisch andere Dinge gleichbleibend ist staatenlos besser als mit Staat. Das ist das Argument. Ich würde sogar noch weitergehen an der Stelle und sagen, die Warlords herrschen schon längst. Ja, ich meine, schau dir zum Beispiel an, so, ob das jetzt irgendwelche aus den USA oder ob das Putin ist oder sonst wer, ja, die könnten das nicht machen ohne einen, ohne den Staat, ja. Also. Ja. Die Warlords herrschen schon längst. Das ist das, was unsere Wahlaristokratie am Ende ist. Das ist eine zivilisierte, also ich sag mal, den zivilisatorischen Schein wahrende Warlord-Kaste am Ende. Die machen mit dir das Gleiche, was am Ende Warlords mit dir machen, wenn du ihnen nicht gehorchst. Ne, die setzen dich ihrer Gewalt aus. Entweder kommst du in den Knast, in manchen Staaten kommst du dann auf einen elektrischen Stuhl oder so, wenn du irgendwas machst, was denen nicht gefällt, aber am Ende hast du, es ist derselbe Mechanismus. Also die Warlords, wenn, dann herrschen die Warlords schon längst. Erstmal, ne, die hatten den Oberbefehl über die Streitkräfte und auch bei, in Saudi-Arabien ist das immer noch so. Dass, und das ist übrigens auch falsch. Das ist übrigens auch falsch. Der Adel hat sich nicht dadurch ausgezeichnet, dass er den Oberbefehl über die Streitkräfte hat. Der Adel hat sich dadurch ausgezeichnet und dadurch gebildet, dass er die Streitkräfte war. Der Adel, da kommt er im Feudalismus her, war die Kriegerkaste in dem System. Und diese Kriegerkaste war eng mit dem obersten Lehnsherrn, mit dem König verbandelt. Und hat dann über dieses Lehnsgefüge, dieses Lehnswesen von ihm Land zugewiesen bekommen, wo übrigens der Untertan Teil dieses Lehns war. Also der war de facto ein Staatssklave, um den Kriegsdienst zu finanzieren. Das ist falsch, wie er das darstellt. Also du bist nicht adelig, weil du irgendwie den Oberbefehl hast. Das ist ja nur eine Funktionsausübung oder eine Amtsausübung. Du bist adelig, weil du der Kriegerkaste entstammst. Und das ist auch crosskulturell identisch. Das ist im islamischen Kulturraum so, das war im asiatischen Kulturraum so und natürlich auch im europäischen Kulturraum. Also der Adel ist die Kriegerkaste ist der Adel, historisch gesprochen. So, ein normalsterblicher Bürger kann in Saudi-Arabien nicht irgendwie der General oder irgendwie Oberbefehlshaber der Armee werden. Ist immer den Adel vorbehalten, weil das nun mal sie auszeichnet. Sie sind der Adel, weil sie die Gewalt am Ende des Tages kontrollieren, mit der sie dann ihre Gesetze und Regeln durchsetzen können. Und Saudi-Arabien ist übrigens falsch. Und wenn man sich die deutsche Geschichte anguckt, dann weiß man auch, dass das keine Determinante ist natürlich. Eine der wichtigsten preußischen Militärreformen war die Einführung des Leistungsprinzips, vor allen Dingen im Militärwesen, wo auch Leute aus nichtadliger Abstammung in hohe Offiziersränge bis in die Generalität aufsteigen konnten. Und das hat sich durchgesetzt, weil diese Leute einfach besser waren als Leute, die qua Abstammung in dieses Amt gekommen sind. Und diese Lektionen lernen die Saudis gerade auch, nämlich im Jemen. Art Land sogar. Also es ist Land im Privatbesitz. Und ich meine, sogar Hans-Hermann Hoppe, da gibt es ein Zitat von ihm, wo er sagt, er würde eine Monarchie, einer Demokratie immer vorziehen, weil da ist ja der Staat wenigstens im Privatbesitz. Ja. Und es gibt ja Company Towns, es gibt ja sowas wie Privatjets. Also ich meine, das mit dem das Argument von Hoppe natürlich noch deutlich ausführlicher als das, was jetzt hier dargestellt wird. Also um das mal ganz kurz zu machen, geht's sein Argument praktisch um die Zeitpräferenz. Also es geht praktisch darum, dass wenn ich im zeitlichen Sinne praktisch, wenn ich König bin und das an meinen Nachkomme praktisch vererbe, dann habe ich eben einen Anreiz, dass das halt gescheit geführt wird, ja, dass da was Gescheites rauskommt und dass es den Leuten gut geht, ja, ich will nicht geköpft werden oder so. Aber Politiker möchten möglichst schnell so viel ausziehen für sich selber und eben ihre Freunde und Verwandten und sonst was wie möglich. Und das machen sie eben oft, indem sie den Leuten irgendwelche Süßigkeiten, sage ich jetzt mal, vergleicherisch gesprochen, dass sie den Leuten praktisch anlocken, dass sie wählen sozusagen mit irgendwelchen Geschenken, die aber dann eben später, also nachdem die Wahlperiode vorbei ist, dass sie dann wieder eben sagen können, ja, der ist, oder ich habe keine Schuld,
das ist irgendwie der frühere praktisch gewesen, der mir das verkackt hat, ja. Während der König praktisch sagt, ja, okay, ich bin hier jetzt hier für immer König praktisch und danach ist das mein Nachkomme und dem gebe ich das dann und ich möchte das dem in einem anständigen Zustand geben. Also ich möchte hier kein Shithole haben, wie dass ja einige Länder auf diesem Planeten aktuell werden, ja. Also demokratisch geführte, ja. Und das, ja. Also Hoppe's Take hat sich auch nur darauf bezogen, nicht welches System er besser findet, sondern der Take hat sich von ihm darauf bezogen, wenn ich mich entscheiden müsste, und dann würde ich mich danach entscheiden, wo ich als Untertan am besten regiert werde. Nur darauf. Und dann sagt er, dann werde ich in einem Land besser regiert, wo der Monarch eine hohe Zeitpräferenz hat, also der König eine hohe Zeitpräferenz hat, als in einer Demokratie. Genau, eine niedrige Zeitpräferenz hat, so rum ist richtig, eine niedrige Zeitpräferenz hat als in einer Demokratie, wo die Politiker, wenn man Glück hat, in Haushaltsjahren denken, ja, in Haushaltsjahren denken und nach mir die Sintflut. Und nur darauf hat sich, das bedeutet nicht, dass der das Hoppe Monarchien gut findet, darauf will ich hinaus. Das sagt er übrigens auch über Sklaverei, ja, also er sagt praktisch, das ist ja im privaten Sklaven, ja, also zum Beispiel jetzt irgend so einem Schwarzen in den USA, dass es dem deutlich besser ging, als zum Beispiel irgend so einem Gulag im Gulag, ja. Und das lässt sich tatsächlich auch empirisch ja, zeigen, also die Lebenserwartung von schwarzen Sklaven ist raufgegangen, während in der Sowjetunion ist halt eben die Lebenserwartung runtergegangen. Ja, also ökonomisch gesehen wäre dann der afrikanischstämmige Sklave in den USA ein Investitionsgut gewesen. Und als geistig gesunder, wirtschaftlich denkender Sklavenhalter hast du kein Interesse daran, dein Investitionsgut, was ja Kapital von dir bindet, zu zerstören. Sondern du möchtest es ja möglichst lange nutzen und gegebenenfalls auch seinen Wert erhöhen. Und klar gibt es auch viele, viele Sklavenhalter, die nicht ökonomisch gedacht haben und die haben sich dann halt auf den Staat verlassen, dass er ihre Investitionen stützt und mit bekanntem Ausgang. Aber ja, also wenn man sich dazwischen entscheiden müsste, ist die Arbeit als Sklave im Privatbesitz einer Haft in einem sozialistischen Arbeitslager definitiv vorzuziehen. Es gab im Mittelalter, also Köln hatte man Stadtherren. Ja, das war selbstverständlich sowas wie der Privateigentümer der Stadt. Ein König war der Privateigentümer. Deswegen heißt es ja auch heute Republik, weil Res Publica war ja im alten Rom das öffentliche Eigentum. Deswegen, also es ist gar nicht so. Ja, diese freien Reichsstädte oder diese reichsunmittelbaren Städte, die er hier beschreibt, Nürnberg ist ein ganz bekanntes Beispiel, sind die ideologischen Vorläufer, sage ich mal, von den freien Privatstädten, dahingehend, dass die für sich selbst Verantwortung getragen haben. Ne? Die hatten eine eigene Gerichtsbarkeit, die hatten häufig ein eigenes Münzregal, also die durften eigene Münzen herausgeben, also ein eigenes Geldsystem aufbauen. Die hatten Zollrechte, Steuerrechte, durften Arbeitsrechte festlegen. Und das ist natürlich viel besser, als wenn man noch einen Lehnsherrn über sich hat und man quasi fremdbestimmt ist. Und das waren dann auch tatsächlich die erfolgreichsten Städte in der Bundesrepublik, in der heutigen Bundesrepublik. Die erfolgreichsten Städte, wo am meisten Kulturgüter geschaffen wurden, wo die Kunst am meisten aufgeblüht ist, die Wissenschaft am meisten aufgeblüht ist, der Lebensstandard besonders hoch war. Also das sind alles Argumente für Privatstädte in meinen Augen und nicht dagegen. Aber das wollen die nicht wahrhaben. Also die Erfahrung, ja, habe ich auch schon gemacht. Genau, und das mit diesen Monarchen, das ist halt umstritten. Ne? Das ist, also Hans-Hermann Hoppe hat da ganz klare Tendenzen. Er sagt, lieber Monarchie als Demokratie. Ne? Und Markus Krall zum Beispiel von Die Gustav Goldhandel, auch einer von diesen Libertarians, der das Wahlrecht abschaffen will, der hat in seinem Buch, ich habe es mal greifbar hier, auch zufällig. ne, hier da, Freiheit oder Untergang, kann man es lesen. Kann man vielleicht auch richtig stellen. Krall möchte nicht das Wahlrecht abschaffen. Krall möchte den Souveränen, also den Wahlrechtsausübenden, neu definieren und dadurch einige Leute vom Wahlgang ausschließen, die im Moment noch wählen dürfen. Aber das ist keine Abschaffung des Wahlrechts, er definiert einfach den Souverän um. So einen komischen Filter drin. Ja. Freiheit oder Untergang. Und da entwirft er quasi eine Verfassung für Deutschland. Ne? Und in dieser Verfassung geht es dann auch, ist ein Punkt dann eben die Wahlmonarchie.
Er sagt, es muss halt ein König eingeführt werden, der sollte gewählt werden. Und dann diskutiert er, soll es dann eine Erbmonarchie werden oder soll es dann alle 50 Jahre neuer Monarch gewählt werden. Ne? Und dann spricht er sich aber auch weitgehend halt für eine Erbmonarchie aus, weil es halt, und der ist dann halt, hat mehr zu sagen als die Queen zum Beispiel in Großbritannien. Das ist nicht eine konstitutionelle Monarchie, sondern tatsächlich, er soll dann auch ein Veto haben können in allen möglichen Bereichen, wo die Freiheitswerte eingeschränkt werden. Liechtenstein wird ja auch sehr gerne herangezogen als Beispiel, wo das gut funktioniert. Aber Liechtenstein ist halt sehr klein, umgeben von Demokratien. Selbstverständlich kann der König es sich, also da kann man ja mit den Füßen wirklich sehr schnell wählen und dann ist man sehr schnell in einem freien Land. Da muss natürlich ein Monarch in Liechtenstein gewisse Freiheitsrechte erlauben. Oh mein Gott, er hat gerade das Prinzip des Marktes erklärt. Oh, krass, Junge. Danke, dass du unseren Punkt für uns machst. Halt die Schnauze ab jetzt. Alles, was du sagst, macht's nur noch schlimmer. Gott im Himmel, Alter. Ja, also ich möchte mal kurz erst, also ich möchte ein paar Punkte machen dazu. Also erstens mal muss man natürlich sagen, dass also wie könnte man denn ein kleinere Staaten bekommen? Und wäre es vielleicht gut, wenn es mehrere so Liechtensteins geben würde? Also wie wäre es mit der Zahl 1000? Also so irgendwie ein Europa der 1000 Liechtensteins. Also weil wenn Liechtenstein gut ist, dann sollten wir das ja mehr haben und dann sollten wir vielleicht Sezessionen und so weiter machen. Wow, voll krass und so. Also ich meine, ja, er müsste ja eigentlich nach dieser Argumentation ja für Sezession sein, was ja gut ist. Und dann eben auch, wieso nicht bis zum individuellen Level. Und dann möchte ich noch den zweiten Punkt machen. Oder ja, eigentlich dem Kemper eine weitere Verschwörungstheorie übergeben. Also der, da muss man ein wenig in der Zeit zurückgehen. Also es gab in Großbritannien war das tatsächlich mal so, dass es ein Problem mit der Erbfolge gegeben hat. Wo sich praktisch dann irgendwann eben bis zum Haus Windsor jetzt das durchgezogen hat. Aber das war nicht wirklich nach dem der Konzept der Primogenitur, also praktisch, dass der Erstgeborene der nächste König wird, sondern es, also der eigentlich den Anspruch darauf hatte, der nächste Monarch zu werden, der war katholisch und das hat denen nicht gefallen. So, wenn der jetzt König geworden wäre, dann wäre, wenn man der Primogenitur folgt, wie sie eigentlich in Großbritannien gefolgt werden würde, dann wäre man bei Franz dem Zweiten Franz von Bayern, der ist Oberhaupt des Hauses Wittelsbach und ältester Sohn von Albrecht von Bayern, der ist aber schwul und hat keine Kinder, deswegen käme als nächstes die Tochter seines Bruders, die heißt Sophia und die hat den Erbprinzen von Liechtenstein geheiratet. So, das bedeutet also, dass es durchaus möglich wäre, dass die versuchen könnte, irgendwie einen Herrschaftsanspruch durchzusetzen, wo wir wieder beim Liechtensteiner werden, dass der ja auch eben so ziemlich proprietaristisch ist oder marktradikal. Oder zumindest in die Richtung geht. Und da sollte sich der Herr Kempermann die Verschwörungstheorie ausdenken. Also ich habe jetzt hier Vorarbeit geleistet. Der kann ja gerne weitermachen. Weil sonst sind die Leute halt wirklich ganz schnell weg. Aber beispielsweise ja. In Saudi-Arabien, in der Wüste, wo ich nicht so schnell mal eben fliehen kann, die Leute versuchen es ja. Sie versuchen zum Beispiel nach Europa zu fliehen. Es gegen sterben mit Menschen im Mittelmeer und ertrinken oder sterben auf andere Art und Weise. Aus Saudi-Arabien. Kein Mensch nach Europa geflohen, da bin ich mir absolut sicher. Kein einziger Saudi ist nach Europa geflüchtet. Was redet der für eine Scheiße? Ja, der Saudi mit seinem Audi. Ich nicht durchs Mittelmeer schwimmen. Ja, vor allem das Geile ist doch auch hier wieder, dass er versucht, einen Punkt zu machen, er ist doch derjenige, der meint, ja, das sind immer diese Leute, die immer einfache Antworten auf komplexe Probleme haben. Halt die Schnauze, wenn man dann so eine Scheiße sagt und einfach auch unter anderem die gesamte Anreizstruktur vernachlässigt, welche eben heißt, ey, guck mal, in Deutschland kannst du als Flüchtling ziemlich gut auf Staatskasse leben. Zumindest ist das Versprechen, was denen gegeben wird, was vor Ort vorherrscht, was der Anreiz ist für viele, diesen Weg zu machen, aber nicht aus Saudi-Arabien. Also ich meine,
Wie kann man, wenn man im Intro von sich selber oder im Prinzip den Gegenüber als diesen, ja, die haben diese einfachen Lösungen auf komplexe Probleme, was für ein Schwachsinn, so eine Scheiße reden? Meine Güte. Also ich bin auch gerade fassungslos. Also die Leute, die flüchten ja eben nicht aus dem Saudi-Arabien, was angeblich im Privatbesitz eines Monarchen ist, sondern sie flüchten aus dem korrupten und unglaublich schlecht regierten Staaten da unten. Ja, also diese unfassbar autoritären, korrupten Staaten mit Armut und Mangelerscheinungen und vielfach auch mittlerweile wieder oder ex-sozialistischen Staaten, ja, wo der Sozialismus dann halt auch für eine jahrzehntelang währende wirtschaftliche Krise gesorgt hat. Und also, dass er jetzt herbeikonstruiert, die Saudis würden nach Europa, ins demokratische Europa fliehen, weil die Monarchie da ach so schlimm ist, das zieht er sich halt einfach komplett aus dem Arsch. Ne? Das findet so in der Realität nicht statt, das ist frei erfunden. Und naja, da ist das Wählen mit den Füßen nicht mehr so ganz gegeben. Auch wenn der Privateigentümer, der Privatstaat kontrolliert, welches Wissen du überhaupt hast, welche Medien du konsumieren kannst, dann weißt du vielleicht gar nicht, wo die Alternativen sind. Dann wird dir, wenn ich in Nordkorea lebe, dann werde ich auch den ganzen Tag wahrscheinlich erfahren, dass überall auf der Welt schlechter ist als in Nordkorea. Also ist nicht so schwer dafür zu sorgen, dass die Leute dort bleiben müssen. Nordkorea ist nicht Privatbesitz. Nordkorea ist nicht Privatbesitz, Nordkorea ist nicht libertär, da gibt es kein Privateigentum, da gibt es nur Staatseigentum. Und der Staat gehört einer Person, aber das ändert nichts daran, dass es dort keinen Privatbesitz gibt. Und auch der Take läuft wieder grenzenlos ins Leere, weil der Libertarismus eben auf Privateigentum setzt. Und deswegen wäre ein Nordkorea im Libertarismus unmöglich. Zwei Sachen dazu, also einmal zu Liechtenstein. Der Fürst von Liechtenstein, der war auch bei einer Tagung halt von Degussa Goldhandel, nenne ich von Degussa Goldhandel, vom Mises-Institut, um korrekt zu sein, was wird natürlich finanziert von Degussa Goldhandel, und der Chefökonom von Degussa Goldhandel ist auch der Leiter halt vom Mises-Institut. Und das war halt die Tagung Small is Beautiful, wo auch Titus Gebel da war, der dann auch direkt gesagt hat, hier, wir wollen weg von der Politik, es sollen politikfreie Räume geschaffen werden. Und Demokratie hat er dann auch, ist dann auch so zitiert worden, Demokratie sei dann halt die Abstimmung mit dem Geldbeutel. Und der Liechtenstein hat dann halt auch aus seinem Buch geplaudert, der hat ein Buch geschrieben. Und der sagte, es geht darum, Liechtenstein in ein Unternehmen zu überführen. Ne, und dann ist man. Also die Behauptung ist übrigens auch, ich sage jetzt mal, kritisch zu betrachten. Also ich meine, die Behauptung von, oder ja, was der Fürst haben will, ist praktisch, dass der Staat praktisch ein Angebot macht, das man annehmen kann oder ablehnen kann praktisch. Und es geht darum, dass der Staat ein möglichst gutes Angebot macht und in diesem Sinne als ein Unternehmen agiert. Also es geht nicht darum, wie er sich das jetzt hier irgendwie zusammenschwurbelt. Also, und ich meine, es ist ja was Gutes, wenn etwas gut funktioniert. Also, und die Leute eben das auch haben wollen, dieses Angebot, weil es eben gut ist. Also ich meine, er schwurbelt hier schon wieder irgendwelche Scheiße zusammen. Also, sorry für Fehler. Und dann wird auch klar, was ist eigentlich so ein Monarch? Ne? So ein Monarch ist eigentlich dann ein Unternehmer, der sein Unternehmen an seine Söhne, oder vielleicht auch Töchter, meistens wahrscheinlich Söhne, an seine Söhne weitergibt. Und Unternehmen sind ja Erbmonarchien de facto, also private Unternehmen, wenn es keine Genossenschaft dann gerade ist. Ja, genau. Das heißt, es wird dann okay. Ja, also da muss man was zu sagen. Das ist ja, das könnte die dümmste Aussage bis jetzt sein. Also natürlich sind Unternehmen keine Monarchien, insbesondere wenn wir über öffentlich gehandelte Unternehmen wie Aktiengesellschaften nachdenken. Aber allein schon eine GmbH mit mehreren Gesellschaften ist keine Monarchie. Und die Mitarbeiter arbeiten da auch alle freiwillig. Also das ist einfach von vorne bis hinten, das ist einfach auch gelogen. Das stimmt einfach nicht. Und er weiß, dass es nicht stimmt. Das ist eine absichtliche Lüge, die ich ihm hier unterstelle. Stein soll quasi eine Art Unternehmen werden. Als Dienstleistung, ne? Mit dem König als Unternehmer an der Spitze, der dann halt von Generation zu Generation halt sein Unternehmen an seine Familie dann weitergibt. Das ist, und so kann man sich das dann auch vorstellen. Das ist dann, das sind reale Pläne. Ne? Das geht genau in die Richtung. So, das ist das eine. Das andere ist dann nochmal der Begriff der Freiheit. Das ist ja auch wichtig. Die sind gerade dabei halt, Titus Gebel vor allen Dingen, der hat dieses Buch geschrieben, Freie Privatstädte. Und jetzt, und die haben auch so eine Foundation, so eine Stiftung gegründet, Free Private City Foundation. Und haben jetzt aber eine neue Stiftung gegründet, die heißt jetzt Free City Foundation. Mhm.
Ne? Das heißt, die haben das privat gestrichen, weil das privat kommt ja vom privaten Raum. Ne? Das wird, kann man, ich nenne diese ganze Bewegung auch Privarismus. Ne? Die wollen halt, die wollen den Menschen halt die demokratischen Zugriffsrechte klauen. Darum geht es letztlich. So, und die entfernen sich halt immer stärker von diesem privat und wollen das ganze Frame als frei, Freiheit, ne? Libertär und so weiter. Wenn man sich jetzt aber Prospera anschaut, ne, wenn man da jetzt Mitglied werden will in Prospera, dann muss man natürlich auch eine Gebühr zahlen. Das muss man, die Steuern sind, das wäre aber eine relativ geringe Gebühr. Aber dann gibt es so einen Paragraphen, wo gesagt wird, es wird dringend empfohlen, Versicherung abzuschließen. Weil über diese Versicherung. Also ich meine, ich möchte auch kurz mal erwähnen, dass man zum Beispiel in Deutschland einige Versicherungen abschließen muss. Also, ja, zum Beispiel Krankenversicherung, ja. Ich meine, ja. Und dann nämlich die Schiedsgerichtsverhandlungen. Ja, das hat zum einen, und man kann auch nochmal sagen, dass das Wort privat eben nicht von privare Rauben kommt, sondern von Privatum, und das steht für das eigene. Also auch wieder so ein typischer Camper-Fakt, der hier wieder verbreitet wird. Also ich meine, man muss nur Wikipedia-Artikel aufmachen. Ja. Man muss nur den Wikipedia, das steht da sofort. Also ja, ich, das ist das Erste, was da steht. Man kann sich das nicht ausdenken. Es gibt zwei Wortherkünfte. Das eine ist Privatum, das eigene, oder Privus, das für sich Bestehende, weil es halt nicht offen steht. Und er nimmt aber die dritte, offensichtlich nichts mit dem eigentlichen Eigentumsbegriff zusammenhängende Privare, weil er glaubt, jedes Privateigentum wäre von irgendwem geraubt worden. Ja. Was? Ja, er möchte halt auch irgendwie mit den Begrifflichkeiten halt irgendwie Kontaktschulter herstellen. Also es ist komplett absurd, was er hier versucht. Es ist, ja, geisteskrank. An den Haaren unmöglich. Ja. Der dich vertritt. Du hast dann kein Unternehmen, was für dich eintreten wird. Und dann hast du verloren. Also ich meine, auch das stimmt nicht. Ne? Also die Idee, dass, ja, da, man kann sich das praktisch spontan kaufen praktisch. Also man müsste ja, könnte theoretisch auch ein Businessmodell haben, dass ich sage, okay, du bist jetzt, bist du in irgendeinen Konflikt geraten, und ja, da kümmere ich mich jetzt dann drum. Also, und dafür bezahltest du mich halt einmalig praktisch. Ja, könntest du auch als Geschäftsmodell machen. Auch wenn das vermutlich mit einer Versicherung ein größeres, also mehr Leute das Ding gefällt, ja. Und ich meine, auch jetzt musst du ja per Steuern den Staat bezahlen. Und das ist, ja, also ich meine, der Sinn einer Versicherung ist ja praktisch, dass du praktisch, wenn irgendwas Schlimmes passiert, dann nicht so total viel zahlen musst, sondern praktisch in die Versicherung einzahlst, und die Versicherung schaut halt dann, wenn dir was Schlimmes passiert, dann bezahlen wir das. Und das bezahle ich dann eben auch für andere, und das Risiko, das man dafür braucht, das Risiko geht man halt dann eben entweder ein, dass man nicht versichert ist und was Schlimmes passiert, oder eben nicht. Ja, und beim Staat ist es ja so, alle zahlen praktisch an den Staat, und damit praktisch, ja, oder dann muss praktisch nicht, wenn irgendwas passiert, einer praktisch das Komplette zahlen. Also ich meine, es wird halt die Option gegeben, dass man eben nicht dieses Sicherheitsunternehmen bezahlt. Anders als beim Staat, da, wo du ein Monopol bezahlen musst. Ja, das heißt, und mit diesen Versicherungen, dann bist du schon quasi wieder bei so einer Art Steuer. So, und diese Versicherungen, die werden da dann das Sagen haben. Das, ja, nur, dass halt du bei der Versicherung ganz genau vertraglich fixierte gegenseitige Rechte und Pflichten hast, und hast du beim Staat eben nicht. Der Staat zwingt dich, für eine Leistung zu bezahlen, die er überhaupt nicht beschreibt, die du auch nirgendwo einklagen kannst, und du der staatlichen Willkür auf Gedeih und Verderb ausgeliefert bist. Und das ist halt der Unterschied zwischen einer Dienstleistung, die ich bezahle, und einer Steuer, wo ich gezwungen werde, die zu bezahlen. An die Steuer, das ist die Definition von Steuer. Gruppierungen, die da ganz massiv dann die Welt unter sich aufteilen werden. So. Die bestimmen dann letztlich die Gerichtsbarkeiten. Das sind die Gerichte stellen. Wahrscheinlich haben diese Versicherungen dann auch eine eigene Security.
Oder wenn man das größer denkt, wenn man es dann größer denkt, haben die vielleicht auch eine eigene Armee, ne? Je nachdem, wie groß man das denkt. Weil es geht ja weiter. Es ist ja dieses Privatstadt. Das war ja halt 2008 hat das angefangen und jetzt gibt es, jetzt wird das Ganze größer gedacht. Ne? Es gibt zum einen diese Adrianopel Group, die sich genau diese Sonderentwicklungszonen auf der Welt anschaut. Die haben so eine Map, so eine Karte auch, so eine Weltkarte, wo 6000 Sonderentwicklungszonen aufgelistet sind, die dann halt klassifiziert werden, wo dann auch Privatstädte dann auftauchen. Als eine der fortgeschrittensten quasi Formen von Sonderentwicklungszonen. Ja, da soll die Reise hingehen. Und dann gibt es Leute wie Schenker Singham, der ist auch von Anfang an mit dabei gewesen bei dieser Privatstadt-Idee, Handelsberater von Boris Johnson und einer der führenden Köpfe hinter dem Brexit. Und dieser Brexit, der ist, den muss man sich vorstellen, nicht jetzt als eine Form von Nationalismus, dass jetzt die Briten oder die Engländer halt nationalistisch sind, sondern als eine Form von Globalisierung. Weil die wollen raus aus den europäischen demokratischen Entscheidungen. Und die wollen, oder zumindest Schenker Singham, will dann halt Teile loslösen von Großbritannien, ne, dass dann halt die City von London, der Finanzdistrikt von London, verbunden ist mit Dubai und mit Shanghai und so weiter, wo dann halt also Warenautobahnen geschaffen werden, die dann privilegiert sind, wo dann halt so Elite-Cluster-Städte dann wesentlich sind und der Rest wird dann irgendwie, der soll dann mitgezogen werden. Das ist so die Idee dahinter. Ne, auch da dann halt wieder dieses Globale. Und dann ist nochmal wichtig, als eine Person, aus den Vereinigten Staaten, Bayal Srinivasan, ich weiß nicht, ob ich den richtig ausspreche, ich lese immer nur Texte, ich weiß nicht, wie man die ausspricht. Man wird dir verzeihen. Indische Herkunft und ein Investor halt auch mit Nähe zum Silicon Valley, auch verbunden halt. Hier wieder mit seiner, mit seinen Verbindungen und so, also auch wieder sein verschwörungshaftes Wurbel, also. Mit diesen Elon Musk und den Leuten. Der hat jetzt ein Buch geschrieben, das heißt The Network State. Und der sagt, wir müssen jetzt nicht einfach nur Privatstädte schaffen, sondern wir müssen halt diese Privatstädte, die wir schaffen, als einen Staatenverbund, als einen Flickenteppich quasi von eines neuen Staates aufbauen. Und das läuft dann so, dass auch ein ganz wichtiger Begriff halt innerhalb dieser Szene ist Digital First oder Software First. Also das heißt, erst trifft man sich halt im Internet, baut da halt eine Community auf, sammelt da Geld und kauft dann halt parallel dazu Land. Überall auf der Erde, wo es halt gut passt. Und wenn dann genügend Land gekauft ist und wenn diese Community stark genug ist, wenn die ein eigenes Nationalbewusstsein entwickelt hat von den Leuten, die da mitmachen wollen, dann wäre der nächste Schritt, dass man dann versucht, diplomatisch dieses Land anerkennen zu lassen als neuer Staat mit souveränen Rechten, wie jeder andere Staat auch. Ne? Und da wäre dann halt nicht mehr einfach nur eine Polizei vor Ort oder eine Miliz, sondern die hätten dann quasi auch die Möglichkeit, eine eigene Armee aufzustellen, wenn das halt groß genug ist. Und das soll dann auch ein Führer erkoren werden. Und das wäre dann so ein Network State. Das ist dann also ich meine, es ist ja auch nicht so, als wäre hätten andere Staaten nicht auch Armeen oder so. Also und ich meine, ja. Es gibt halt gute und böse Armeen. Es gibt die Guten, die für die autoritären Staaten kämpfen, und es gibt die Bösen. Das sind die defensive Armeen, die friedliche Menschen, die nur in Ruhe gelassen werden wollen, verteidigen. Sind die bösen Armeen, weil die schützen Menschen vor den faschistoiden Übergriffen von Menschen wie Kemper oder dem radikalen Demokraten. Quasi wäre halt die Privatstadt im globalen Sinne gedacht. Und das geht auch genau in diese Richtung. Ne? Sie denken nicht mehr nur jetzt vor Ort, wie schafft man halt eine Enklave, ne? Sondern wie schafft man halt, wie kann man auch diese Enklaven gleichzeitig vernetzen. So. Ja, dieser Freiheitsbegriff ist selbstverständlich... Internationale Kooperation ist was ganz, ganz Schlechtes. Ja. Also ich weiß nicht, also ist Kemper dann für autarke, abgeschlossene Volkswirtschaften gegen Freihandel, für Schutzzölle? Dann ist er ja schon quasi beim Trumpismus. Also verstehe ich nicht, warum er hier anderen Leuten Nähe zu Trump vorwirft, wenn er hier selber die politischen Ideen von ihm übernimmt. Ja, muss man sich selber, oder muss er sich mal selber fragen, ob er sich nicht auch in eins von seinen komischen Verbindungen da einbringen will, mit Trump dann. Er ist einfach eine Sockenpuppe der libertären Nazi-Trumpisten, ja. Und merkt das einfach nicht. Also praktisch Verbindung Kemper, Trump, libertäre Nazis. Und er schreibt viel über die Gusser Goldhandel und das Mises-Institut. Oh ja. Das macht ihn auch verdächtig. Ja, verdächtig. Also ich fand es aber mal, hast ja auch, so wie du mir erzählt hast, mein Video zu Verschwörungsideologien dir angeschaut. Da hatte ich dann als Beispiel den Ernst... Übrigens auch komplett wachsinnig, dieses Video, ja? Also... Ja, ich hatte auch überlegt, ob wir über das Video eine Reaction machen sollten, aber
nur der radikale Demokrat an und für sich ist halt einfach zu irrelevant, um da irgendwie Zeit rein zu investieren, auf irgendwas zu reacten. Also wenn, dann muss das schon ein Zusammenspiel mit Kemper sein oder mit einem anderen, bekannteren Gesicht, damit man sich die Mühe da machen soll. Also jetzt ist auch schon schwer zu rechtfertigen, aber etwas weniger schwer, als wenn es nur der radikale Demokrat ist. Wolf, der ja mit Ken Jebsen und anderen Verschwörungsideologen ja in Verbindung steht und der auch immer den großen Crash vorhersagt und eben irgendwas von einer globalistischen Elite schwadroniert, die uns alle beherrschen möchte. Und der, da habe ich einen Clip von dem gefunden, das habe ich auch in dem Video eingefügt. By the way, gibt es nicht eine gewisse Person, die von einer globalistischen Elite schwadroniert, die in Ruhe gelassen werden möchte? Und könnte es sein, ja, dieses internationale Kapital, was da die eine oder andere Privatstadt hinter den Kulissen gründen möchte und von mächtigen Leuten geschützt wird. Und man möchte also vielleicht spannend an der Stelle, also ist es klar, aber vielleicht nochmal der Vollständigkeit halber, Ken Jebsen ist ganz viel, aber mit Sicherheit kein Libertärer. Ja. Der ist doch eigentlich offen links eigentlich, oder? Ja, das ist so ein linker Aluhut, ja. Ja. So wie der Kemper auch. Fand, weil er eben dann erzählt, Freiheit ist sozusagen wieder das Leben in der Wildnis. Das heißt, wir leben gerade in Unfreiheit, wir leben wie die Tiere im Zoo, wir kriegen alles und Freiheit bedeutet dann, ich lebe wieder in der Wildnis, ich werde nicht beschützt, ich werde nicht gefüttert, ich muss mich durchschlagen. Und wir haben uns auch letztens Also ich meine, ich weiß nicht, wie er das oder was denn dieser Typ jetzt wirklich genau sagt. Ich vermute, dass er was anderes sagt, als das, was er hier darstellt. Aber um da mal kurz drauf einzugehen, ist es ja doch so, dass wir, also ich würde behaupten, oder das ist eben naturrechtlich so, dass praktisch man in der Wildnis sozusagen frei ist, weil man im Endeffekt von anderen in Ruhe gelassen wird. Man hat zwar nicht alles, aber dennoch ist man frei. Während man zum Beispiel in einer sozialistischen Diktatur, also und wo man unterdrückt wird und so, auch wenn man eventuell alles hat, was man braucht, nicht frei ist. Ja, in einem Knast, da hast du alles, da bekommst du alles, bist aber nicht frei. Sehr einfach. Eine Debatte angeschaut mit Nena Schink von Bild TV. Die spricht mit einem Herrn, einem Ökonomen, der sich für das bedingungslose Grundeinkommen einsetzt. Und aber auch aus einer sehr marktwirtschaftlichen. Nena Schink hat übrigens das Potenzial, Base zu sein. Also ich glaube, das sind noch ein paar Monate oder wenige Jahre, bis sie sich dann so weit radikalisiert hat, dass sie dann auch auf den Markt radikal ist. Ich drücke ihr die Daumen, dass sie das schafft. Based. Perspektive gesprochen. Und sie macht dann zwischendurch einen Versprecher. Sie hat nämlich ein Buch geschrieben, ich bin nicht grün oder so heißt das, ein Plädoyer für Freiheit. Und sie sagt dann zwischendurch, mein Buch ist ein Plädoyer für Leistung. Und für sie ist eben, man muss Leistung erbringen. Ich glaube, das steht in direkter Verbindung zu der gleichen Definition, die auch ein Ernst Wolf hat und die eben auch passt zu den Anarcho-Kapitalisten, die eben sich vorstellen, okay, ich lebe hier gerade in Unfreiheit. In Freiheit würde ich leben, wenn ich mich wieder durchschlagen müsste, wenn wieder eben das Recht des Stärkeren herrschen würde. Und sie glauben eben aktuell. Also erstens herrscht nicht das Recht des Stärkeren im Libertarismus, das Recht des Stärkeren herrscht jetzt. Du hast einen Gewaltmonopolisten, der im Zweifelsfall über Atomwaffen verfügt und der hat keine Konkurrenz und du bist ihm auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Das Recht des Stärkeren, des Staates, herrscht jetzt. Es gibt keine stärkere Entität in Deutschland als die Staatsgewalt. Das definiert den Staat. Das macht den Staat konzeptionell aus, dass es neben ihnen keine andere Entität gibt. Und woher jetzt dieser Vorwurf kommt, dass dann wieder der Stärkere herrscht, begründet er wahrscheinlich wieder mal nicht. Ist aber absoluter Nonsens. Haben sie ihr volles Potenzial eben nicht erreicht, weil sie müssen Steuern zahlen, weil sie müssen für die Schwachen aufkommen. Und auch dieser Gedanke, keine Ahnung, die sind ja auch sehr häufig Impfgegner, weil Impfen schützt ja auch die Schwachen, die gar nicht. Also ich meine, ich glaube nicht, dass irgendjemand Impfgegner ist, weil es die Schwachen schützt. Also ich weiß auch nicht, wie er darauf kommt. Ich weiß nicht, woher das kommt. Das hatte sich, glaube ich, wieder komplett aus dem Arsch gezogen. Also ich meine, den einzigen Grund, den ich bisher von Impfgegnern gehört habe, ist ja im Endeffekt, oder den es für Impfgegner gibt, ist ja im Endeffekt, dass die Impfung einfach das nicht macht, dass sie eben nicht schützt. Ja, das ist ja die Behauptung. Nicht, dass es schon also, schützt. Dass sie nicht schützt oder krank macht, jetzt bei der Covid-Impfung. Ich meine, du hast natürlich, das kommt dann aus verschiedenen Ecken, ne? Du hast so antisemitische Aluhüte, die dann deswegen die Impfung ablehnen und so weiter. Aber ich selber bin
dreifach gegen Covid geimpft und ansonsten ist mein Impfheft auch, wie sagt man, Checkheft gepflegt. Da ist so jeder Sticker drin, den man da drin haben sollte. Ich bin auch libertär. Mir geht das absolut am Arsch vorbei, wer sich impfen lässt und warum und wogegen oder wer sich nicht impfen lässt. Und das ist, glaube ich, auch die libertäre Grundhaltung. Und es gibt unter Libertären eigentlich nur Impfgegner im Sinne von Gegner einer Impfpflicht. Und ansonsten geht das allen am Arsch vorbei, ob sich jemand impfen lässt oder nicht. Ich weiß halt nicht, woher das kommt bei ihm. Ja, es hat er sich einfach aus dem Arsch gezogen. Nicht existieren dürfen. Und am Ende ist es wieder ein evolutionäres Argument, ein natürliches Argument. Auch Titus Gebel spricht in einem Talk darüber, dass er gesagt hat, stimmt alles nicht. Ja. Das ist frei erfunden, was er gerade sagt. Er dreht gerade komplett frei. Sein. Ja, wenigstens ist er kreativ. Dass er daran glaubt, dass freie Märkte ihm. Das könnte man irgendwie so, ja, wie bei so einem Zeugnis, seine Fantasie war ausführlich oder sowas. Er hat sich stets bemüht, die Wahrheit zu sagen. Ja, er hat sich stets bemüht, fantasievolle Aussagen zu treffen. Ähnlich funktionieren wie die Evolution. Und nach Erfolg und Misserfolg und der Misserfolg, der wird halt eben aussortiert. Dass er dann glaubt, okay, die Welt wäre eine bessere, wenn eben diese Prinzipien eher gelten würden. Und ja, die Welt wäre auch eine bessere, wenn dieses Prinzip gelten wird, weil durch dieses Trial and Error in einer freien Marktwirtschaft findest du die optimale Nutzung einer Ressource heraus. Und es gibt keinen Anspruch darauf, beziehungsweise sogar unmoralisch, irgendjemanden eine Ressourcennutzung zu überlassen, der diese Ressource nicht optimal im Sinne der Ökonomie, im Sinne der Volkswirtschaft ausnutzt. Und das ist genau das, was Kapitalismus, was freie Märkte machen. Alles andere als die optimale Verwendung einer knappen Ressource ist Verschwendung und führt zu Elend und Umweltzerstörung und allem, was daran hängt. Das hat er bis heute nicht kapiert. Und er glaubt, es gibt halt keine natürliche Ordnung, sondern du hast nur diese synthetische Ordnung des Staates und der Staat, der, solange da die Richtigen, also er das Sagen hat, läuft dann schon alles tutti. Blödsinn. Absoluter Blödsinn. Er hat nichts verstanden. Er weiß auch bis heute nicht, was ein freier Markt ist. Bei dem Begriff, als du eben von Versicherung erzählt hast, da musste ich erstmal laut lachen, weil wir hatten hier schon mal einen Anarcho-Kapitalisten zu Gast. Da hatten nämlich die Marktradikalen, so nennen sie sich, auf Twitter eine Aktion gestartet. Das sind wir. Ich glaube, das ist irgendwie Hashtag raus. Nicht ohne Staat oder so. Und du hattest da auch Hashtag drauf, aber ohne Staat. Und das war eine scheiß brillante Idee und Kampagne. Es wurde sogar unterstellt, dass wir irgendwie so eine finanzierte Bot-Kampagne wären, weil das so gut angekommen ist. Ja. Also. Geiles Kompliment eigentlich. Reagiert bei Twitter. Was denen vielleicht sogar ein bisschen geholfen hatte. Vielleicht musst du da ein bisschen mit deiner Reichweite aufpassen. Aber ein paar linke Streamer hier auf Twitch haben sich auch die direkt geschnappt und zu Debatten eingeladen. Und das kam denen nicht so gut. Und auch der Herr meinte dann im Gespräch mit mir, wenn du eine kleine Community hast, eine kleine Kommune, ein kleines Dorf und Russland greift an, dann hast du halt einfach eine Anti-Invasionsversicherung. Und diese Anti-Invasionsversicherung, diese Versicherungsgesellschaft, hat selbstverständlich ein großes Interesse daran, dich zu schützen, damit du weiter deine Beiträge bezahlst und dementsprechend werden sie Russland besiegen. Also Ich meine... Hey, was ist denn sein Gegenvorschlag? So, warte. Was ist denn sein verfickter Gegenvorschlag? Sein Gegenargument gegen eine freie, friedliche Privatstadt ist, dass es Staaten gibt, die sich sonst angreifen. Was ist das für ein Argument? Ich muss mich einem Unrechtsstaat, einem zwangsbasierten Unrechtsstaat unterwerfen, damit ein anderer zwangsbasierter Unrechtsstaat mich nicht tötet? Also wie gestört ist diese Logik? Ja, das ist ultra geil. Vor allem vielleicht meint er, dass man sich dann ja anderen, Schutzsystemen unterwirft, wie zum Beispiel, der NATO, welche irgendwie ja auch nur ein Verteidigungsbündnis ist, was ja auch nur eine gegenseitige Absicherung, also so eine Art gegenseitige Versicherung. Hey, wenn du angegriffen wirst, helfe ich dir. Wenn ich Angriff werde, hilfst du mir. Mit Beitragsleistung im Sinne von so und so viel eures Bruttoinlandsproduktes wird für militärische Zwecke eingesetzt, damit ihr diese Hilfeleistung auch erfüllen könnt. Warte, es klingt irgendwie wie eine Versicherung, nur halt eben eine in einem staatlichen Konstrukt, ne? Aber was soll daran schon funktionieren? Vor allem, also absoluter Quatsch, ja. Der macht sich hier darüber lächerlich über die Anti-Invasionsversicherung, der Camper auch.
weil sie ja beide nicht das Niveau besitzen, um das einmal zu durchdenken und sich zu fragen, ja, okay, wie wird es denn im Status quo geregelt? Ja, also absolut lächerlicher Schwachsinn einfach, besonders wenn man dann die Komponente noch reinschmeißt, dass sowieso das Thema eines Verteidigungskrieges, ja, viel einfacher ist und dezentral funktionieren kann, ja, beziehungsweise dezentral sogar viel besser funktioniert als zentral. So, das kommt ja noch oben drauf, aber ich meine, was auch immer, das ist, also, die sind ja beide so, dass sie diese Konzepte belächeln, ohne wirklich zumal sich zu fragen, gibt es ähnliche Prinzipien im Status quo und wie funktionieren sie? Also. Ja, also, jetzt mal, also, so seriöser Take ist, rein von der Logik her macht er hier halt einen klassischen Zirkelschluss. Das Argument für Staaten ist, dass es Staaten gibt. Das ist ein logischer Zirkelschluss und deswegen ist das Argument einfach logisch ungültig, weil es Bullshit ist. Und der Shit-Take ist halt schlicht und ergreifend, er macht hier sich über ein Konzept lustig, was in der Praxis längst gemacht wird und auch sehr erfolgreich gemacht wird, um sich gegen seine gewalttätigen Nachbarn und wenn man es nur unter Nachbarschaftshilfe in Anführungszeichen verstehen möchte, funktioniert. Also das ist wirklich... Ja, und vielleicht auch nochmal, um hier meine Lanze zu brechen für den Marktradikalen, der da zu Gast war, guckt euch diese Debatte an und guckt euch vor allen Dingen die Diskussionskultur vom radikalen Demokraten an. Der ändert permanent Definitionen, lügt, liefert keine Begründungen, liefert keine Argumente, verschwurbelt irgendwelche Zusammenhänge. Also das ist keine Diskussion. Also mit dem kannst du nicht diskutieren. Das ist am Ende so eine Art Taubenschlag, was du mit dem spielst, weil der auch nicht versteht, was du ihm sagst. Also der kann inhaltlich gar nicht auf die Argumente eingehen, die man ihm gibt. Und selber hat er halt nur seine verschwurbelten Talking Points. Also guckt euch diese Debatte gerne mal an, macht euch selber ein Bild. Jetzt mal an die Zuschauer gerichtet und dann ist das genau wie beim Tagi Sadegan-Video ziemliche Selbstentlarvung für den sogenannten radikalen Demokraten. Die werden irgendwie eine so starke Armee haben. Im Endeffekt habe ich dann herausgefunden, die Versicherungsgesellschaft hat dann einfach Atombomben. Und by the way, Liechtenstein war mal neben dem Nazireich und hat überlebt. Ja, also die wurden nicht angegriffen, die hatten praktisch eine andere Strategie, ja, dass sie eben dafür sorgen, dass die Nazis sie nicht angreifen, auch wenn sie tatsächlich Juden bei sich versteckt hatten, also praktisch unter den Fußböden sozusagen, Banken, Privatsphäre, ich weiß nicht, wie genau das hieß, ja, dass sie praktisch Nazis nichts gegeben haben, dass die nichts nicht wussten, dass dann haufenweise Juden eben ihr Geld in Liechtenstein hielten. Und man kann vielleicht noch kurz erwähnen, die Versicherung der Bundesrepublik Deutschland hat Atombomben und diese Versicherungsgesellschaft heißt Vereinigte Staaten von Amerika. Also ich weiß nicht, warum das hier so absurd ist, zu sagen, dass eine Versicherungsgesellschaft Atombomben hat, wenn das literally die Existenzberechtigung der NATO ist. Ja, tatsächlich, ja eben. Und vor allem auch dieses Thema man braucht die Nukes ja im Zweifel gar nicht, weil, ich meine, haben wir alle irgendwie sowas wie Afghanistan verpennt oder so? Also ich meine, wenn du Vietnam als Beispiel nimmst, dann kann man ja immer noch sagen, ja, aber die wurden ja von China unterstützt, ja, die wurden von Russland unterstützt, hier und da, und die hatten ja auch ein offizielles Militär neben den Vietcong und all dies. Aber was willst du in Afghanistan sagen? Ja, also ganz ehrlich, Afghanistan, also die Taliban sind stärker als vor dem Einmarsch, oder Einmarsch, wie auch immer, Hilfseinsatz, wie auch immer man es bezeichnen will, in welchem Kontext, ja. Aber in diesem Szenario, ja, wenn du sagst, Afghanistan ist diese Privatstadt, ja, und eine weitaus überlegende Macht greift dich an, marschiert ein, ja, also Afghanistan-Kontext natürlich dann eben gegen die Taliban. Die Taliban haben gewonnen und die hatten überhaupt nichts, aber sie haben einen absolut dezentralen Krieg geführt, einen Guerillakrieg. Und da kannst du so viel Geld reinschmeißen, wie du willst. Du kommst im Zweifel damit nicht klar, wenn die lokale Bevölkerung ein Problem mit dir hat. Und das macht diese gesamten, ja, dann unterjocht der Staat dich. Ist so, ja, willkommen im Bürgerkrieg. Was für eine illusorische Ansicht ist das denn, dass besonders Privatstädte, welche ja überhaupt keine zentrale
Organisationsstruktur haben. Also die haben ja keine Regierung, die du übernehmen kannst und sagen kannst, oh, guck mal, jetzt sind wir die Regierung, ihr müsst alle mitmachen und jeder Bürger macht halt mit, weil ja, das ist halt einfach die neue Regierung, was soll's. Nee, das ist eine Privatstadt, absolut dezentral, wo es keine Regierung gibt, die du übernehmen kannst. Du müsstest also gegen jeden einzelnen Bürger im Prinzip vorgehen, ja, und den zum Mitmachen zwingen, wie auch immer. Der wird aber wahrscheinlich kein Interesse daran haben und weil Privatstädte höchstwahrscheinlich ein sehr liberales Waffenrecht haben, musst du damit rechnen, dass das so ist wie willkommen. Hinter jedem Grashalm wird sich eine Knarre verstecken und greif so eine Scheiße an. Viel Erfolg. Aber da bleibt dir das nur übrig, sozusagen diese Privatstadt wegzubomben, also wirklich auch mit Atomwaffen oder was. Aber dann hast du da als Angreifer auch nichts von, außer Unmengen an Geld vernichtet und internationales Ansehen. Also warum solltest du es tun? Und dann sind wir in der praktischen Umsetzung, die logischerweise aus eben so ein Shit-Takes wie, da haben die Atomwaffen oder so einer Müllaussage da kommt. Und dann ist man einfach an den Punkt und sagt, okay, praxisorientiert ist das alles Blödsinn und es gibt nie keinen Grund anzunehmen, warum eine Privatstadt sich auch in einem internationalen Konfliktfall nicht so gut behaupten könnte, dass das Prinzip einer Übernahme beziehungsweise einer gewaltvollen Übernahme erfolgsversprechend wäre. Da gibt es so viele Faktoren, die man einfach einbringen kann, das ist ein Thema für sich, ne? Aber dass man so bekloppt, ja, wie immer, guck mal, die haben irgendwie scheinbar einfache Lösungen für komplexe Themen, ja, prinzipiell runtergebrochen schon. Aber ne, für ihn ist das natürlich, du brauchst den Staat, um dich zu schützen. Was für ein Müll. Ja, du brauchst, also wenn wir über moderne, industrialisierte Kriege reden, dann reden wir auch immer über Wehrpflicht. Also du musst quasi, in seinen Augen ist es was Gutes, wenn du in einem Staat lebst, der mit der Wehrpflicht unironisch Kriegssklaven hält. Ja, Kriegssklaven hält, die man erschießt, wenn sie nicht an der Front sterben wollen, als in einer Privatstadt zu leben, die im Zweifelsfall eingenommen wird oder sich eine Versicherung kauft oder was auch immer macht. Also das ist für ihn was Besseres. Das kannst du dir nicht ausdenken. Also das meine ich halt mit diesem Gewaltfetisch. Ne? Der findet, glaube ich, Uniformen geil. Ich glaube, das ist sein Problem. Ich glaube, der findet einfach Uniformen geil. Hat dann jeder. Die gibt es dann in irgendeiner Fabrik. Und ja, und dementsprechend werden die dann schon alles deichseln. Also auf der einen Seite ein ziemlich großer Wirrwarr. Auf der anderen Seite, also man kann darüber lachen, auf der anderen Seite, es wird aber auch gefährlich, weil wer Freiheit ja, als das Recht. Es ist ein in sich widerspruchsfreies Argument, was du bis heute nicht widerlegt hast, lieber radikaler Demokrat. Wirr ist das auch nicht. Also der hat halt auch jetzt wieder, genau wie in der Debatte damals, kein einziges inhaltliches Argument gebracht. Nichts. Leider. Man wünscht sich ja, dass mal was Anständiges kommt, aber es kommt dann halt immer nur das, was er eben sagt. Rechte Stärkeren als Freiheit definiert. Das Recht des Stärkeren ist kein gutes Gesellschaftsmodell, historisch. Also ich meine... Das Recht des Stärkeren herrscht im Moment, ne? Um es nochmal zu wiederholen. Das Recht des Stärkeren ist das Recht des Staates und das herrscht im Moment. Ja, und bei diesen Versicherungen, wenn man sich das jetzt konkret anschaut, was heißt eigentlich Versicherung? Ne? Das ist eigentlich ist der Staat ja eine Form von Versicherung. Ne? Das kann ja auch gehen. Wow, hat sogar gesagt, dass der Staat eine Form von Versicherung ist, aber halt eine, die das mit Gewalt macht und dich dazu zwingt, dich zu versichern. Die also ein in Anführungszeichen Angebot macht, das du nicht abschlagen kannst. Ja, erinnert mich irgendwie an die Mafia. Das ist wie der Sklaventreiber, ja, der dich dafür versichert, dass dich kein anderer Sklaventreiber klaut, ja, weil er den anderen Sklaventreiber schießen würde, wenn er sein eigenes Eigentum, also dich im Prinzip als den Sklaven wegnehmen will. Ja, herzlichen Glückwunsch, tolle Versicherung. Also, die können ja schon mit den Füßen wählen. Also, sie können halt theoretisch gesehen woanders hingehen und ihren eigenen Staat aufbauen. Und wenn das Land schon besetzt ist, nein, ist du kannst Problem nirgendwo eigentlich. Hingehen. Du kannst nirgendwo hingehen. Die Staaten haben sich illegitim Eigentum an Land angeeignet, auf das sie keinen Anspruch haben, naturrechtlich begründet, keinen Anspruch haben. Und damit im Prinzip so ein gigantisches Staatskartell global gesponnen, sodass du nirgendwo hingehen kannst, wenn du nicht in einem Staat leben möchtest. Du kannst nirgendwo hingehen, weil die Staaten sich alles angeeignet haben. Und dieses zu sagen, ja, wenn dir unser Unrecht nicht schmeckt, dann geh halt woanders hin. Oh, kannst du nicht, ja, Pech gehabt. Das sagt halt wieder alles über Sozialisten aus, ne? Das ist... Außerdem... Vor allem...
Der Punkt ist ja auch da, man könnte das Gleiche ja behaupten über die Privatstädte. Du sagst, ja, aber da sagst du ja auch als Argument, hey, geh doch woanders hin. Ja, mit dem großen Unterschied eben, dass in einer Privatrechtsgesellschaft, wenn man davon ausgeht, dass man jetzt im Prinzip Staaten durch Privatstädte ersetzt, dann würde eine solche Privatstadt Einbuße machen, wenn die Leute keinen Bock mehr haben, da zu sein und unter anderem als mögliches Beispiel zur Refinanzierung Gebiete verkaufen, die nicht gewinnerbringend sind, weil dort zum Beispiel Menschen wohnen, die eben sagen so, hey, ey, wir haben keinen Bock mehr, wir ziehen weg. Dann hat der Staat viel ungenutztes, also dieser Staat, also diese Privatstadt viel ungenutztes Land, das es verkaufen kann, an entweder Bürger, die darauf sowieso wohnen, die dann Eigentumrecht haben, ne, so kann sozusagen diesen Hoheitsanspruch auf gewisse Zonen verkaufen. So, das wird ein Staat nie machen, eine Privatrechtsgesellschaft, die allerdings insolvent geht ansonsten, wie man das eben bei sonstigen Firmen auch sieht, die dann Firmenanteile verkaufen, die sich nicht rentieren, könnte so etwas tun. Und somit gäbe es eine dynamische Entwicklung hin zu der Optimierung, die bei Staaten nicht gegeben ist, weil die Staaten ihre Hoheitsgebiete eben behalten und somit die Entstehung eines möglicherweise eines sozusagen eines sezessionistischen neuen Staates verhindern. Vor allem bei den meisten Staaten, ich wüsste jetzt sogar keinen, wo das wirklich legal ist, bis auf irgendwie Schweiz, wo das so ein halblegales Ding ist, wo Sezession überhaupt möglich wäre, um im Prinzip ein neues Konstrukt neben dem bereits existierenden Staat sozusagen aufzubauen, einen neuen Staat. Also by the way, möchte ich noch mal kurz erwähnen, dass, also er sagt, ja, du willst wegziehen, okay, ja, dann wollen wir uns praktisch einen Ort schaffen, wo wir hinziehen könnten, eben so eine Privatstadt, dann ist das auch wieder nicht recht. Also genau, dann wird man nämlich von denen mit allen Mitteln, mit jeder Lüge, mit Mittelzug, mit jeder Aggression bekämpft, wenn man denn dann gehen möchte. Das ist, also das ist nichts anderes. Also jetzt die Gründung von Privatstädten zu verhindern, ist nichts anderes, als die Berliner Mauer zu bauen. Wenn man mal ehrlich ist. Das ist nichts anderes. Ja, also Versicherung gibt es deswegen, weil der Staat eben nicht genügend letztlich aufkommt. Ne? Und da gibt es ja noch Lücken und da greifen dann die Versicherungen. Und wenn man sich halt die Versicherungen anschaut in Deutschland, da gibt es. Die Versicherungen sind staatlich. Die gesetzlichen Krankenkassen sind de facto staatlich. Das ist nicht, weil der Staat nicht genügend aufkommt. Das ist nicht, weil wir noch nicht genug Sozialismus haben. Das ist Sozialismus. Das ist die mächtigste, das ist die Allianz. Ne? Und die Allianz, das war das Projekt von den Finks. Ne? Hat er wieder seinen schönen. Oh je, ja. Er meint natürlich all die Versicherungen, die sozusagen das extra obendrauf geben. Also wahrscheinlich die privaten Krankenversicherungen oder sonstige Unfallversicherungen oder Versicherungen gegen bei Diebstählen oder so. Was eigentlich komisch ist, weil ich dachte, der Staat garantiert irgendwie die Sicherheit. Ist der Staat nicht der Gewaltmonopolist? Wieso kriegt er das dann nicht hin, die Leute zu schützen? Warum brauchst du dann eine private Versicherung gegen Diebstahl? Schon komisch, oder? Warum muss ich mich gegen Diebstahl versichern, wenn der Staat doch angeblich meine Sicherheit garantiert? Das ja, ist eben. Eine Frage eigentlich. Und vor allem, wie geht denn das eigentlich, wenn der Staat mich zwingt, seine Sicherheitsdienstleistung zu nehmen, eine zusätzliche kann ich nicht wirklich nehmen. Ich meine, klar, aber so, ne, weil ist alles durchreguliert. Du kannst keine irgendwie dem Staat ebenbürtige in der Theorie oder überlegene Sicherheitsfirma engagieren, um dein Haus zu schützen, weil ist einfach verboten, ja, eine solche Waffengewalt aufzufahren. So kannst du einen unbewaffneten Sicherheitsdienst oder was dir engagieren. Herzlichen Glückwunsch. Aber du zahlst ja sowieso schon Geld für den Sicherheitsdienst. Also warum, ne, du musst dem Staat ja sowieso den Sicherheitsdienst zahlen. Aber wieso zahle ich einem Sicherheitsdienst Geld, der, wenn er versagt, mir nicht einmal dafür eine Kompensation gibt? Weil wenn mein privater Sicherheitsdienst Scheiße baut, dann muss er mir die Kompensation zahlen. Beim Staat ist es so, wenn der Scheiße baut, ja, dann bin ich hoffentlich froh, dass ich mein anderes bereits versteuertes Geld nochmal versteuere und es nochmal an eine Versicherung zahle, die mir dann hoffentlich was von meinem geraubten, gestohlenen Gut wiedergibt, wenn der Staat mal wieder seine Sicherheitspflicht nicht nachgekommen ist, oder? Weil es ist ja keine daran, Pflicht. Also ich bin verpflichtet zu zahlen. Daran verdient der Staat übrigens zweimal mit, nämlich einmal über die Versicherungssteuer und einmal über die Mehrwertsteuer. Wenn du dir auf deine eigene, von deinem bereits versteuerten Geld eine Versicherung noch zulegst, verdient der Staat dann noch zweimal mit. Ja. Fink hat Allianz mit aufgebaut und die Münchner Rück und so weiter. Das war Fink, ne? Merck, Fink und Co., aber dann eben vor allem auch Allianz und Münchner Rückversicherung. Und der erste Reichswirtschaftsminister unter Hitler, das war der Chef
der deutschen Allianzversicherung. Das heißt, Versicherung, da bin ich auch, das ist nicht, müsste man sich... Ich hab das gerade ehrlich getan! Versicherung sind quasi Hitlers Stellvertreter. Was für eine geile Scheiße, geht denn jetzt ab? Meine Fresse! Alter, was hat der geraucht, Mann? Oh Gott, Alter! Ja, wir werden es nie erfahren. Ich bin noch nicht wirklich so mit Kritik mit Versicherungen beschäftigt, aber das wäre vielleicht auch nochmal spannend, ne, da zu gucken. Was heißt eigentlich jetzt Versicherung? Und wenn jetzt nicht staatlich ist, sondern privatwirtschaftlich also aufgebaut ich ist. Ich glaube von vornherein, dass das Ganze sowieso Quatsch ist, in der Realität niemals zustande kommt und am Ende einfach eine Monarchie ist. Also es gibt ja Privatstädte, die gibt es ja schon. Also gab es auch immer. Ne? Es gibt auch jetzt... Nenn mir eine. Dann bin ich weg. Ja, bitte nenn mir eine. Also ich meine, was labert er? Die Towns, es gibt Saudi-Arabien und so weiter. Das ist es ja schon. Und der ist keine Privatstadt. Ehrlich, der hat jetzt... Oh Gott, der Saudi-Arabien, die Privatstadt, Bruder. Oh nein. Das war noch nie eine Privatstadt. Wie kommt ihr auf sowas? Was ist das denn? Also, wie soll man denn eine Also, ich meine, ja, ihr habt euch das schon angeguckt. Ich bin der hier, der tatsächlich reacted. Ihr so halb, ja? Ich meine, ihr tut euch das zweimal. Was für eine Scheiße. Aber wie kann man denn jemanden ernst nehmen? Wie kann man überhaupt auf irgendwas reacten, der so eine Scheiße redet? Also, ich meine, das ist hat ja nicht mal irgendein Fundament. Alter, wenn der Typ Ingenieur, wenn der Bauingenieur oder was auch immer oder der Typ wäre, der im Endeffekt auf dem Bau arbeitet, der nutzt als Fundament Wackelpudding, Mann. Und das war die geile Ernägel-Ausraster. Projekte, die sie ja angehen, davon wurde ja auch noch nichts verwirklicht. Und in dem Moment, wo sie sowas verwirklichen werden, ist das am Ende einfach wieder ein neuer Start und sie werden sagen, das ganze Projekt wurde sabotiert durch böse Akteure und eigentlich ist die und die Person ist ein Verräter. Das ist das Gleiche wie wenn bei den Flat Earthern, also bei den Leuten. Das ist das Gleiche wie beim Sozialismus. Das ist genau das Gleiche wie beim Sozialismus, was er hier den Privatstädten unterstellt. Wie kann man sich selbst so in die Pfanne hauen? Er behauptet halt, ja, man denkt wieder, er hat keine Ahnung, ja. Also, wäre die Vermutung. Ich glaube, Kemper denkt genau das, was wir auch gedacht haben. So wie der guckt, dachte der so, ey, das ist unser Argument, Bruder. Er kann auch bis jetzt nicht erklären, warum eine Privatstadt eine Monarchie werden sollte, ne? Ja. Das konnte er auch noch nicht erklären. Ja, seine Quelle ist doch einfach Trust Me, Bro. Ja, ja. Quelle, I made it up. Das wird schon so. Ja, weil er glaubt ja nicht an Versicherungen und deswegen wird daraus eine Monarchie. Klar. Ja, so funktioniert das, oder? Und eine Rakete selber ins Weltall schießt und dann herausfindet, dass die Erde doch rund ist, dann ist er dann halt auch von der CIA eingeschleust worden, um die Bewegung zu untergraben und eigentlich sind das wieder gefakte Bilder. Und so wird das dann auch sein. Also jeder, der dort erfolgreich eine Privatstadt aufzieht, da wird es Probleme geben, die gibt es nun mal in der Realität und dann werden sie sagen, das ganze System wurde sabotiert. Meine Vermutung. Ja, aber nur weil es Probleme geben wird, also ich meine, Probleme gibt es überall. Also ich meine, bitte. Genau, aber ich glaube auch, man darf das Ganze... Jedes Businessmodell besteht eigentlich aus der Lösung von Problemen. Und anders als die sozialistischen Zwangsstaaten, die beiden hier so supi finden, hat eine Privatstadt halt dieses Unternehmertum und den freien Markt, der diese Probleme automatisch korrigiert über Trial and Error. Das heißt, die sind reformfähig. Wenn es da systemische Krisen gibt, sind die reformfähig. Und das unterscheidet sie halt von diesen sozialistischen Zwangsstaaten. Die sind unreformierbar, weil die können ihre Logik nicht verlassen. In dem Augenblick, wo sie ihre Logik verlassen, hören sie auf zu existieren. Ja. Ja, ich meine, es ist halt, ja, Staaten brauchen das einfach, ja. Also, als fertige Utopie dieser Privatstadt, ob das dann gelingt oder nicht, sondern da hängt da ganz viel dran. Denn zum einen ist das Ganze eine Ideologie, eine neue Ideologie, mit der jetzt halt auch eine Utopie, ne, mit dieser Utopie wird dann halt auch gearbeitet. Ne? Damit werden dann auch Leute geködert, die werden, weil halt mit diesen Libertarians, okay, da gibt es den Markus Krall, der setzt auf eine Revolution, der setzt halt auf einen Umsturz und sagt, wir können das Ganze national einführen. So, viele sagen dann, das klappt nicht, außerdem will ich keine blutige... Also, oder nicht, ja. Oder nicht, das ist gelogen.
Das ist frei erfunden, das tut er nicht. Er hat die Aussage fußt auf aus dem Kontext gerissenen Passagen eines Buchs bei Markus Krall. Aber Markus Krall hat, soweit ich weiß, an keiner Stelle irgendwie einen blutigen Umsturz oder sowas gefordert. Das ist frei erfunden von dem Herrn Kemper. Ja, und übrigens auch, wird er gleich noch sagen, mit dieses Jefferson-Zitat mit dem Baum der Freiheit, der mit dem Blut von Patrioten getränkt werden muss. Also ich meine, das reißt er natürlich auch ständig aus dem Kontext, macht er auch da wieder. Also ja, ich meine, wir sind übrigens auch schon bei der Aufnahme sehr weit und wir werden bald einen Abspringen haben, nämlich den Heimatloser. Der hat nämlich noch was zu tun jetzt. Deswegen wird hier jetzt das Video beendet erstmal und wir werden dann an einem anderen Termin die restliche Stunde noch auf die noch reacten. Ja, unsere Gehirne sind jetzt schon geisteskrank geworden. Ja, entschuldige dafür bitte, ja. Also, der Kemper, er macht so viel Schwachsinn, er redet so viel Schwachsinn und der radikale Demokrat, also redet fast noch mehr Schwachsinn. Wie würdet ihr das einschätzen? Ja, ich meine, das von Kemper besitzt ja wenigstens eine Art innerliche Struktur. Beim Radikalen da, also ich weiß auch nicht, was das für eine Struktur ist, aber ja, seine Flacherdler-Beispiele sind eigentlich ganz praktisch, weil es ist eine absolute Projektion. Ja, genau. Das ist der projiziert ohne Ende. Das ist so ein Sammelsurium aus Versatzstücken, Talking Points und Inhalten, die er irgendwo mal aufgeschnappt, aber nicht verstanden hat. Und die reiht er dann weitestgehend zusammenhangslos und teilweise auch wieder offen widersprüchlich aneinander. Das macht es halt so anstrengend, ihm zuzuhören. Also das macht es so, und das macht es vor allen Dingen aber auch sinnlos, mit ihm zu diskutieren. Und mit diesen wunderschönen Worten vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis dann mal. Ciao.